einen Bruch für die Gesellschaften und die Politik bedeuteten und wo wir einfach das Gefühl hatten, dass da Potenzial ist, neue Ideen zu sammeln, um diesen Populismus auch abwehren zu können. In dem Gedanken, der uns getragen hat in der ganzen Zeit, dass im Grunde genommen diese Zeit von Populismus meistens eine ist, wo Paradigmen gebrochen sind. Wir haben 3 Jahrzehnte ein relativ klares, dominierendes, weltweites Paradigma gehabt. Das heißt nicht, dass das immer und überall umgesetzt wurde, aber als Leitmotiv ein sehr marktorientiertes, marktliberales, globalisierungsorientiertes. Das ist mit der Finanzkrise, darüber werden wir am Mittwoch auch nochmal sprechen, sehr markant gebrochen worden, wie man mittlerweile sehen kann. Und seitdem fehlt aber irgendwie das Neue. Das ist eine typische Zeit, wo Populisten einschlagen, historisch belegt. Und die Frage, wann das zu Ende geht, wann etwas Neues kommt, sehr stark dran hängt, ob man ein neues Paradigma findet, ob ein neues Paradigma da ist. Wir haben in allen unseren Workshops, das ist mittlerweile der 7., dieses etwas provokante, diese provokante Collage benutzt und immer wieder so als Running Gag sozusagen, um das ein bisschen provokant gegeneinander zu stellen. Dieses alte Paradigma ist durch die Menschen in Schwarz-Weiß oben links getragen. Das Neue wissen wir noch nicht, wie es aussieht, aber wir haben viele Leute, wo wir denken, das könnte sein, dass man irgendwann mal sagt, das sind die, die dazu beigetragen haben. Und wir sind sehr froh, dass diese Collage haben wir schon seit, wie gesagt, seit 2-3 Jahren, dass wir mindestens 2, 3 für jetzt in dem Workshop auch hier haben. Sowohl Joe Stieglitz, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato und damit so ein bisschen die Gedanken vorangetragen haben oder vorantreiben wollen, wie könnte so ein neues Paradigma aussehen, woran soll sich Politik künftig orientieren angesichts der riesigen Herausforderungen, die wir haben, Klimawandel, Ungleichheit, Globalisierungskrise und so weiter. Wir haben dann letztes Jahr, bevor wir offiziell gestartet sind, ein Forschungsprojekt angefangen, wo wir über mehrere Jahre der Frage nachgehen wollten, was bedeutet das für Deutschland konkret? Und welche Implikationen hat diese Forschung über neues Paradigma für Deutschland? Wir haben sehr viele Experten dazu gewinnen können, für uns Studien zu machen zu diesen großen Themen. Und im Grunde genommen ist morgen vor allen Dingen der Tag, wo wir diese Studien vorstellen. Das ist im Grunde genommen sozusagen der Kern der Tagung oder des Workshops, diese Studien, die lange gereift sind, die wir in kleinen Runden, großen Runden zwischendiskutiert haben, hier vorzustellen. Darum geht es vor allen Dingen morgen. Kurzer Überblick nur stichpunktartig. Wir haben eine Studie zu Inequality, zu Ungleichheit in Deutschland in Auftrag gegeben, die analysieren soll, wo kommt die Ungleichheit eigentlich her? Was sind eigentlich die wirklichen Treiber? Was sind die relativen Gewichte der Treiber und welchen Einfluss, das war der Fokus dieser Studie, haben Immobilienpreise, Immobilienentwicklung, Mieten und vermögensseitig auf diese Ungleichheit in Deutschland. Zweite Studie, Fiscal Policy, Finanzpolitik, Michael Hüther und Jens Südekum haben darüber gearbeitet, wie ein neues Paradigma der Fiskalpolitik aussieht. Wir haben morgen eine Studie, die vorgestellt wird über die deutschen Exporte, wie sozusagen ein neues Paradigma für die deutsche Exportwirtschaft aussehen könnte. Und es gibt eine Studie von Mariana Mazzucato und ihrem Team zu den Potenzialen der deutschen Industriepolitik auf Basis dessen, was bislang war und was sie seit Jahren entwickelt als missionsgetriebene Industriepolitik. Heute haben wir im Grunde genommen den Tag, wo wir so ein bisschen die Politik mit reinholen, auch ein bisschen breiter sein wollen, ein bisschen grundsätzlicher die Frage stellen wollen. Und es traf sich, das haben wir gar nicht so bewusst am Anfang geplant, dass wir ein paar Tage vor diesem 30. Jahrestag der deutschen Einheit sind. Und damit vermengen sich die Themen, das neue deutsche Modell, was wir suchen, das neue Paradigma. Und das gewinnt an Spannung, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wo wir vor 30 Jahren waren, vor genau 30 Jahren. Da hat es kurz vorher diesen legendären Artikel von Francis Fukuyama gegeben über das Ende der Geschichte. Zitat hier auf Englisch, the triumph of the West, of the Western idea is evident first of all in the total exhaustion of viable systematic alternatives to Western liberalism. What we may be witnessing is the end of history as such, that is the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.
das muss man sich heutzutage auf der Zunge zergehen lassen, angesichts dessen, was wir weltweit politisch erleben, aber auch was die Krise oder die Vertrauenskrise des kapitalistischen Systems angeht. Wir haben dieses Jahr gab es eine Umfrage von Edelmann Trustbarometer, wonach weltweit, also es sind viele Länder mit in dieser Umfrage drin gewesen, 56% der Menschen, die sie befragt haben, relativ weitgehend über die wichtigen Länder der Welt hinweg, sagen, Capitalism as it exists today does more harm than good in the world. Also schadet mehr, als es Gutes bringt. 56%, das ist, wenn nicht das eine Vertrauenskrise ist, was dann? Wir haben vorbereitend auf den Workshop versucht, mal rauszukriegen, wie die Stimmungslage in Deutschland ist, haben eine Umfrage bei Forsa in Auftrag gegeben, um genau diese Fragen zu beantworten. Das stellen wir jetzt sozusagen exklusiv vor, das erste Mal. Wir haben gefragt, das Wirtschaftssystem in Deutschland, so wie es heute funktioniert, müsste, dann gab es 3 Antwortmöglichkeiten, grundlegend erneuert werden, in einigen Bereichen verbessert werden oder nicht verändert werden. Und wir haben doch eine relativ deutliche Zahl von Menschen, fast 30%, die sagen, grundlegend erneuert, 63% in einigen Bereichen verbessert und nur 5% sagen, nicht verändert. Wir wollten gar nicht in die Details gehen, wir wollten einfach mal ein Stimmungsbild haben davon, wie in Deutschland das Volk sozusagen zu der Frage denkt und wie breit eine Unzufriedenheit mit dem existierenden Wirtschaftssystem ist. Dasselbe nochmal auf Englisch für die, die uns auf Englisch zuhören. Zweite Frage, die haben wir letzten Herbst schon mal gestellt, als wir unseren Launch hatten. Funktioniert der soziale Ausgleich in dieser sozialen Marktwirtschaft noch? Das ist das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, einen sozialen Ausgleich zu bringen. Und letzten Herbst waren 57%, jetzt sind es etwas weniger, 50%. Also die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, nee, dieser Ausgleich findet nicht mehr statt oder funktioniert nicht mehr, wie er funktionieren sollte. Auch das ist ein gravierendes Vertrauensproblem für ein Wirtschaftssystem, das sehr stark auf diesem Prinzip aufbaut. Selber nochmal auf Englisch. Wir haben das Gleiche jetzt nochmal sozusagen in einer anderen Formulierung, weil das gerade ein akutes Thema ist, für die Corona-Krise gefragt. Wir haben gefragt, im Verlauf der aktuellen Corona-Pandemie hat der Staat zu stark in das wirtschaftliche Geschehen eingegriffen. Eine Frage, die in den letzten Wochen ja viel auch von ordnungspolitischer Seite aufgeworfen wurde, ob das nicht alles viel zu viel ist, mit Übernahme von Anteilen von Konzernen und so weiter halt. Und hierauf sagen 37%, also plus 23 sozusagen der Summe, 60% eher oder gar nicht. Also es gibt eine deutliche Mehrheit von fast 2/3 in der Bevölkerung, die gar nicht finden, dass diese Eingriffe zu viel sind. Was auch immer man daraus schließt, ob man das richtig findet oder nicht. Stimmungsbild ist, glaube ich, da auch relativ klar, dass da irgendetwas gewollt ist. Ein Grund, wir haben einfach ein paar Dinge abgefragt, aber ein Hauptgrund, den wir immer wieder finden, ist, dass diese Skepsis, diese Zweifel sehr stark mit sozioökonomischen Faktoren zu tun hat. Wir haben eine Frage gestellt, die wahrscheinlich doch relativ aussagekräftig ist und sehr markant und die Ergebnisse auch sehr dramatisch aussehen. Die Frage nach dem Risiko, sozial abzusteigen, da sagen 80% der Deutschen, dass dieses Risiko in den nächsten Jahren steigen wird. Das ist für die Psychologie, für die Psyche eines Volkes ein sehr gravierendes Ergebnis und animiert, darüber nachzudenken. Wir haben das auch kurz, weil wir jetzt gleich Politiker auf dem Panel haben, nach Parteien gefragt und es ist erwartbar, dass es da gewisse feine Unterschiede zwischen den Parteianhängern gibt. Aber, Herr Vogel, selbst 77% der FDP-Anhänger finden, dass dieses Risiko in der nächsten Zeit steigen wird. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist eine andere Frage. Darum ging es jetzt in erster Linie nicht. Es geht um diesen Stimmungsgehalt, um dieses Gefühl, dass da Bedarf ist, dass da Unsicherheit ist, dass da Nachfrage danach ist, diese Probleme anzugehen. Wir haben heute, werde ich gleich überleiten, das Programm, wie gesagt, mehr politisch, ein Podium. Wir haben ein Panel, wo wir uns mit der
grundlegenden Situation Deutschlands jetzt beschäftigen, mit den Aussichten, alles ein bisschen als Einstieg. Und wir haben heute Abend dann noch den Bundesgesundheitsminister zu Gast, der über seine Erfahrungen aus der Corona-Krise etwas berichten wird und auch darüber, inwieweit er daraus Lehren zieht für das Staatsverständnis, was er für richtig hält in Deutschland. Das verspricht spannend zu werden. Hygieneregeln, Sie kennen sie alle, Abstand bitte halten, seien Sie einfach vorsichtig. Wir sind jetzt gerade in der Situation, wo es offenbar wieder ein bisschen kritischer wird und wollen da nicht als das Ischgl eingehen in die Geschichte. Von daher bleiben Sie ein bisschen auf Abstand, tragen Sie den Mundschutz. Wir haben die Möglichkeiten, sich zu waschen, Hände zu waschen und so weiter. Und auch gleich beim Empfang, also bei den gewissen Gelegenheiten, wäre uns das sehr wichtig. Ich darf dann überleiten zu Ulrike Herrmann, die sich bereit erklärt hat, das nächste Panel zu moderieren. Bitte, Ulrike, ich übergebe Ihnen das Wort. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Mich freut das, dass ich dieses Panel moderieren darf. Es fängt damit an, dass Norbert Walter Borjans eine kleine Keynote halten wird, die ungefähr 12 Minuten dauern wird. Sie kennen ja Herrn Walter Borjans alle, aber trotzdem stelle ich ihn noch mal ganz kurz vor. Er ist jetzt der Vorsitzende der SPD, war von 2010 bis 2017 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und wurde da berühmt, ganz in der ganzen Bundesrepublik durch den Ankauf von CDs, auf denen die Daten von Steuerflüchtlingen waren. Und hat darüber später, nach seiner Zeit als Finanzminister, ein Buch geschrieben, das ich wirklich dringend empfehlen will. Es ist eines der besten Bücher eines Politikers, das ich je gelesen habe. Und es heißt Steuern, der große Bluff. So, und damit ist jetzt Herr Walter Borjans dran. Ja, lieber Fricke, liebe Frau Herrmann, meine Damen und Herren, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Sie so wohlwollend über das Elaborat nach der Amtszeit berichten werden. Das freut mich natürlich besonders und es ist auch ein Thema, das mich nicht losgelassen hat. Also die Frage, was gerade auch diese Punkte betrifft, die wir heute schon gehört haben, was Ungleichheit angeht, was die Beteiligung der unterschiedlichen sozialen Gruppen an der Finanzierung des Staates angeht und die Möglichkeiten natürlich, sich entsprechend auch davor zu drücken. Als ich gebeten worden bin zu diesem Thema, braucht der Kapitalismus eine Erneuerung, etwas Einleitendes zu sagen, da ging mir so dieser Spruch durch den Kopf, dass es immer mal hieß, die Sozialdemokratie sei ja der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus. Und das passt ja dazu, dass man sagt, da muss sich dann was erneuern. Ich habe selbst mal gegoogelt, weil ich nicht mehr genau wusste, wo das herkam, und habe dann herausgefunden, das war Fritz Tarnow, ein Reichstagsabgeordneter, Sozialdemokrat und Gewerkschafter, der diesen Satz gesagt hat auf dem Parteitag der SPD in Leipzig 1931. Und jetzt kommt die Verbindung zu dem, was jetzt die letzten 30 Jahre passiert ist. Das war der letzte gesamtdeutsche SPD-Parteitag vor dem Vereinigungsparteitag 1990. Weil danach gab es erstmal eine ganze Zeit lang keine Parteitage mehr und dann gab es keine mehr, die gemeinsam waren. Wenn ich diesen Begriff Arzt am Krankenbett oder Totengräber des Kapitalismus nehme, dann hat man natürlich eine bestimmte Vorstellung von dieser Form von Kapitalismus. Und diese Form, die da vielen vorgeschwebt ist, nämlich ein reiner, ungezügelter Wirtschaftsegoismus, das, was viele heute gerne auch mal so als entfesselte Märkte propagieren. Das wäre meiner Meinung nach ein Kapitalismus, der nicht nur nicht erneuerungsfähig, sondern auch nicht erneuerungswürdig wäre. Und deswegen rede ich in diesem Punkt lieber von der Marktwirtschaft, nicht als ein Wert an sich, wie er oft dargestellt wird, sondern als ein Werkzeug. Ich finde, dass man den kapitalistischen Trieb, also Wettbewerb, gut zu finden, sich am Wettbewerb zu ergötzen, auch Erfindergeist,
hervorzubringen, dass man den ja durchaus nutzen muss und soll, aber eben gebändigt durch einen politisch gesetzten Rahmen. Und wenn man sich diesen so verstandenen Begriff des Kapitalismus anguckt und sich diesen Rahmen anguckt, dann bin ich sehr wohl der Meinung, ja, der braucht eine Erneuerung. Und das haben wir ja eben gesehen, das sehen wohl auch viele Menschen in dieser Gesellschaft so. Also es braucht nicht der Kapitalismus die Erneuerung, sondern der Rahmen, in dem wir ihn stattfinden lassen. Und das macht gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen mein Politikverständnis deutlich, dass ich sage, was macht Politik für einen Sinn, wenn sie ohnehin nur zusehen soll, was sowieso passiert. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Politik ist das, ist die positive Kommentierung dessen, was ohnehin passiert. Das ist nicht das Verständnis, das ich habe, sondern dass wir natürlich als Politikerinnen und Politiker aufgefordert sind, eben dafür zu sorgen, dass wir die individuelle Nutzenmaximierung mit dem Arbeiten für ein Gemeinwohl, mit dem Maximieren des Gemeinwohls in einen Gleichklang bringen. Und da finde ich schon, dass in den vergangenen 30 Jahren, wenn wir die jetzt gerade mal angucken, seit eben dieser Wiedervereinigung an vielen Stellen es nicht gelungen ist. Und es beginnt mit der Umsetzung der deutschen Einheit für sich selbst genommen. Ich finde, da sieht man ganz gut, wie zwei Dinge zusammengekommen sind. Nämlich es gab einen aus dem Ruder gelaufenen Sozialismus, der eine DDR wirtschaftlich marode gemacht hatte. Aber man sollte vielleicht auch nicht übersehen, dass danach ein aus dem Ruder gelaufener Kapitalismus dazu geführt hat, dass wir eine Reihe von Verwerfungen heute in bestimmten Teilen dieser Republik haben, die bis heute nachwirken und an denen wir ebenfalls arbeiten müssen. Und wenn wir im Zusammenhang mit der Corona-Krise über die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sprechen, dann geht uns ein bisschen der Blick manchmal dafür verloren, dass eben genau das, was 1990 passiert ist, in einem Teil Deutschlands auch eine riesige Krise war mit existenzieller Belastung und Bedrohung. Und dass viele Menschen sagen, nee, die Corona-Krise ist nicht die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, es ist die größte Krise seit 1990. Und das sieht man eben auch daran, dass diese Krise, wie viele Krisen oder wie alle Krisen, Gewinner und Verlierer produziert. Und das ist nun mal auch ein Erkennungsmerkmal des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft, dass sie immer wieder in Krisen führt und dass diese Krisen eben am Ende nicht zu einer Angleichung der Verhältnisse führen, sondern eben zu dem, was wir gerade eben auch gesehen haben, dazu, dass die Verhältnisse weiter auseinanderdriften. Ich mache das immer gern an dem Beispiel mal fest, dass wenn heute jetzt in dieser Krise gerade ein kleiner Gewerbetreibender gucken muss, wie er über Wasser bleibt, dann hat der keine großen Chancen, nach dieser Krise reicher rauszukommen, als er jetzt reingegangen ist. Im Gegenteil, er muss um seine Existenz fürchten. Es gibt andere, die vielleicht 300.000, 400.000 Euro auf der hohen Kante haben, die können im Moment nachdenken darüber, welche Aktien demnächst richtige Kursgewinne machen oder welche Immobilienkäufe versprechen, dass man in wenigen Jahren viel Gewinn machen kann, wenn man sie wieder veräußert. Und das zeigt ja gleichzeitig, dass die Ausgangsvoraussetzung, mit der man in eine Krise jetzt hineinkommt, sehr viel damit zu tun hat, wie man hinterher rauskommt. Und im Regelfall ist der Graben danach tiefer und breiter, wenn Politik nicht handelt. Und es ist ja nicht die erste Krise seit 1990, sondern wenn man sie sich anguckt, dann haben wir schon 2000 die Internetblase gehabt, die auch dazu geführt hat, dass eine Menge damals mit deutlich besserem Vermögensstatus rausgekommen sind, als sie reingegangen sind. Und bei anderen sah es ganz anders aus. Wir hatten wenige Jahre später die Finanzkrise. Wir hatten eben das, was man political nicht ganz korrekt, aber die Flüchtlingskrise nennt 2015. Und wir hatten jetzt eben die Corona-Krise. Und man sieht, der Takt ist ja eher etwas schneller geworden und es gab immer Krisengewinner und Krisenverlierer und es waren im Regelfall immer die gleichen Gruppen, die die Gewinner und die gleichen Gruppen, die die Verlierer waren, was die Gesellschaft auseinanderzieht. Und wenn wir jetzt das ganze Thema der Klimakrise noch dazu nehmen, dann weiß man, das ist ja auch nicht bloß eine regionale, lokale oder nationale Problemstellung. Die Politik hat in diesen Krisen nach meiner Auffassung durchaus vieles richtig gemacht und auf den Weg gebracht, aber sie hat auch vieles falsch gemacht. Und der Glaube in vielen dieser Krisen, die ich eben beschrieben habe, dass man
mit einer Privatisierungswelle, mit einer Deregulierungswelle Kräfte freisetzt, die zu mehr Stabilität führen, der hat meiner Meinung nach in fast allen Fällen getäuscht. Und Wohlstand für alle ist damit sicher nicht erzeugt worden. Diese Deregulierung hat die Gräben tiefer werden lassen. Es hat eine, und jetzt komme ich zu dem Thema, das Sie angesprochen haben, auch eine Finanzindustrie entstehen lassen, die enorme Gewinne damit macht, dass man Steuern umgehen kann, dass man Finanzkonstrukte hat, die mal legal, mal weniger legal oder illegal dazu geführt haben, dass es große Gewinner gab. Und es hatte mit Realwirtschaft und mit Gemeinwohl nichts zu tun. Und deswegen kommt man eben auch zu dieser Erkenntnis, dass wir nicht bloß einen tiefen Graben haben, sondern dass der eben auch wächst, dass 1998 beispielsweise 45% des Vermögens bei den oberen 10% waren. Und jetzt 2020 sind es eben 67%. Also die 45 waren schon eine ziemliche Ungleichverteilung, aber es ist nicht dabei geblieben. Und wenn man so eine Entwicklung anspricht, dann wird man natürlich mal gefragt, du bist wahrscheinlich neidisch, dass du nicht zu diesen Prozenten gehörst, denen das so geht. Dann sage ich, nein, das bin ich nicht. Aber gefährlich halte ich diese Entwicklung gleichwohl, weil nämlich sie auch ökonomische und ökologische und soziale Folgen hat. Weil klar ist, dass Vermögenskonzentration auf immer weniger Mega-Vermögende das Kapital da entzieht, wo es zum Konsumieren und zum Leben gebraucht wird und es da anhäuft, wo es nicht mal investiert wird. Das bremst Wachstum. Darüber kann man denken, wie man will, ob man das gut oder schlecht findet. Aber wenn wir über alle Parteien hinweg auch dafür sorgen wollen, dass diese Mitte der Gesellschaft, und zwar wirklich die richtige Mitte und die Mehrheit der Gesellschaft, ihren Wohlstand behalten kann, aber gleichzeitig sehen, dass es im ganz oberen Segment eine enorme zunehmende Anhäufung gibt, dann muss man sich ausrechnen, dass irgendwo Verlierer sitzen müssen. Und die sitzen eben einmal in sozialen Schichten unseres Landes, die eben kein Vermögen haben, die kaum Einkommen haben und die dabei weiter abfallen. Und das ist nicht bloß ein materielles Problem, das ist auch ein soziales Problem mit Sprengstoff. Es wird, begrenzt sich nicht auf unser Land. Es geht in andere Regionen der Welt, wo Menschen unter unwürdigsten Bedingungen dafür arbeiten müssen, dass wir unseren Lebensstandard so haben, wie wir ihn haben und halten können. Und es gibt andere Generationen, die das mittragen müssen, was wir verursachen. Und das ist das, was uns gerade ein Stück einholt, wo die Zukunft langsam in der Gegenwart angekommen ist. Das produziert soziale Konflikte bei uns, aber es produziert auch Kriege, Flucht und Vertreibung weltweit mit Auswirkungen auf uns. Und es produziert eine Klimakatastrophe. Und zu all dem kommt noch dazu die Erosion dieser Mitte, die kleiner, die unsicherer wird. Die Zukunftsängste haben wir eben auch als Ergebnis dieser Umfrage gesehen. Und deswegen ist es nach meiner Auffassung dringend geboten, dass wir die Rahmensetzung für diese Marktwirtschaft erneuern. Und zwar bei uns angefangen, aber natürlich mit dem Anspruch, das auch nicht alleine nur bei uns zu machen, sondern weltweit dafür zu sorgen, dass sich etwas ändert. Es geht um die gerechte Verteilung von Lasten, die mit unserem Wohlstand verbunden sind. Es muss gehen um gerechtere Löhne, die Primärverteilung, die erstmal die Ursache für Ungleichheit ist, aber eben auch um eine andere Verteilung der Arbeitszeit, um soziale Sicherung, um gerechte Lieferketten, ein ganz entscheidendes Thema, um Dekarbonisierung und Klimaschutz. Und das alles geht nur, wenn wir handlungsfähige Gemeinwesen, handlungsfähige Staaten haben. Das heißt, wenn dieser Staat massiv öffentlich investieren kann, wenn er in der Lage zu einem New Deal ist, wenn er klare, transparente und verbindliche Rechtsetzung hat und das Ganze verbunden eben mit einem Abgabensystem, bei dem wirklich der alte Spruch gilt, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Und nicht, dass durch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, dem auszuweichen, am Ende eine ganz andere Verteilung zustande kommt, als sie in der Theorie dargestellt wird. Wenn uns das gelingt, wenn uns gelingt, Ethik auch zu einem zentralen Bestandteil dieses wirtschaftlichen Handelns zu machen, dann gelingt uns auch diese Erneuerung, die dringend nötig ist und die das Zusammenwirken auch aller Demokraten erfordert. Und ich glaube, dass dann, jetzt komme ich dann auf einen nicht geplante Retour, dass ich dann sage, dann gilt auch Ulrike Herrmanns Buchtitel, der heißt
kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Wenn wir es schaffen, dass wir mein Wohl und Gemeinwohl zusammenbringen, und ich glaube, dann haben wir auch eine solide Basis dafür, dass wir nachhaltig Wettbewerb ausüben, dass wir mit Wettbewerb gemeinsam etwas hinbekommen, dass wir Innovation produzieren, dass wir Erfindergeist wieder stärken, nicht immer nur Optimierung, wie wir es oft bei uns haben, sondern auch wirklich Neues zu wagen, zu riskieren. Und ich glaube, die Bedingungen müssen wir schaffen. Und das bedeutet, dass man nicht so weitermachen kann, wie wir es tun, sondern dass wir entscheidend auch etwas ändern müssen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darüber, mit Ihnen noch weiter zu diskutieren. Ich setze mich hier hin. Ja, jetzt hatten wir also schon ein bisschen Input. Sie sehen es auf dem Bildschirm. Diese Veranstaltung ist nicht nur prinzipiell hybrid, in dem Sinne, dass viele Zuschauer nicht hier sind, sondern vor ihren Bildschirmen, sondern unser Podium ist auch hybrid, weil nämlich Frau Dalia Marin nicht hier ist, wie Sie sehen, sondern zugeschaltet aus München. Kurze Frage, hören Sie uns denn gut, Frau Marin? Also wir hören Sie jedenfalls nicht. Ja gut, also ich mache einfach schon mal weiter. In der Hoffnung, höre Sie. Ja, jetzt hören Sie mich. Nicht. Ja. Ah, jetzt wunderbar. Also herzlich willkommen in Berlin. Ja, weil ich stelle jetzt vielleicht auch gleich mal als erstes Frau Marin vor. Sie ist, das haben Sie ja auch gelesen, jetzt Professorin an der TU München. Und ist da zuständig, ich kann das nur auf Englisch vorlesen, hat da den Chair of Financial Management and Capital Markets. Also es geht im Wesentlichen um die Finanzierung von Firmen und die Kapitalmärkte. Ich fand aber sehr interessant an Ihrem Lebenslauf, dass Sie vorher ja ganz lange an der LMU in München waren, mit einem leicht anderen Schwerpunkt, aber nur leicht anders. Da war sie Professorin für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Und ein Schwerpunkt, über den sie auch sehr viel geforscht hat, ist die Organisation von Firmen und was die Digitalisierung bedeutet. Ich hoffe, ich habe das ungefähr richtig zusammengefasst. Sie können sich ja nicht so richtig wehren da in München. Ich bin damit einverstanden. Also Sie sind damit, das ist gut. Ja, dann hier auf dem Podium gibt es noch zwei, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen, aber ein bisschen muss ich dazu noch sagen. Neben mir ist Johannes Vogel, Bundestagsabgeordneter der FDP, war in der Legislatur 2009 bis 2013 dabei und dann wieder ab 2017, als die Liberalen wieder im Parlament waren. Er ist Experte für Arbeit und Soziales bei den Liberalen, was auch mit seinem beruflichen Werdegang zu tun hat, denn eigentlich ist er, ja, steht so in seiner Biografie, Führungskraft bei der, stimmt ja auch, bei der Bundesagentur für Arbeit und hat unter anderem die Arbeitsagentur in Wuppertal-Solingen geleitet. Und als letztes Lisa Paus, auch seit 2009 im Bundestag für die Grünen, ist die Sprecherin für Finanzen bei den Grünen, ist auch Obfrau im Finanzausschuss und gerade haben wahrscheinlich alle bemerkt, sehr stark mit dem Thema Wirecard beschäftigt. Ja, das aber heute hier nicht vorkommt. ja, wie... Vielleicht fangen wir so an, auch weil Frau Marin ja etwas benachteiligt ist aus der Ferne, dass Sie jetzt in ungefähr 5 Minuten mal kurz Ihre Sicht auf die letzten 30 Jahre Kapitalismus in Deutschland darstellen. Ich würde gerne meinen Bildschirm teilen. Wie bitte? Ich würde gerne meinen Bildschirm teilen. Ach so, okay. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt sieht man ihn gut. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde mich versuchen, kurz zu halten. Der Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren änderte alles. Der Kollaps des Kommunismus führte zum Ende der Sozialdemokratie.
Das sozialdemokratische Zeitalter in Europa, das von Ralf Dahrendorf als größten Fortschritt in der Geschichte bezeichnet wurde, hat sich ausgezeichnet durch ein soziales Sicherheitsnetz, durch die Regulierung von Märkten, durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, durch die Umverteilung durch Steuerpolitik, durch den Schutz der Arbeitskräfte und der Armen. Eine ähnliche Entwicklung hat es im New Deal in den USA gegeben. Aber die Abwägung vom sozialdemokratischen Zeitalter war ein Fehler. Sie hat nämlich übersehen, dass die Rolle des Staates für Investitionen in Forschung und Entwicklung und damit für das Wachstum. Sie hat übersehen, dass die Abwesenheit eines starken Sicherheitsnetzes zu Extremismus und Populismus führt. Und sie hat übersehen, dass der Abbau sozialdemokratischer Institutionen die Demokratie selbst schwächt. Ich würde das gerne anhand dem Scheitern der Wiedervereinigung illustrieren, die sich dadurch durch den Rückzug des Staates ausgezeichnet hat. 30 Jahre deutsche Einheit fühlen sich 2/3 der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Die Ostdeutschen, die wählen heute anders, sie denken anders und sie fühlen anders. Warum ist diese Befindlichkeit 30 Jahre nach dem Mauerfall so schlecht? Um die Gegenwart zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit sehen. Und diese Grafik hier, die beschreibt den Aufholprozess Ostdeutschlands an das westliche Pro-Kopf-Einkommensniveau. Und was Sie hier sehen, ist, dass bis Mitte der 90er Jahre der Aufholprozess Ostdeutschland an das Westniveau sehr rasch vorangekommen ist. Aber seit Mitte der 90er Jahre ist ein Stillstand. Die Angleichung des Pro-Kopf-Einkommens zwischen Ost und West ist vor ca. 25 Jahren zum Stillstand gekommen. Warum kam der Angleichungsprozess zum Stillstand? Dazu muss man sehen, dass es politische Reformen gab nach dem Mauerfall, insbesondere die Währungsreform 1990, in der die Umtauschrate zwischen der Ostmark und der deutschen Mark auf 1:1 festgelegt wurde. In der Folge sind die Löhne im Osten auf 70% des Westniveaus gestiegen, obwohl die Produktivität im Osten nur 30% des Westniveaus war. Das hat dazu geführt, dass es eine Kostenexplosion im Osten gab. Und die ostdeutsche Industrie ging über Nacht bankrott. Die Folge war die Deindustrialisierung des Ostens. Die ostdeutsche Regierung der damaligen Zeit hat die Superbehörde Teuerhandanstalt gegründet, die die Aufgabe gehabt hat, dass die ostdeutschen Vermögenswerte zu privatisieren und zu verkaufen, oft zu einem symbolischen Preis von einer D-Mark. Das hat eine massive Subvention dargestellt für die westlichen Firmen, die damit durch diese Subvention eben einen Anreiz hatten, sich im Osten anzusiedeln, obwohl der Osten durch die Währungsreform seinen Standortvorteil wegen der hohen Kostenexplosion verloren hatte. Mit dem Ende der Treuhand im Jahr 1994 kam der Angleichungsprozess zwischen Ost und West zum Stillstand, weil ohne die Subventionen der Treuhand die westlichen Investitionen im Osten ausblieben. Bis heute hat Deutschland keine nennenswerten Großfirmen. Der Wiedervereinigungsprozess war durch zwei falsche Narrative geprägt. Die Treuhand verschenkt wertvolle Güter. Das war das erste falsche Narrativ. Natürlich hat die Treuhand die Ostgüter verschenkt. Das war aber die notwendige Subvention, weil der Standort durch die Währungsreform nicht mehr attraktiv war. Das zweite falsche Narrativ war, dass Ostdeutschland nichts zu verkaufen hat, was sich verheerend auf die ostdeutsche Psyche ausgewirkt hat. Die Ostdeutschen fühlten sich wertlos in einer Marktwirtschaft. Das war aber nicht richtig, weil es ja die Währungsreform war, die zu dieser Kostenexplosion geführt hat, die dazu führte, dass Ostdeutschland nichts zu verkaufen hatte.
Und jetzt komme ich zum Versagen des Staates. Was hätte man tun müssen, damit man verhindert, dass sich Ostdeutschland deindustrialisiert? Man hätte eine aktive Industriepolitik machen müssen, die also westliches Kapital anzieht, eben indem es Steuerferien gibt und Auslandsinvestitionen subventioniert, eben das, was die Treuhand damals gemacht hat. Diese industriepolitischen Maßnahmen blieben aber aus, sodass man sagen kann, dass es hier sich um 30 Jahre Politikversagen handelt. Und so hat man dem Osten seine Würde genommen. Und dieses wirtschaftspolitische Versagen erklärt, warum der Osten heute rechts wählt. Und jetzt komme ich zur Zukunft. Wir sehen die Wiedergeburt der ostdeutschen Industrie. Volkswagen baut Batterien in Zwickau, Elon Musk baut die Gigafactory in Brandenburg, Farasi, ein chinesischer Hersteller, produziert Batterien für Daimler in Sachsen-Anhalt, Kettle, ein chinesischer Hersteller von Batterien, produziert Batterien für BMW in Thüringen. Das sind nur einige Beispiele. Und die Frage ist, warum kommen die Firmen jetzt? Warum nach Ostdeutschland? Diese Entwicklung hat sich im Wesentlichen durch zwei politische Ereignisse kam es zur Wende. Das erste politische Ereignis war, dass der Herr Altmaier letztes Jahr im Februar seine nationale Industriestrategie vorgestellt hat, in der er zum Ausdruck gebracht hat, dass er einen Batteriezellensektor für Elektroautos in Europa und Deutschland ansiedeln möchte. Und diese Ankündigung hat einen neuen Anreiz für Autofirmen der Zukunft erzeugt, nach Deutschland und nach Europa zu kommen, um eben nah bei diesem wichtigen Input der Batterie zu sein und nah den anderen Autofirmen. Das heißt, diese nationale Industriestrategie vom Herrn Altmaier hat einen staatlichen Agglomerationseffekt ausgelöst. Das zweite politische Ereignis war der Green Deal von der Europäischen Kommission für den Kohleausstieg. Im Rahmen dieses Green Deals bekommen gerade Regionen mit Kohlevorkommen starke Subventionen, damit ihre Region nicht vollkommen zusammenbricht. Und Ostdeutschland hat starke Kohlevorkommen. Und das bedeutet jetzt, dass die Landesregierungen in Ostdeutschland neue Finanzmittel zur Verfügung haben, um die Ansiedlung von Elektrofirmen zu subventionieren, damit sie nach Ostdeutschland kommen. Ostdeutschland wird das Zentrum der Elektromobilität. Am Ende wird Helmut Kohl recht behalten, blühende Landschaften werden in Ostdeutschland entstehen. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Marien. Auf jeden Fall sowohl Sie wie auch Herr Walter Borjans ja betont haben, ist die aus ganz unterschiedlicher Perspektive, aber das ist die gemeinsame Botschaft. Der Staat hat eine Rolle und der Markt hat eigentlich, oder Marktwirtschaft, Kapitalismus hat nur eine Chance, wenn auch der Staat da steuernd eingreift. Und ich glaube, diesen Punkt sollten wir jetzt in der Diskussion aufgreifen. Und ich würde, weil so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr, gerne dieses Thema Staat-Markt an drei Themen mit Ihnen allen diskutieren, nämlich die Corona-Krise, was hat die nochmal bewirkt in diesem Verhältnis? Dann das zweite, die soziale Sicherheit, Abstiegsängste, was ja stark bei der Umfrage von Herrn Fricke vorkam, aber auch bei Herrn Walter Borjans und bei Ihnen. Und dann eben zum Schluss ein Thema, das natürlich riesig ist, das man aber nicht umgehen kann, nämlich das Thema Klimakrise und welche Rolle hat der Staat da? Das hat Herr Walter Borjans ja auch schon ein bisschen angerissen. Jetzt machen wir keine weiteren Statements mehr, sonst kommen wir ja gar nicht mehr in die Diskussion, sondern ich fange jetzt mal gleich mit Herrn Vogel an. Und wir fangen jetzt einfach mal bei Corona an. Das Interessante ist ja, wenn man sich an Corona zurückerinnert, auch vor allen Dingen an die ersten Tage im März, dass ganz eindeutig war,
und da würde mich mal interessieren, ob Sie das auch so sehen, dass der Staat den Markt gerettet hat. Denn als die Investoren hörten, dass Corona jetzt auch nach Deutschland kommt, das war ja eindrucksvoll, ist der DAX innerhalb von wenigen Tagen um 40% eingebrochen. Dann kam die Botschaft von Finanzminister Scholz, okay, der Staat macht ein Rettungspaket. Prompt gingen die DAX-Kurse wieder hoch und haben sich heute weitgehend erholt. Man kann also wirklich sagen, der Staat war sozusagen das beste Geschäft für die Investoren an der Börse. Und ohne den Staat wäre der Markt zusammengebrochen. Würden Sie das auch so sehen? Ja, das kann man mich gut hören, ja. Dass staatliches Handeln in der Krise absolut notwendig ist und absolut notwendig war, ja, das würde ich auch absolut so sehen. Es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Sie den Liberalen das als erstes fragen. Nee, da haben Sie recht. Genau, weil Sie möglicherweise so ein bisschen ahnen, der könnte sagen nein und sei jetzt endlich widerlegt worden. Genau. Das ist mir, das habe ich schon antizipiert und das ist auch alles sehr sympathisch. Aber Sie sind ja schlau. Also, genau, also alles ja. Gut. Das ist natürlich zu schlicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also meine Vorstellung ist ja schon, dass wir als Menschheit uns irgendwie insgesamt auf einer fortschreitenden Erkenntnisbahn befinden und immer dazu lernen. Und natürlich, also wäre jetzt meine Anforderung an uns alle, dass wir schon seit langem diese sehr schwarz-weiß, sehr plumpe Schlichtheit sozusagen hinter uns lassen. Ich glaube, dass das manchmal mir zu sehr auch in den Debatten durchschimmert. Also ich will es mal nur an den Umfragen festmachen. Erstens muss nicht, was die Mehrheit so sieht, immer richtig sein. Das ist ja auch Wesen von repräsentativer Demokratie, dass wir es diskutieren. Meine These wäre nur zum Beispiel, hätten wir gefragt, glauben Sie, dass die soziale Marktwirtschaft grundlegenden Erneuerungsbedarf hat, wäre es wahrscheinlich schon wieder anders ausgefallen als bei dem sehr assoziierten Buzzword Kapitalismus. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist, dass wir alle als Gesellschaft und individuell Ambiguitätstoleranz lernen. Also mit der Komplexität klarkommen scheint mir eine der zentralen Herausforderungen auch mit Blick auf Kampf gegen Populismus zu sein. Und dazu gehört, ganz so schlicht ist es nicht. Ja, okay. Wir müssen eins tiefer gehen in die Details. Okay, jetzt gehe ich noch mal kurz ins Detail. Das war ja jetzt noch alles so eher allgemein. Aber würden Sie sagen jetzt zum Beispiel, auch die FDP muss ein neues Verständnis von Schulden entwickeln? Denn ich meine, was ja passiert ist, ist, dass der Staat letztlich seine gesamten Rettungspakete durch ein gigantisches Schuldenpaket finanziert hat und die schwarze Null ist eigentlich auf Dauer in weite Ferne gerückt. Was sagt die FDP dazu? Also ich habe ja als jemand, der selber bei der Bundesagentur für Arbeit war, zum Beispiel diese Kurzarbeiterregelung, die wir jetzt gemacht haben, die konnten wir nur so schnell ja machen, weil wir uns völlig einig waren in Regierung oder Opposition. Also da gab es ja einstimmigen Beschluss im Deutschen Bundestag, weil natürlich der Staat in der Krise agieren muss. Und ich glaube auch in der Krise Schulden machen muss, völlig unstreitig. Die Frage ist natürlich trotzdem damit nicht beantwortet. Heißt das, dass dieses ganze Achten auf solide Finanzen in guten Zeiten falsch ist? Da würde ich dringend widersprechen. Also man kann es ja auch andersrum drehen. Man kann sagen, natürlich, vielleicht im besten Sinne, wenn Sie so wollen, keynesianisch verstanden, dass wir natürlich in der Krise jetzt der Staat agieren muss, auch schuldenfinanziert. Aber dass Deutschland das zum Beispiel unzweifelhaft kann, hat ja vielleicht auch damit zu tun, im Vergleich zu manchen anderen Ländern, dass wir eben in guten Zeiten auf solide Finanzen geachtet haben. Okay, schwierig wird es natürlich jetzt, wann sind die guten Zeiten und genau. Was heißt das ganz konkret ja, bei den genau. Nächsten Schritten? Ja, da wird es natürlich spannend. Genau, das ist lustig, dass Sie meine Frage schon vorwegnehmen. Also, auch das antizipiert, ja. Genau, deswegen ganz konkret. Ja, es treten wieder gute Zeiten ein in der Form, dass Corona bekämpft ist. Es gibt einen Impfstoff, es gibt ein Medikament. Das ist ja wahrscheinlich nächstes Jahr soweit. Also nehmen wir mal an, es gibt wieder gute Zeiten, dann gibt es diese vielen Schulden. Ganz konkret, will die FDP, dass diese Schulden dann zurückgezahlt werden? Und wer soll die das dann bezahlen? Also ich glaube, aber das mit dem Bezahlen ist wichtig, das genau, dürfen absolut. Sie nicht mehr. Ja, absolut. Ich glaube, wir können gute Hoffnung sein, dass wir mit einem Schuldenniveau aus dieser Krise jetzt rauskommen. Also wir wissen es alle nicht sicher, aber wenn wir nicht sicher wissen, wie lange geht das mit dem Impfstoff und so weiter, rauskommen, was sich so wie bei der letzten Krise 2008, 2009 durch Wirtschaftswachstum in den folgenden Jahren überwinden lässt. Da bin ich guter Hoffnung und dann glaube ich, müssen wir, und da wäre ich dann gegen, nicht in Diskussionen von Steuererhöhungen etc. eintreten. Ich ahne, dass die Frage möglicherweise als nächstes Nein, die haben Sie mir ja jetzt erspart. Also, dann würde ich, erstmal vielen Dank. Dann würde ich jetzt mal übergehen zu Lisa Paus, nicht? Eigentlich ähnliche Fragen.
erstmal, also aber vielleicht noch eine, die wir jetzt noch nicht berührt haben. Also ein Thema, das ja auch völlig neu gedacht werden muss eigentlich nach der Corona-Krise, scheint mir jedenfalls so, ist das Thema der Zentralbanken. Denn was ja auffällt, ist, der Staat pumpt Geld in die Wirtschaft, die Geldmenge scheint sich zu erhöhen, aber faktisch gibt es ja keine Inflation. Auch die Zinsen bleiben niedrig, die bleiben auf Dauer niedrig. Also was ist sozusagen das grüne Resümee der bisherigen Corona-Krise? Boom. Da spielt die Zentralbank auch eine Rolle, aber jetzt ehrlich gesagt nicht die entscheidende, weil ne, dass die Zinsen in den letzten Jahren eben ne, nicht wieder gestiegen sind, wie es einige gehofft haben, sondern weiter gesunken sind und dass auch die Inflation ne, nicht aus dem Ruder gelaufen ist, sondern im Gegenteil ne, sozusagen Zentralbanken sehr damit zu tun hatten, die Inflation noch ein bisschen höher zu tun, über null. Ja, das ist ja jetzt kein reines Corona-Phänomen gewesen, sondern das haben wir schon in den letzten 10 Jahren gehabt und deswegen gibt es ja inzwischen einen Konsens. Letzte Woche war Herr Weidmann im Deutschen Bundestag, der jetzt auch gesagt hat, er teilt diesen Konsens. Dass es eben eine ne, säkulare Bewegung über die letzten 30 Jahre gibt, ne, dass der natürliche Zins sinkt und dass die Spielräume der Zentralbanken international auch sinken rund um diesen ne, kleinen, also sinkenden Zins und dass auch die Inflationsgefahr im Sinne von, ne, da kommt es hohe Inflation, jetzt eher nicht das Thema ist, sondern dass wir eben eher das Problem Rezession und Depression haben bei Corona allzumal. So, ich würde mich freuen, wenn das in Deutschland noch breiter sozusagen bekannt wäre, ne, weil es ja immer noch so ist, auch gleich im Zusammenhang mit der Corona-Krise, passen Sie jetzt auf, ne, kaufen Sie jetzt Gold, weil irgendwie nach der Corona-Krise, da kommt dann die Hyperinflation und deswegen müssen Sie jetzt Gold kaufen. Ne, ist alles Quatsch. So ist aber trotzdem noch ein Trigger, der in Deutschland funktioniert und womit sich Wirtschaftsmagazine in Deutschland immer noch gut verkaufen lassen. So aus grüner Sicht war vor allen Dingen die Frage interessant oder ist vor allen Dingen die Frage interessant, wie schaffen wir das? Und aber nochmal tatsächlich auch dieses Markt-Staat-Verhältnis und was können wir auch aus dem Umgang mit der Corona-Krise lernen, auch in Bezug auf die nächste große ne, und ja länger dauernde, wenn wir sie nicht bekämpfen, Klimakrise. So, und da geht es schon darum, ne, sozusagen, wir erleben, wie schnell sozusagen da was schwer auseinandergehen kann, ne, wie plötzlich eben hohe Kosten auftauchen können, ja, wenn man eben nicht darauf vorbereitet ist auf die Krise. Wichtig ist sozusagen, dass man sie präventiv da vorbereitet und dass wir auch mehr Resilienz bekommen in dem System, in dem wir sind. So, und das sind, glaube ich, zwei wichtige Aspekte, die wir auch brauchen bei dem Thema Klimakrise. Und das ist schon etwas, was wir in dem Zusammenhang auch diskutieren. Wir sind sehr engagiert gewesen, ne, mit haufenweise konkreten grünen Vorschlägen, ne, was man jetzt machen muss in der Corona-Krise, wie man stabilisiert, ne, wie man auch Gruppen nicht vergisst, wie zum Beispiel Familien und Kinder. Aber wichtig ist auch, dass jetzt eben bei den ganzen Maßnahmen auch kommende Dinge mit vorausgesehen werden. Deswegen haben wir auch mitdiskutiert, dass all diese Milliarden, ne, wenn es um Investitionen geht, jetzt nicht einfach klimablind vergeben werden, sondern dass wir auch dann dazu kommen, wie wir irgendwie sie sozial und ökologisch auch nutzen können für die Transformation. Ja, aber jetzt nochmal ganz konkret. Ja. Also letztlich, wenn man sich das jetzt anguckt, was die Regierung gemacht hat, sind ja doch vor allen Dingen fossile Industrien unterstützt worden, vorneweg letztlich über die Mehrwertsteuersenkung auch die Automobilindustrie. Und das, was? Deswegen haben wir auch nicht zugestimmt. Ja, aber ist das nicht ein bisschen bequem? Ich meine, als Opposition kann man ja auch einfach sich verweigern. Denn ich meine, in der Automobilindustrie gibt es sehr viele Arbeitsplätze, die immer noch davon abhängen, dass es den Verbrennungsmotor gibt. Es ist ja nicht so, dass wenn jetzt alle auf Elektromobilität umsteigen würden, dann die Welt wirklich besser werden, denn der Ökostrom würde ja gar nicht reichen. Also sprich, macht man es sich nicht zu einfach als Grüner, wenn man einfach sagt... Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von Ihnen, Frau Herrmann, dass Sie unsere ganzen Papiere jetzt doch nicht wahrgenommen haben, weil wir nur Opposition sind und nicht Regierung. So, also um es kurz zu machen, wir haben natürlich bemüht uns im besten ökonomischen Sinne und wir haben auch mit zig Wirtschaftswissenschaftlern und anderen Experten darüber gesprochen, in dieser Krise genau so damit umzugehen. So, wir haben ein extra Papier zum Thema Automobilindustrie geschrieben, wo wir nicht gesagt haben, wir retten die Automobilindustrie gar nicht, sondern im Gegenteil, wo wir aber gesagt haben, was brauchen wir jetzt für jetzt aktuell in der Krise und was braucht die Automobilindustrie auch in den nächsten 2, 3, 4, 5, 10 Jahren. So, und deswegen hatten wir eben eher gesagt, ne, wir brauchen für die Automobilindustrie jetzt Hilfe und perspektivisch eine Investitionssicherheit und auch eine klare Zusage der Politik, dass wir die Transformation unterstützen. Das haben wir gemacht, ne, nicht nur mit dem Kurzarbeitergeld, sondern mit weiteren Maßnahmen, insbesondere
insbesondere haben wir auch gleich gesagt, wir würden uns wünschen, gerade für die Automobilindustrie, eine Qualifizierungskurzarbeitergeld, was auch nicht nur über 6 oder 12 Monate geht, sondern wo wir eigentlich 18 oder 36 Monate rangehen müssen. Und weitere Punkte hatten wir konkret vorgeschlagen für die Automobilindustrie, um uns eben nicht wegzustehlen, sondern völlig klar ist, die Automobilindustrie ist auch noch ein Thema nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr und auch überübernächstes Jahr. Okay, gut. Herr Walter Borjans, wenn man jetzt aber mal zur SPD geht, dann ist ja das Interessante, dass Herr Scholz sagt, also anders eigentlich als Herr Vogel, dass die Schulden, die jetzt gemacht werden, auch wieder zurückgezahlt werden sollen. Also Finanzminister Scholz scheint ja nicht darauf zu verbauen, dass man nur einfach wächst, sondern er will die Schulden aktiv zurückzahlen. Was halten Sie denn davon? Das ist zunächst mal ein Auftrag des Grundgesetzes, weil im Grundgesetz festgelegt ist, dass wenn wir eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen, meine Position dazu, wie gut die Schuldenbremse an dieser Stelle funktioniert, ist bekannt, aber sie gilt und das bedeutet, dass die Kredite, die jetzt aufgenommen werden, verbunden sein müssen mit einem Tilgungsplan. Dieser Tilgungsplan, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Koalitionspartner, jedenfalls Teile, meinen, in 10 Jahren muss das alles zurückgezahlt werden. Da sagen wir, dann kann man sich ausrechnen, an welchen Stellen nicht mehr investiert werden kann. Olaf Scholz hat einen Plan vorgelegt, der geht von 2023 bis 2042, also 20 Jahre lang. Und die jetzt nochmal zusätzlich aufgenommenen Kredite, die jetzt anstehen, sollen dann von 26, aber auch bis 42 dazu abgetragen werden. Das ist zunächst mal grundgesetzliche Lage. Wenn man jetzt mal genau hinguckt, und das ist ein Unterschied. Sie haben ja eben davon gesprochen, dass die schwarze Null, die wird auf Dauer, jedenfalls auf lange Zeit, Geschichte sein. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man zu diesem Abtragen, wenn man nicht auf Investitionen, auf wichtige Investitionen verzichten will, natürlich auch das Ausschöpfen der Möglichkeiten der Schuldenbremse braucht. Und die Schuldenbremse ermöglicht dem Bund, Kredite aufzunehmen in der Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist ja, wenn wir Wachstum haben, auch ein wachsender Betrag. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, wenn man so will, am Ende umzuschulden, dass man nämlich abträgt, indem man einen Teil auch aus diesen Möglichkeiten erwirtschaftet, den die Schuldenbremse bietet. Und es wird einen zweiten Teil geben, und auf den muss man dann zu sprechen kommen, dass wenn wir nicht auf Bildung, nicht auf Infrastruktur, nicht auf Digitalisierung verzichten wollen, man dann und eben nicht am Ende den Sozialstaat abbauen wollen, das, was ich eben gesagt habe, praktisch bei den Kleinen und bei anderen in anderen Staaten abladen wollen, dann werden wir auch darüber reden müssen, dass die, die gerade auch noch in Krisen, ein kleiner Teil, der damit einen hohen Gewinn macht, sich stärker beteiligt. Und dass vor allen Dingen die sich stärker beteiligen, die sich bis jetzt gar nicht beteiligen, als Digitalunternehmen oder als über Finanztransaktionen und Ähnlichem. Das wird dazugehören müssen, weil ansonsten geht das nach Adam Riese nicht auf. Aber so wie ich Sie verstehe, ist es eigentlich so, dass Sie doch denken, das Grundgesetz kann man nicht ändern, also bleiben nur Steuererhöhungen. Nein, es bleiben nicht nur Steuererhöhungen, es bleiben zwei Dinge. Das eine, das habe ich ja schon gesagt, es bleibt auch im Grundgesetz die Möglichkeit, eben nicht vollständig den Haushalt auszugleichen, sondern Kredite aufzunehmen. Mhm. Das sind immerhin im Grunde im Moment 6-7 Milliarden und werden mit Sicherheit über die Jahre, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, mehr. Ist auch vertretbar, weil dafür auch Zukunftswerte geschaffen werden. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite, das habe ich schon vor Jahren, da war ich selbst noch im Amt des Finanzministers, vorausgesagt, die Schuldenbremse ist so konstruiert, dass sie tatsächlich Investitionen bremst, wenn wir nicht eine außergewöhnlich gute Lage haben, die ganz viele Steuern in die Kassen spülen. Und deswegen wird man, und das wird keiner drumherum kommen, das sage ich hier, natürlich auch Sondervermögen einführen müssen, die ihrerseits kreditfähig sind, etwa um Straßen zu bauen oder um öffentliche Gebäude zu bauen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also sprich Schattenhaushalte. Ganz kurz, Herr Vogel, und dann gehen wir... Wobei der Begriff schlimmer ist als das, was wirklich dahinter steht. Ja, ja, genau. Nur damit man nicht so tut, als wäre das eine völlig neue Idee. Also weitere Schattenhaushalte. Herr Vogel, was sagen Sie dazu als letzter
Ja, ach so, okay, und dann noch Frau Paus. Das, was Herr Walter Borjans beschreibt, gilt ja für beides. Also unterstellt, wir kommen wieder in eine Phase von wirtschaftlicher Prosperität und guten Staatseinnahmen, dann entsteht sozusagen politischer Handlungsspielraum sowohl innerhalb der schwarzen Null, wenn man die wollte, so, weil auch dann ja mehr Einnahmen da sind und erstmal nicht überall per se wachsende Ausgaben. Das ist ja politische Entscheidung, ob man was will. Und natürlich gibt die Schuldenbremse, die ich auch für absolut richtig halte und ernsthaft für eine historische Errungenschaft, als Handlungsspielraum für Zukunftsinvestitionen. Das Spannende ist ja, wenn das Leitplanken sind, wo wir politischen Konsens haben, man kann das auch anders wollen, ich finde die Grundgesetzregelung gut, ist ja das Spannende, was passiert dann in diesem Handlungsspielraum. Und da muss ich sagen, mein Kritikpunkt der letzten Jahre ist, dass das mit den Zukunftsinvestitionen nach meiner Wahrnehmung die kritische Prüfung eben nicht so ganz standhält. Also ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Haushalt von Hubertus Heil und da kann man schon sehr kritisch sehen die letzten Jahre, was da in der Rentenpolitik passiert ist. Also erstens das Ausmaß. Und zweitens eben, dass es gar nicht gezielt gegen Altersarmut ging, sondern man könnte zugespitzt sagen, Wahlgeschenke passiert sind und Zukunftsinvestitionen eben zu wenig passiert sind, nach meiner Überzeugung. Das heißt, da kommt doch der spannende politische Raum, wo wir nach meiner festen Überzeugung die nächste Aufschwungphase, wenn wir sie denn erreichen, nutzen sollten. Also, und das ist ein Stück weit vielleicht auch die Überleitung zu den Themen, über die wir ja eigentlich reden wollen. Wo haben wir denn Handlungsbedarf? Was sind denn die gesellschaftlichen Handlungsfelder? Wir reden jetzt schon wieder nur über die Frage, sozusagen die Lösung ist, ob wir irgendwo Steuern erhöhen oder nicht erhöhen. Ich glaube, spannend wäre ja erstmal darüber zu reden, was sind denn die politischen Aufgaben, die wir haben? Naja, ich stelle vor allen Dingen fest, dass die Lösung ist, die Sie propagieren, und das ist ja dann noch interessant für den weiteren Diskurs, dass Sie auf Wachstum setzen. So, aber jetzt wollte ich jetzt, ja, oder, Herr Vogel? Das ist ja, doch Ihre schon. Eigentliche Lösung. Ja, mehr Wachstum. Ja, absolut. Ich glaube an Wachstum, aber mach direkt die Fußnote. Wachstum ist für mich nicht rauchende Schlote und nicht die Abkehr von der Menschheitsaufgabe, dass wir unsere Wirtschaften und Gesellschaften dekarbonisieren. Also genau, damit, das nur bitte als ja, Mehrkosten genau. Für die dritte Runde. Gleich. Ja, genau. Jetzt noch Frau Paus. Auch da antizipierte ja, genau. Ich sowas. Genau. Frau Paus. Meine Partei hat ja letzten Dezember vor der Corona-Krise ihre Position zur Schuldenbremse nochmal aktualisiert. Also wir finden es gut, dass es sozusagen klare Regeln gibt, dass man sich nicht unendlich verschulden darf. Aber wir finden tatsächlich die derzeitige Schuldenbremse zu dumm gegenüber Zukunftsinvestitionen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Schuldenbremse weiterentwickeln. Und wir werben auch dafür, dass wir dazu eine Grundgesetzänderung erneut brauchen als Grüne. Weil ich habe eben darauf hingewiesen, was wir jetzt sozusagen gelernt haben in der Corona-Krise, ne, dass wir präventiv, Politik stärker präventiv ausrichten müssen auf zukünftige Krisen, dass wir resilienter werden müssen. So, und dass wir auch für Krisen noch besser sozusagen auch im politischen Diskurs miteinander uns streiten müssen oder einig werden müssen, wie denn dann das Staat-Marktverhältnis ist. Ne? Zum Beispiel, wenn der Staat einsteigt bei TUI und so, ne, was er jetzt damit machen soll oder nicht mitmachen soll. Da gibt es ja relativ wenig sozusagen breit getragene Kompetenz, geschweige denn eine große Diskussion. Und wir haben ja sozusagen dieses Wissen, aber was wir eben womöglich dann nicht haben, sind eben entsprechende Haushalte, mit denen wir präventiv das Thema Klimakrise angehen können. Deswegen haben wir auch schon letztes Jahr gesagt, wir brauchen dringend ein wesentlich größeres und mittelfristig angelegtes Investitionsprogramm. Wir schlagen vor für die nächsten 10 Jahre 500 Milliarden Euro. Das sollen allein die Öffentlichen sein. Die sollen natürlich jetzt nicht alles machen, sondern die sollen sozusagen mitstimulieren und anregen für alle weiteren Bereiche. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir haben nicht nur einen Investitionsstau in Bezug auf Bildung und so weiter rückwärts gewandt, sondern wenn wir die CO2-Ziele unter 2 Grad einhalten wollen, dann ist völlig klar, dass wir einen riesigen Investitionsbedarf haben und derzeit jedenfalls noch nicht, weder das politische Setting noch das finanzielle, um das zu bewerkstelligen. Und deswegen sagen wir, brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse und nicht nach dieser Krise die Rückkehr sozusagen hin zu Austerität und neoliberalen Politikstilen. Ja. Ja, damit hat Frau Paus, damit haben Sie sozusagen schon das Stichwort geliefert. Das würde jetzt gerne mal Frau Marien wieder einbeziehen, die ja da in München nicht so ganz die Chance hat, da immer reinzukommen. Also mal jetzt ganz abgesehen jetzt von diesen konkreten politischen Differenzen, die Frage, die sich doch jeder stellt, nochmal nach Corona und bei der Frage Staat-Markt, ist das die Corona-Krise jetzt irgendwie das Ende des Neoliberalismus oder man könnte auch sagen des Marktliberalismus? Oder wird es so kommen wie nach der Finanzkrise 2008, 2009? Da waren ja auch alle zwischendurch mal Keynesianer, nicht? Es gab ja dann auch diesen Spruch, wir sind jetzt alle Keynesianer. Und hinterher ging es aber eigentlich in dem alten
ja, Paradigma weiter. Man hat wieder eher neoliberale Rezepte verfolgt weltweit und das war eigentlich nur ein kurzer Ausflug mit dem Keynesianismus. Wie würden Sie das sehen, Frau Marin? Wird sich das wiederholen, dass man dann, sobald die Krise vorbei ist, wieder weitermacht wie bisher, oder hat sich das Staatsverständnis diesmal grundsätzlich verändert? Also ich glaube, dass es sich hier jetzt um eine grundsätzliche Veränderung handelt. Es wird ja jetzt einiges neu sortiert in der Pandemie. Es ist ja jetzt nicht nur, dass wir sehen, wie wichtig der Staat ist bei der Bewältigung der Corona-Krise. Ich meine, das sieht man insbesondere, wenn man die Situation in den USA mit Deutschland vergleicht. Es ist auch so, dass einige neue Dinge entstehen werden. Also zum Beispiel haben wir in unserer Forschung jetzt festgestellt, dass durch die Corona-Krise die Weltwirtschaft sich neu sortiert. Das heißt, die Globalisierung wird, also das Zeitalter der Hyperglobalisierung, das mit dem Fall der Mauer begann und mit der Finanzkrise eigentlich schon beendet wurde, dieses Hyperglobalisierungszeitalter geht zu Ende mit der Pandemie, also richtig zu Ende. Und das ist ein neues Zeitalter. Und damit wird es nicht mehr eine Möglichkeit geben, wieder zurück zu so tun, als wäre nichts. Also ich glaube schon, dass sich hier jetzt grundlegend die Situation neu sortiert. Um jetzt mal nochmal ein konkretes Thema aufzugreifen, das ja jetzt auch überall vorkam in allen Statements und eben auch in der Untersuchung von Herrn Fricke, Sozialstaat, also diese große Verunsicherung der Bevölkerung. Frau Marin, nochmal eine Frage an Sie. Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin Deutschlands wären, was würden Sie als erstes machen, wenn Sie mit so einer Umfrage konfrontiert wären und sehen würden, dass 80% Ihrer Wähler eigentlich Abstiegsängste haben? Ich glaube, dass das jetzt diese Abstiegsängste, es ist ja so, wenn Sie die Leute fragen, wie geht es Ihnen heute, dann sagen die eigentlich ganz gut. Ja, ja, stimmt. Ich habe keine ökonomischen Probleme. Wenn Sie fragen, gleichzeitig haben sie aber große Ängste vor dem sozialen Abstieg und dem Statusverlust. Und ich glaube, das nährt auch die populistischen Parteien eigentlich. Also, und das hat etwas mit unserer Zeit zu tun, dass wir eben technologischen Wandel haben, bei denen die Leute nicht wissen. Ich sehe das auch an der Universität, dass die Studenten extrem verunsichert sind durch diesen Wettbewerb und der Angst, dass man in diesem nicht standhalten wird können. Das ist ein Merkmal unserer Zeit. Also da kann die Bundeskanzlerin auch nicht... Also Sie würden sagen, das kann man gar nicht politisch bearbeiten, dieses Problem. Naja, schon, man kann dieses Problem der Verunsicherung politisch, glaube ich, schon adressieren. Also, wie denn? Naja, also indem man eben soziale Sicherheit schafft und indem man die Verlierer der Technologie, des technischen Fortschritts und die Verlierer der Globalisierung, und wir haben es mit diesem, da gibt es immer Verlierer und Gewinner, besser noch absichert. Ich glaube, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass wir immer nur darüber sprechen, was ist der Gewinn durch die Globalisierung und was ist der Gewinn durch den technischen Fortschritt, den es zweifellos gibt, aber zu wenig darüber gesprochen haben, wie man die Leute, die verlieren durch den technischen Fortschritt und die Globalisierung, wieder einbeziehen kann und teilhaben kann an diesen Gewinnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, ein Thema für eine sozialdemokratische Partei wäre, dass die Technologie heute tendenziell, und das ist was Neues im Gegensatz zu früheren Revolutionen, dass die Technologie heute wirklich durch die Roboter die Menschenarbeit ersetzt, ja, dass es zur Automatisierung kommt und dass die Firmen auch diesen Anreiz haben, in die Automatisierung zu gehen, statt sich zu überlegen, was kann man eigentlich Neues schaffen und neue Arbeitsplätze schaffen mit dieser neuen Technologie, mit der künstlichen Intelligenz und so weiter.
Okay, vielen Dank. Also erstmal, also Ihre ganz klar, man muss eigentlich die Verlierer absichern. Das ist natürlich wieder eine provokante These vielleicht für die Liberalen. Also Herr Vogel, was würden Sie vorschlagen, um die Angst in der Bevölkerung zu bekämpfen? Nee, also ich glaube, es gibt ja zwei Thesen, die den Aufstieg der Populisten versuchen zu erklären, sozusagen den ökonomische Ängste und die kulturelle These, ne? Das Überforderung mit dem Geschwindigkeit des Wandels und plötzlich kommen die ganzen Ausländer und so weiter und so fort, also was da behauptet wird. Ich glaube, dass wahrscheinlich wie so häufig eine Mischung aus beidem zutrifft. Ich glaube, es gibt aber schon viele Hinweise, wenn wir zum Beispiel anschauen, wer wählt in Deutschland rechtsextrem, also AfD, dass bei uns die letztere Anteil der wichtigere ist. Die Frage ist ja trotzdem, ist das ein Widerspruch, dass wir die Herausforderung angehen? Ich glaube schon, dass die Populisten versuchen... Ja, aber interessant finde, Herr Vogel, ist, dass Sie die Tatsache, dass 80% der Wähler irgendwie verunsichert sind, nee, nur deswegen interessant finden, weil die eventuell Populisten wählen können. Nee, finde ich gar nicht. Ich wollte ja gerade darauf kommen. Okay. Die spannende Frage ist ja, von Populisten wird ja versucht, ein Vakuum von Ängsten zu füllen mit dem Versprechen eines goldenen Vorgesterns, was es so nie gab. Genau. So, und die Frage ist trotzdem, was ist die richtige Antwort darauf? Nicht deren Debatten zu führen, sondern die richtige Antwort ist darauf, Zuversicht für die Zukunft zu geben. So, auf der Ebene sind wir wahrscheinlich sogar absolut einig. So, und das führt doch dazu, was sind denn die realen Herausforderungen, die wir haben? Und wie können wir wieder, das ist mein Gefühl, in der politischen Debatte insgesamt, überhaupt wieder in längeren Zeiträumen argumentieren. Das spüre ich sehr stark in vielen Debatten. Leute haben das Gefühl, die da oben in Berlin, die denken so sehr stark in Legislaturperioden etc. pp. So, reden wir über die konkreten Herausforderungen. Ich glaube, dass ganz viel unseres Systems sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, dass die Welt seit 1990 global gesehen die beste ist, in der die Menschheit jemals lebte. Nur trotzdem haben wir große Aufgaben. Dekarbonisierung ist schon genannt. Ja, aber es geht jetzt gerade um die Verlierer der Globalisierung. Genau. Zweitens, wir haben ja in Deutschland, wenn wir uns in Deutschland die Lage anschauen, können wir ja sagen, was sind denn die konkreten Herausforderungen sozial gesehen? In meinen Augen zweierlei. Erstens, das Aufstiegsversprechen zu erneuern. Und das ist, Herr Fricke, nicht die Frage irgendwie der Appell an Leistungsbereitschaft, sondern es ist die konkrete Frage, warum hängen Bildungschancen immer noch in unserer Nation sehr stark im Vergleich zu anderen entwickelten Nationen von der Herkunft ab? Das ist eine Frage von Diskriminierungserfahrung. Und natürlich ist auch die Frage von der materiellen Schere, und zwar der Einkommens- bzw. Eigentums beziehungsweise Vermögensschere. So, da haben wir in Deutschland ein Problem im Vergleich. So, und da können wir ganz konkret über politische Antworten reden. Ja, was ist denn jetzt Ihre konkrete politische Antwort? Ja, letzte Chance, zwei Sätze. Ja, das wird, ich versuche es, jetzt muss ich aber in Stichworten operieren. Frühkindliche Bildung, wo sich die Bildungschancen entscheiden. Zweitens, im Schulsystem die regionale Abhängigkeit von, wo man geboren wurde, durchbrechen. Drittens, das Ganze Thema Bildung, das ist jetzt nur Bildung, über Eigentum müssten wir gesondert reden, das schaffe ich nicht in einem Satz, das ganze Thema Bildung nicht nur bis Ende von Ausbildung oder Studium denken. Also das ganze Thema lebenslanges Lernen ist ein sehr starkes Sonntagsredenthema. Unser Bildungssystem ist in Wahrheit nicht darauf ausgelegt, dass es das ganze Leben in der Zeit des Wandels das Versprechen gibt, dass man auch daran gut teilhaben kann. So, spannende Themen. Okay, danke. Darf ich auch noch was sagen, Frau Herrmann? Ja, er sieht es schon, Sie sehen es schon so. Ich glaube, motiviert aus, ja. Also ich stehe noch ganz unter dem Eindruck vieler Gespräche, die ich jetzt im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf mit Menschen auf der Straße, auf Marktplätzen geführt habe und gerade eben auch in Gebieten, in denen der Strukturwandel seine Spuren hinterlassen hat, also im Ruhrgebiet. Und dann merkt man doch Folgendes, was ist die Verunsicherung? Die erste Verunsicherung ist, das Einkommen, die Grundlage des Einkommens zu verlieren, den Job zu verlieren. Ich glaube, das ist ein Punkt, der viel zu tun hat mit der Frage von Bildung, Weiterbildung, Befähigung, mit Veränderungen umzugehen und sie anders wahrzunehmen als eben früher, dass man sagte, wenn ich da nicht bleiben kann, dann habe ich ein Riesenproblem. Der zweite Punkt ist das Thema Gesundheit. Was ist, wenn ich krank werde, wenn ich diesen Job nicht mehr machen kann? Deswegen so wichtig, dass wir ein gutes Gesundheitswesen haben. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass wir deutlich besser aufgestellt sind als andere. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das deswegen jede Sorge schon mal nimmt. An dem muss gearbeitet werden. Und das Dritte ist, was ist, wenn ich alt werde? Das ist eine Frage, wie wir die ganze Frage der Verteilung auch der Sozialabgaben auf die einzelnen Einkommens
Strukturen, wie viel wird aus Steuern dazu finanziert, wirklich diskutieren müssen, weil das wirklich Menschen umtreibt. Und der weitere Punkt, der eben nun gerade in diesen Regionen, die ich gerade beschrieben habe, auch ein wichtiger Punkt ist, ja, der Sicherheitsbegriff ist breiter als nur diese Frage der sozialen Sicherheit. Es ist tatsächlich auch die Sorge, wie geht das weiter, mit welchen Gruppen von Menschen leben wir zusammen, wie kommen wir damit klar? Und das bedeutet, wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass Deutschland davon lebt, ein weltoffenes Land zu sein, diese Weltoffenheit erhalten muss, aber darin auch investieren muss. Also einfach nur zu sagen, ich kriege das schon irgendwie geregelt. Und das sieht man gerade bei der Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die sind an der Grenze, dass die vieles, was nötig ist, um dann auch Integrationspolitik zu betreiben, Sorgen voreinander zu nehmen und dieses Zusammenleben zu entwickeln, dass dafür Mittel fehlen. Und das ist am Ende dann wieder eine Frage auch des Gesamthaushalts, der Einnahmenseite. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich fand immer, ich kann das deswegen ganz gut thematisieren, weil, ich komme mal auf den Anfang unseres heutigen Tages zurück, weil ich bewiesen habe, dass ich auch Millionären auf die Füße trete, wenn die sich nicht an dem Zusammenhalt und am Zusammenleben beteiligen, fällt es mir auch leichter zu sagen, liebe Leute, das gilt auch für jeden in der Nachbarschaft. Also wir müssen bestimmte Regeln gemeinsam entwickeln des Zusammenlebens, aber dafür braucht der Staat Handlungsfähigkeit und auch Geld. Ja, Frau Paus, also der Staat braucht mehr Geld. Er muss investieren in die Zukunft, in die Klimaverträglichkeit. Er muss investieren in den sozialen Zusammenhalt. Wo würden Sie denn das Geld hernehmen? Denn es sieht ja alles nach Schwarz-Grün aus. Insofern ist das ja schon die Frage. Ja, nur, es ist ja noch alles offen und um nochmal kurz darauf, ob sie jetzt grundsätzlich alles geändert hat. Ich kann nur daran erinnern, nach der Finanzkrise, Frau Herrmann hat darauf hingewiesen, da waren wir alle Keynesianer und dachten wir auch, da hat sich grundsätzlich etwas verschoben und am Ende des Tages, im September 2009, hatten wir eine schwarz-gelbe Bundesregierung. So, und das war die Konsequenz aus Finanz- und Wirtschaftskrise, 2008, 2009, Lehman-Pleite, war die deutsche Wählerantwort schwarz-gelb. So, von daher, das hängt wirklich dann konkret von den Regierungen ab. Und wenn wir in Deutschland nächstes Jahr wählen, dann ist es eben nicht nur eine nationale Regierung, sondern die deutsche Regierung hat natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf den Weg, den die Europäische Union nimmt. Und den Weg, den die Europäische Union nimmt, der stimmt dann auch ein bisschen mit, zumindest im Verhältnis gegenüber China und den USA, wie insgesamt der weite Weg ist. So, von daher kann das klappen, ja, dass sich da was verschiebt, aber ist nicht definitiv klar. So, Grüne, das ist jetzt nicht nur so, weil das richtig ist, beides zu machen. Ne? Ich würde sagen, die SPD würde im Zweifel auch sagen, sie macht beides. Die Liberalen jetzt nicht so mit den Steuererhöhungen, aber also wir haben uns auch im März war es, glaube ich, festgelegt, dass wir zum einen die Schuldenbremse reformieren wollen. Darauf hatte ich gerade schon hingewiesen. Wir haben einfach leider nicht die Zeit. Wir haben zu viel Zeit verstreichen lassen. 2050 muss dieser Planet klimaneutral sein. Ja, so, das kann nicht alleine Deutschland wuppen, aber auf jeden Fall müssen wir es selber zu Hause auch schaffen. Und das sind jetzt eben im Jahr 2020 relativ einfach gerechnet noch 30 Jahre. So, und wenn man eben weiß, wie jetzt die CO2-Ausstöße sind und was wir in 30 Jahren geschafft haben in Bezug auf die Wiedervereinigung, das ist relativ klar, wie ambitioniert das ist und dass wir dafür eben auch Geld in die Hand nehmen müssen. So, deswegen ist völlig klar, wir müssen die Schuldenbremse reformieren, wir müssen ein klares und perspektivisches deutliche Ausweitung der Investitionen haben und auf der anderen Seite ist auch völlig klar, dass diese Transformation nicht nur wegen des öffentlichen Haushaltes, sondern auch aus Gerechtigkeitsgründen nur funktionieren wird, wenn diese Gesellschaft den Eindruck hat, das machen wir alle gemeinsam solidarisch. So, und da haben wir einfach in Deutschland in den letzten 30 Jahren, einige Zahlen sind ja genannt worden, dann haben wir noch das zusätzliche Ost-West-Thema. Ich würde schon sagen, die Wissenschaftler, die auch jetzt von Refeudalisierung sprechen, die haben nicht Unrecht. So, und wir haben in Deutschland nicht nur ein Oben-Unten-Problem, sondern wir haben eben noch zusätzlich das Thema, dass das auch noch Ost-West-mäßig sehr ungleich verteilt ist. Ja, und deswegen bin ich sehr stark davon überzeugt, dass wir diese gemeinsame
Veränderung, ne, CO2-Neutralität, Transformation nur schaffen, wenn wir es gleichzeitig auch mit einer Strategie verbinden, die eben auch die soziale Spaltung verringert. Okay, so jetzt die unten, wie bei Herrn unten Armut, ne, Armut abbaut, aber vor allen Dingen auch die Schere verringert. Und deswegen sagen wir Grünen auch ganz klar, die stärkeren Schultern müssen mehr tragen. Wir diskutieren auch intensiv nochmal die Vermögensabgabe für diese besondere Situation der Corona-Zeit. Und ja, und wir brauchen eben diese gemeinsame Geschichte, damit es eben auch gemeinsam dann entwickelt wird. Okay, ich lasse das jetzt mal hier stehen und würde, weil das ja jetzt schon so ganz oft gefallen ist und die Zeit ja auch voranschreitet, würde ich jetzt einfach zum dritten Thema springen, nämlich zu dieser Frage, wie kann man tatsächlich all diese Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, mit dem Problem vereinbaren, dass wir ja bis 2050 klimaneutral sein müssen. Eigentlich ist es ja sogar so, dass wenn Deutschland seinen Beitrag dazu leisten sollte, in angemessener Weise das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wie ja schon bis 2026, das ist in 6 Jahren, klimaneutral sein müssten. Also um es platt zu sagen, die Kacke ist echt am Dampfen. Die Zeit drängt. Wir haben jetzt nicht nochmal die 30 Jahre, die wir nach der Einheit hatten. Und jetzt ist natürlich die Frage, also das tauchte ja schon auf, deswegen würde ich gerne noch als erstes vielleicht mit Herrn Vogel starten und dann zu Frau Marien kommen. Sie haben ja sehr stark erklärt, man braucht Wachstum, um die Schulden wieder abzubauen, die durch Corona entstanden sind, und überhaupt setzen Sie stark auf Wachstum. Wie soll denn dieses Wachstum gleichzeitig grün sein? Können die Gegenfrage stellen, wie wollen wir es schaffen, sozusagen ohne, insbesondere global? Da bin ich schon ernsthaft der festen Überzeugung, wenn wir den anderen Weltregionen sagen, Klimaschutz heißt sozusagen euer Fair Share an zunehmendem Wohlstand, müsst ihr jetzt darauf verzichten, glaube ich, wird es scheitern. Und ich glaube, es würde, selbst wenn man es wollte, auch politisch scheitern, dass wir es nur irgendwie anders verteilen und hier dann sozusagen deindustrialisieren oder degrowthen und das woanders hinschieben. Das wird, glaube ich, nicht klappen, sondern ich glaube schon, dass es in der Tat so ist. Dass die Frage ist ja, wo entsteht Wachstum? Das kann ja auch durch technische Innovation entstehen. Jetzt bin ich kein Mensch, der, bitte, damit das nicht, ich direkt wieder eine Frage möglicherweise antizipiere und vorwegnehme, die glaubt, das ist irgendwie so das Hoffen auf die Wundertechnik, die man erst noch erfinden muss, oder gar... Sie nehmen mir die Frage aus dem Mund, oder genau. Gar, ja, ich verstehe das schon. Oder gar die Überzeugung sozusagen, das passiert von ganz alleine. Nein, das braucht natürlich harte Ordnungspolitik. Das ist ja völlig klar. Trotzdem glaube ich, dass das... also ich habe keinen anderen Plan gehört. Ich zitiere mal einen Grünen, Ralf Füchs, der sagt, vielleicht ist es ja auch gerade spannend, dem Kapital, unserem marktwirtschaftlichen System die Aufgabe zu geben, diese Dekarbonisierung zu schaffen. Dass das harte Ordnungspolitik, Stichwort endlich einen fixer Deckel an CO2, Ausweitung des Emissionshandels auf alle Sektoren und. Ich glaube auch übrigens die Förderung von gewissen Transformationen. Also zum Beispiel brauchen wir natürlich den Staat, der, ich bin begeisterter Fahrer eines Elektroautos, der hier die Ladeinfrastruktur einmalig fördert für über einige Jahre und Jahrzehnte. Sonst wird das nicht gelingen und so weiter und so fort. Das brauchen wir schon. Aber zu glauben, dass das sozusagen entweder ohne Wachstum oder gelingen könnte oder dass sozusagen der Wachstumsbegriff einer ist, der, nur weil wir das jetzt 100 Jahre so gemacht habe oder ein bisschen mehr als 100 Jahre, das Verbrennen von CO2 für alle Zeit voraussetzt, das ist nicht das neue Denken, was ich glaube, was wir uns als Menschheit zutrauen können und worum es ja heute auch gehen soll. Also auf jeden Fall haben Sie den Ball perfekt zugespielt an Frau Marien. Also Frau Marien ist ja eigentlich die einzige von uns hier auf dem Podium, die systematisch erforscht hat, wie Innovation in, vor allen Dingen auch technische Innovation in Firmen und auch in Gesellschaft stattfindet. Also wenn Sie, Frau Marien, was würden Sie denn jetzt empfehlen, was man jetzt machen soll, um Klimaschutz voranzubringen? Ja, also ich sehe. Glauben Sie, dass die technische Innovation, dass es damit gelingen wird? Ich sehe keinen Gegensatz zwischen Wachstum, technischen Fortschritt und Grün und Dekarbonisierung. Also wir haben ja, wir unterschätzen die technologische Innovationskraft, die wir haben. Und wenn wir uns diese Ziele setzen mit der Grünen, dass wir jetzt grün werden wollen, dann wird es auch die entsprechenden Innovationen geben, die das attraktiv machen. Also ich sehe den Gegensatz zwischen Wachstum und Grün nicht. Ich wollte aber noch gerne, weil ich bei der letzten Diskussionsrunde nicht dazugekommen bin. Ja, das stimmt, da waren Sie nicht. Noch etwas sagen. Und zwar,
Hat das was damit zu tun, dass die Lohnquote, das ist also der Anteil der Lohneinkommen an dem Volkseinkommen, dass diese Lohnquote seit Mitte der 80er Jahre stark sinkt. Es gab eine Gesetzmäßigkeit, dass 70% des Einkommens an die Arbeitnehmer und Arbeiter geht und 30% an die Firmen und an das Kapital. Das war eine Regel, die hat es in der Nachkriegszeit, also der Herr Keynes hat da von einem Gesetz fast gesprochen, dass diese 70-30-Regel, mit der das Volkseinkommen aufgeteilt wird. Und das, was wir jetzt erleben, ist seit der Mitte der 80er Jahre, ist, dass diese Lohnquote, der Anteil der Einkommen, die an die Arbeitskräfte geht, sukzessive gesunken sind. Und dieses Absinken, da gibt es mehrere Hypothesen, warum hat das stattgefunden. Im Übrigen findet das nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in allen anderen Ländern. Und eine These, die übrigens der ehemalige Finanzminister von Herrn Clinton vorgebracht hat, war, dass wir es hier mit einem Machtverlust der Gewerkschaften zu tun haben, dass also der Machtverlust der Gewerkschaften in der Verhandlungsmacht bei der Lohnverhandlung sich so zu Ungunsten des Faktors Arbeit ausgewirkt hat, dass es diese, und dazu kommt, dass der Fall der Mauer, Entschuldigung, ich habe noch einen Satz, okay, der Fall der Mauer hat hier einen wesentlichen Einfluss gehabt, weil er nämlich, der Fall der Mauer hat auch zum Machtverlust der Gewerkschaften geführt, weil die Gewerkschaften nach dem Fall der Mauer hatten dann die Firmen gesagt, ja, wenn ihr mit unseren Lohnverhandlungen nicht einverstanden sind, dann gehen wir und produzieren wir in Osteuropa. Und das war eine Drohung, die glaubwürdig war und die hat dazu geführt, dass wir sozusagen die Lohnzurückhaltung hatten in Deutschland, von der ja lange Jahre gesprochen wurde. Also ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wenn man jetzt fragt, wie man sich neu sortiert, vielleicht haben die Gewerkschaften eine größere und eine bedeutendere Rolle, als man ihr das bisher zugestanden. Also Frau Marien, Sie haben noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das kam auch ein bisschen vor bei Herrn Walter Borjans, dass man nicht nur auf die sogenannte Sekundärverteilung gucken darf, also auf Sozialabgaben, Steuern und so weiter, sondern dass die Frage der Löhne und wie hoch sie die sind, ganz entscheidend dazu beiträgt, die Frage nach der Ungleichheit irgendwie zu beantworten. Aber jetzt würde ich ja trotzdem gerne nochmal zu diesem Thema zurückzukommen, nämlich Klimawandel, wo Sie ja eine steile und starke These hatten, nämlich grünes Wachstum ist gar kein Problem, technische Innovation reicht als Lösung. Jetzt, Lisa Paus, würden Sie das als Grüne auch so sehen? Also jedenfalls haben wir das bisher nicht geschafft, das nachzuweisen. Also ich kenne keinen empirischen Fall, wo das bisher geklappt hätte, sondern wir haben ja dann oft sozusagen CO2-Einsparungen. Es gibt sind ja hier alle auch Experten, das Stichwort Rebound-Effekte. Ne? Also wie kriegt man das hin, tatsächlich im Marktsetting, im organisatorischen Setting, dass die CO2-Einsparungen durch eine neue Technologie, dass sie nicht aufgefressen werden durch... Also ein klassisches SUV, ja, so ein Auto, ne, braucht heute keine 15 Liter mehr, sondern wenn es gut läuft, sind es irgendwie nur noch 5. Ja, so. Aber stattdessen werden halt dann größere Autos gebaut, ne, die es dann nach oben wieder ausreißen, obwohl wir jetzt alle Autos schon haben könnten, die nur 3 Liter brauchen. Ja. So, also diese Effekte sozusagen, die müsste man dann sozusagen regulatorisch ins Ordnungsrecht und ins andere Recht sozusagen noch stärker einpassen und das erhöht natürlich noch stärker sozusagen die Notwendigkeit für staatliche Regulierung, ja, für gesellschaftliche Regulierung und wenn wir die und deswegen kann ich mir irgendwie einen theoretischen
Zielpunkt denken, wo das funktioniert, ja, aber in der konkreten Umsetzung ist das nicht trivial. Sie haben gerade selber darauf hingewiesen, indem Sie die Gewerkschaften genannt haben, wir haben eben nicht nur Markt und Staat, sondern es gibt auch eine ganze Reihe andere wichtige gesellschaftliche Institutionen, die man bei dem Thema wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigen muss. Und wenn wir über das Thema Klimaneutralität sprechen, ne, dann ist das eine extrem gewaltige Aufgabe für alle Bereiche. Und da kann ich nur feststellen, dass wir es schaffen sollten, ja, und dass wir derzeit aber maximal gute Settings haben, wenn überhaupt, noch nicht mal für den Energiesektor, geschweige denn sozusagen für alle Sektoren gemeinsam. Deswegen sind wir gut beraten, nicht einfach aufs Wachstum zu setzen, sondern auch über Suffizienzstrategien nachzudenken und insgesamt auch über veränderte Konsumentenverhaltung und auch darüber, dass ein weniger auch durchaus ein Mehr sein kann und dass nicht das Wachstum das Entscheidende ist, sondern das Glück der Menschen und andere Aspekte sozusagen des Zusammenlebens eine wichtige Rolle haben sollten. So. Ich glaube, jetzt... Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt, Sie merken ja, ich habe immer so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Das hat ja den Sinn, dass auch Sie die Möglichkeit haben, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Es ist ja leicht von hier aus, wenn sich jemand im Saal sich meldet, das auch zu sehen und dass Sie dann auch eine Frage stellen können. Richtig herausfordernd ist es, dass es ja theoretisch auch die Möglichkeit gibt für Leute, sich im Chat zu beteiligen. Das sieht Zoom ja vor. Allerdings bin ich mir gar nicht sicher im Augenblick, ob ich das dann merken würde, wenn jemand im Chat sich überhaupt meldet. Also ich vertraue jetzt mal darauf, dass es von den Organisatoren eine Art Anwalt des Publikums gibt. Und falls Leute sich im Chat melden, dass das dann hier weiter vorgetragen wird. Und ich würde jetzt deswegen erstmal anfangen mit denen, die im Raum sitzen. Gibt es denn Fragen oder Anmerkungen? Wenn nicht, würde ich weitermachen. Das ist eine Drohung. Ja, da kommt schon das Mikrofon. Economic Thinking in New York und wir sind schon lange begeistert dabei beim Forum for New Economy. Zum Thema Staat, das ist eine nationale Frage und ein nationaler Begriff, der natürlich in der Globalisierung jetzt ganz neu gedacht werden muss. Und das ist, glaube ich, für Deutschland eine entscheidende Frage zu denken. Wie denken wir als Deutsche über Staat nach? Aber wir haben auch schon ganz kurz angerissen, das hat Implikationen geopolitisch für Europa, für ein weltweites Handeln. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Frage, die vielleicht nochmal ganz konkret aufgeworfen werden muss, wie diese Gestaltungsmacht des Staates innerhalb eines größeren Staatenkomplexes tatsächlich gedacht werden kann. Und da bin ich mir nicht sicher, wie die Diskussion da weitergehen kann, weil wir natürlich mit einem ganz komplexen Gegenwinden jetzt noch da agieren müssen. Da ist meine Frage. Okay, ich wäre ja dafür, dass wir sammeln. Also das war die Frage von Verhältnis Staat und Globalisierung. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da hinten. Und da vorne, okay. Also Sie hatten jetzt irgendwie angesprochen, dass Wachstum direkt mit Innovation zusammenhängt. Und was ich jetzt auch spannend fände, die Frage dabei, inwieweit gerade auch Wachstumszwänge zum einen Innovation hemmen, aber eben auch Dinge entstehen lassen wie geplante Obsoleszenz. Also inwieweit da irgendwie dieser Wachstumszwang vielleicht auch eine Problematik hat, die nicht direkt immer positiv ist, um irgendwie gesamtgesellschaftliche Prosperität und auch Wohlstand zu haben. Und hier vorne war auch noch eine Frage, ja? Ja, Frau Marin hat ja auf die Lohnquote hingewiesen. Gleichzeitig haben wir bei den Grünen und der SPD immer noch dieses Thema Einkommen versus Ökologie. Warum holen wir die gute alte Idee der Ökosteuer, also Lohnnebenkosten runter und Material- und Ressourcenverbrauch höher besteuern, nicht nochmal raus? Die war ja eigentlich nicht verkehrt. Nur der Herr Schröder mochte sie nicht. Okay. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Also ich war, genau. Also ich schreibe mit, insofern kann ich euch das dann auch zuweisen. Okay, aber jetzt war da hinten, genau. Also Maya Göpel, was mich im Moment so umtreibt an dieser Wachstumsdebatte, ist, dass wir uns so wenig Mühe geben zu definieren, was wir eigentlich mit Wachstum meinen.
ne? Weil der BEP-Indikator jetzt ja wirklich lang und breit aus der Wissenschaft eigentlich diskreditiert ist und im Grunde genommen vielleicht noch so ein bisschen was über ökonomische Stabilität, aber sehr rückwärtsorientiert und nicht nach vorne aussagen kann. Das heißt, das Spannende ist ja auch einfach, wenn wir erstmal ehrlich bilanzieren würden, was ja die ganze True-Cost-Accounting-Idee und alternative Indikatoren mit sich brächten, dann würden wir ja viel transparenter sehen, wo überhaupt eigentlich wirklich Wachstum draufstehen müsste oder wo wir sehr verlustartig momentan wirtschaften. Und das haben wir jetzt für mehrere Sektoren ja aufgedröselt bekommen. Wir können das bei Geschäftsmodellen abbilden. Das heißt, mich interessiert ja einfach, wie kriegen wir die innovative Power aus so einer ehrlichen Bilanzierung in etwas, was dann ja auch wieder mit einer ehrlichen Wachstumsgeschichte im Idealfall zu verbinden wäre. Wenn wir nämlich Regeneration der Ökosysteme, Regeneration der sozialen Kohäsion und der Pflege, Gesundheitsversorgung und so weiter hinbekommen, ist das ja eine sehr positive Wachstumsagenda. Aktuell haben wir ja problematischerweise genau den Umkehrschluss immer besser dokumentiert, dass in der Suche nach diesem nicht ehrlich bilanzierten BEP-Wachstum, nicht ehrlich bilanzierten Profit, gerade bei aktiengezeichneten Unternehmen, sehr viel Natur- und Sozialkapital zunehmend leidet. Okay, so, jetzt haben wir noch eine Frage oder waren das alle? Ich meine, es reicht auch, nur dass keiner sich... Jetzt ist noch die Frage, haben wir jetzt den Chat oder nicht? Gibt es einen Anwalt des Publikums? Ach so, okay. Jetzt machen wir mal die Runde. Also ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Also die erste Frage war ja Staat versus Globalisierung und verändert sich der Staat in der Globalisierung? Ich glaube, das weise ich jetzt mal zu, dass das die Frage für Frau Marien ist. Oder? Du kommst noch dran, Lisa. Du hast hier noch mindestens drei Fragen. Genau. Also die Globalisierung führt zu mehr Wachstumsgewinne. Ja, also es gibt Produktivitätsgewinne durch die Globalisierung, insbesondere durch die Lieferketten. Die Globalisierung hat aber auch Verteilungseffekte. Und bei uns Ökonomen ist das ist eine Gesetzmäßigkeit, dass wir wissen, dass die Globalisierung zu Verteilungseffekten führt. Nur wurde zu wenig auf die Verlierer geachtet. Und hier hat der Staat die große Rolle, dass man sagt, dass man sich über neue Modelle überlegt, wie man die Verlierer der Globalisierung an diesen Gewinnen partizipieren lassen kann. Da, glaube ich, kommt eine neue Rolle dem Staat zu. Also ich bin kein Globalisierungsskeptiker, im Gegenteil. Aber ich glaube, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, ist, dass wir zu wenig auf die Verlierer geachtet haben und dass wir hier dem Staat eine neue Rolle zukommen. Aber Frau Marien, ein kurzer Einwurf. Ich hatte die Frage so verstanden, dass die Idee ist, der Staat kann gar nicht handeln, weil es die Globalisierung gibt. Oder? War doch so ein bisschen, ging das doch in die Richtung, oder? Dass der Staat einfach machtlos wird. Was sagen Sie denn? Das ist ja so eine ganz häufig gehörte Idee. Der Staat kann gar nichts machen. Es gibt ja die Globalisierung. Was sagen Sie dazu? Nee, also das sehe ich ja überhaupt nicht. Also es gibt natürlich die Kapitalflüsse und es gibt natürlich die also abziehen, wenn man aus Steuervermeidungsgründen, und da kann der Staat sehr wohl was machen. Der Herr Borjans ist ja ein Beispiel dafür. Also der Staat ist durchaus nicht machtlos und da kann man vielleicht über Kooperationen mit anderen Ländern diese Steueroasen noch weiter stopfen. Aber der Staat ist nicht machtlos. Nein, okay, ja, vielen Dank. Jetzt hat mir Herr Vogel gerade gesagt, dass er pünktlich zur Pause auch los muss. Deswegen hat er jetzt die Chance, alle Fragen zu beantworten, von denen er denkt, dass sie ihn berührt haben. Ich fühle mich vor allem berührt, aber ich versuche es trotzdem kurz zu konzentrieren. Zur Rolle des Staates. Also ich glaube, es ist eine zweigeteilte Antwort. Also erstens wird es mit größeren Einheiten gehen müssen. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich überzeugter Europäer bin. Also, dass natürlich zum Beispiel Umgang mit privatwirtschaftlichen Akteuren wie großen neuen normsetzenden Unternehmen, Plattformunternehmen, Digitalbereich oder, wir als Europäer machtvoller sind als Einzelstaaten sozusagen in Europa, ist, glaube ich, ein No-Brainer. Klar, das ist das eine. Das zweite, die große Herausforderung wird natürlich trotzdem sein, in einer Welt, die natürlich nicht so geworden ist, wie 1990 manche gehofft haben.
es gibt irgendwie ein Modell, Ende der Geschichte und wir sind uns in ganz vielen Grundlagen einig, wird die große Herausforderung sein, bei Menschheitsaufgaben wie zum Beispiel dem Klimawandel mit ganz anderen, sehr selbstlos agierenden staatlichen Akteuren wie China zu agieren. Also wir werden sozusagen, Graham Allison sagt das, accept the unacceptable. Du bist bei Fragen, die eigentlich unser tiefstes Wesen berühren, sind wir fundamental anderer Meinung und müssen trotzdem bei Menschheitsaufgaben kooperieren, was wiederum den ersten Punkt stärker macht, weil auch, glaube ich, das als große Einheit, vielleicht auch als Allianz von like-minded großen Einheiten besser funktioniert. In aller Kürze. Zweiter Punkt, diese Indikatorendebatte ist natürlich auch für was für definitiv für mehr als eine Minute. Mein Gefühl ist, vielleicht, dass sie ein bisschen darunter leidet, dass wir, also ich zumindest kein Anhänger der These wäre, dass BIP ist der einzige Indikator, der jetzt irgendwie relevant ist. Das, glaube ich, vertritt auch niemand mehr. Dass wir vielleicht aber auch nicht den einen neuen, wie soll ich sagen, Glücksformel-Indikator finden werden, sondern vielleicht müssen wir uns auch dem Gedanken öffnen, dass wir als Gesellschaft und damit als in der politischen Debatte auf einen Cockpit schauen müssen. Also, dass wir einfach nicht den einen Wert haben können, der sozusagen gutes Leben, sage ich mal, zusammengefasst misst, sondern dass wir uns eben verständigen müssen auf ein Cockpit von mehreren Indikatoren, die relevant sind. Und das wird natürlich jetzt spannend sein und würde weiter führen als jetzt. Was sind die Indikatoren? Es bleibt, glaube ich, dabei, dass insbesondere bei der Frage CO2 wir aber nicht nur auf Indikatoren und werden schauen müssen. Also da reicht kein Cockpit, weil da reicht ja nicht irgendwie weniger, irgendwie es sinkt, sondern wir müssen es ja wirklich hart limitieren auf null bis Mitte des Jahrhunderts. Das heißt, da, glaube ich, geht es nicht nur um Cockpit, sondern da geht es wirklich um das, was ich eben harte Ordnungspolitik genannt habe. Ja, ich glaube schon, dass die Frage, also dass, wie soll ich sagen, ökonomisch im Sinne von Einkommen der Menschen, technischer Fortschritt, dass das Teil des menschlichen Natur ist und ich glaube auch richtigerweise Teil der menschlichen Natur ist. Das würde ich schon sagen, ist, also ich empfinde es so, ich glaube, behaupte, es ist auch klug, dass wir uns darauf einigen. Die Frage ist, mit welchem Indikator wir das messen. Mein Gefühl ist, dass der BIP-Indikator nicht irrelevant geworden ist. Okay, das ist eben nur nicht der einzige, mit der wir menschlichen Fortschritt messen können. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir müssen es vertiefen. Genau. Herr Borjans, Sie wollten jetzt auch, Walter Borjans. Schnell dazu eine Anmerkung. Ich finde, dass selbst in Kreisen der Industrie darüber in einer für mich sehr bedenkenswerten Weise nachgedacht wird. Also ich hatte zum Beispiel ein sehr gutes Gespräch mit der Finanzvorständin von BASF, Frau Dubourg, die beispielsweise Ideen entwickelt mit einer Arbeitsgruppe, wie man den Faktor Arbeit, der ein ganz wichtiges Thema in einem Unternehmen ist und für den Unternehmenswert mitbestimmend ist, viel deutlicher einbringt, als ihn eben als Kostenfaktor zu sehen, den ich am besten senke, wenn ich die Leute rausschmeiße und damit einen ganz anderen Begriff nicht nur des Unternehmenswertes erziele, sondern auch der Frage, wie dann Abschreibung, Besteuerung und so weiter. Das heißt, dass dann wird der restliche konventionelle Teil des Systems richtiger, wenn man an bestimmten Punkten ansetzt. Also es sind zumindest sehr bedenkenswerte Dinge, finde ich. Ich will noch einen Punkt sagen zu diesem Thema Globalisierung und Staatsfinanzierung. Ich glaube erstens, es geht viel mehr national, als man denkt. Also wir verkriechen uns auch oft dahinter, dass wir sagen, ja, wenn nicht alle mitmachen, brauchen wir erst gar nicht anzufangen. Es stimmt, wenn alle mitmachen, geht es besser. Aber es ist noch nie so gekommen, dass man erst wenn man erst anfängt, wenn alle mitmachen, wird man nie anfangen. Und die Frage ist immer, wie bekomme ich Gruppen hin, wie bekomme ich bestimmte Dinge alleine hin? Und der zweite Punkt ist der, das ist natürlich in der inneren Politik eines Landes immer sehr schwer vermittelbar, dass Deutschland enorm profitiert von dieser Europäischen Union beispielsweise und dass deswegen, dass ich finde, dass dieses Entgegenkommen, was wir jetzt gezeigt haben bei der Finanzierung Europas, das ist ja nicht bloß geben, sondern es ist definitiv auch geben, nachdem man viel davon hat und viel genommen hat und dass man auf dieser Linie durchaus auch Schritte tun kann, die sehen zwar so aus, als wenn immer nur die Deutschen bezahlen müssen. In Wirklichkeit dient das einfach tatsächlich der Sicherung auch unseres eigenen Wohlstandes. Und auf der Basis kann man in diesem Europa auch eine Menge bewegen. Okay, Lisa Paus, egal was Sie sagen, Sie müssen auf jeden Fall auch noch auf die Ökosteuer eingehen, denn das war ja auch noch eine Frage, die bisher gar nicht berührt wurde. Ja, ich bin hier ein bisschen, um meine Unruhe zu erklären,
Ich muss jetzt hier immer kurz als länglich als Politikerin antworten, aber bilde mir immer noch ein, auch eine ganz gute Wirtschaftswissenschaftlerin zu sein. Deswegen leide ich darunter, dass ich an diesen Debatten jetzt hier nicht richtig teilnehmen kann. Aber das ist trotzdem kurz an dem. Deswegen, ich bin großer Fan von Maya Göpel, was diese Transformation, die verschiedenen Ideen da auch angeht, finde auch richtig, dass man da auch ganz undogmatisch auch den Hayek mal loben kann für seinen Begriff vom Wettbewerb als Erdeckungsverfahren, ja, weil das Thema ist wirklich wichtig, sozusagen das Positive einer Innovation, ja, was eben über den Markt entstehen kann, dass man dieses Positive auch versucht zu nutzen, so, und da sollte man sich auch nicht beschränken auf den CO2-Preis. Der CO2-Preis ist wichtig, ja, und der muss auch deutlich höher liegen als jetzt, und der muss sich auch klar und sozusagen sicher für den Markt entwickeln. Aber genauso wichtig ist, dass wir eben auch mehr Transparenz bekommen über die anderen Teile, natürlich zentral die Klima- und Umweltfragen, aber eben auch die sozialen Fragen. So, und deswegen, ne, finde ich auch spannend, diskutiere ich auch gerade, hatten wir auch gerade zwei interne Fachgespräche zu diesen ganzen verschiedenen neuen Bilanzierungsformen. Ne, das ist ein ganz breites Spektrum von Gemeinwohlökonomie auf der einen Seite, ne, bis hin jetzt zu dem, ne, in der Accounting Alliance, wo jetzt BASF auch dabei ist. Das müssen wir alles sozusagen machen. Erstens, damit wir die Transparenz hinbekommen. Zweitens, weil das auch wichtig ist für den Bewusstseinswandel, ne, von den Unternehmen und von den einzelnen Akteuren. So, aber weil es hier so ein bisschen immer so nett war, dass wir uns da einig sind, ich wollte einfach sagen, zum Thema ehrliche Bilanzierung gibt es derzeit einen intensiven Streit zum Thema, kriegen wir eine ehrliche Bilanzierung über die Klimarisiken bei Kapitalmarktanlagen hin. Da geht es auf europäischer Ebene, gibt es gerade eine Richtlinie, die verhandelt wird, die EU-Taxonomie. Da soll es darum gehen, dass eben zukünftig jeder, ne, jede Anlegerin, institutionelle und auch private, einen Überblick darüber bekommt, ne, wie grün oder nicht grün eine entsprechende Anlage ist. Und da müssen eben dafür alle Unternehmen offenlegen, ne, wie sieht es sozusagen in ihren jeweiligen Bilanzen aus. So, und derzeit jedenfalls ist es noch so, dass es im Finanzausschuss ein hochideologischer Streit ist. Ne, die Union geht von Veranstaltung zu Veranstaltung und beschimpft die Banken und die Versicherungen dafür, dass sie da so offen sind fürs Gespräch, ne, und sagen, wenn ihr das mitmacht, dann dürft ihr euch in 5 Jahren nicht beschweren, wenn das dann nicht so ist, wie ihr das wünscht. Und es wird gesagt, kann doch wohl nicht wahr sein, dass ein Bauer demnächst seinen Trecker nicht mehr finanziert, weil womöglich, ne, irgendwie das Klima ja eine Rolle spielen soll bei irgendwie der Kreditvorgabe. So, das sind die Debatten, die wir, ne, haben. Das ist nicht einfach nur mal so umgesetzt technisch, sondern das sind hochintensive ideologische, politische Debatten, die wir da derzeit haben. So, ich darf jetzt nichts mehr sagen. Doch, über Ökosteuer, das war eine Frage. Ja. Soll die wieder eingeführt werden? Ja, und zu der ganzen Bewertungsfrage wollte ich einfach nochmal sagen, wir wollen diese zusätzlichen Dinge, ne? Trotzdem ist es ja noch so, das sagt Frau Göpel auch, wir können auch über Systemalternative sprechen, aber vor allen Dingen müssen wir das System, was wir haben jetzt, ne, so ändern, ja, dass es eben klimakompatibel ist. Wenn am Ende ein anderes System herauskommt, ist auch gut, ja. So, aber erstmal sozusagen müssen wir uns da entsprechend auf den Weg machen. So, und im Kapitalismus zu der Wachstumsfrage ist immer noch entscheidend, ne, das, was das BIP ja ausdrückt, jetzt ist die sogenannte Wertschöpfung. So. Und die Wertschöpfung ist ja erstmal auch das BIP, ne, da steht jetzt nicht direkt dahinter, wie viele Ressourcen da verbraucht worden sind, sondern im BIP steht drin, was es kostet. Also, ne, sozusagen, wie viel zusätzlicher Wert in Euro, ne, Dollar oder wie auch immer in irgendeiner Währung geschaffen worden sind. So, und da ist eben die spannende Frage, ne, wem und was bemisst eine Gesellschaft Wert zu? So. Und deswegen spielen diese ganzen alternativen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze eine wichtige Rolle. Aber noch ist es eben so, dass derzeit eben nur Geldwert zugemessen wird. So. Und dass dafür eben ein immer größerer Ressourcenverbrauch notwendig, also derzeit sozusagen Realität ist. So. Und deswegen, ne, geht es genau darum, sozusagen das zu knacken. Und da haben wir jetzt schon zwei wichtige Stichworte, CO2-Preis und andere Bilanzierungen, angesprochen. Eine ökologisch-soziale Steuerreform ist dazu ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. So. Aktuell ist es so, dass wir Grünen einfach wegen der schon bestehenden Pfadabhängigkeit, dass jetzt diese 25 Euro CO2-Preis beschlossen sind in einem gewissen Setting, ne, und wir dann auch denken, da müssen wir das entsprechend weiterentwickeln, ist derzeit unser Programmstand, dass wir sagen, wir wollen eben dazu parallel ein Energiegeld einführen. Also unsere, ne, die ökosoziale Steuerreform aktuell sozusagen hat eher die Komponente CO2-Preis auf der einen Seite und Energiegeld auf der anderen Seite.
Inwieweit das noch weiter ausgearbeitet wird, darüber diskutieren wir gerade intensiv. Sie wissen, wir sind gerade dabei, ein Grundsatzprogramm zu beschließen und wir sind auch auf dem Weg zum Wahlprogramm nächstes Jahr. Darüber wird intensiv debattiert, weil natürlich es völlig richtig ist, im Kern dessen muss auch eine ökosoziale Steuerreform sein. Momentan erleben wir es aber noch, dass andere Parteien da gar nicht drüber diskutieren, dass es deswegen ein bisschen schwierig ist, das sozusagen als Setting da reinzumachen. Klar ist, wir werden es nicht nur am Ölpreis machen, also am Benzinpreis machen. Das ist keine ökosoziale Steuerreform im Jahr 2020. Also vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle, auch vor allen Dingen vielen Dank an Frau Marien in München. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig mühsam war, da aus der Ferne immer zuzugucken und vor allen Dingen auch zuzuhören. Ich mache hier keine Schlussrunde, kein Abschlussstatement, denn das haben Sie wahrscheinlich auch schon alle gemerkt. Wir haben überzogen und bestimmt will Herr Fricke noch was sagen. Aber jedenfalls herzlichen Dank an Sie alle, auch für die Fragen. Und was Sie ja gemerkt haben, war, das war jetzt nur der Auftakt für die Debatten der nächsten zwei Tage. Gespräch für die Moderation. Ich fand es einen sehr schönen Aufschlag. Wir wissen, dass wir in so einem Podium natürlich nur anschlagen können und noch nicht beantworten können. Das hoffentlich können Sie auch mitverfolgen. Die nächsten zwei Tage wird es viele dieser Themen noch mal detaillierter geben und wir werden auch die Diskussion weiter verfolgen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich spreche nur eine Frage an. Vielleicht können die auch bilateral noch beantwortet werden. Eine interessante Frage, die ich fand, aus dem Chat kam, war die Frage nach den Gewerkschaften, ob man die Geschichte zurückdrehen kann und Gewerkschaften sozusagen in ihrer alten Form wieder entstehen lassen kann oder ob vielleicht die Idee von Bürgerräten, wie sie der Bundestagspräsident gerade vorgeschlagen hätte, eine Form wäre. Wir lassen es einfach mal so stehen. Vielleicht können Sie demjenigen oder derjenigen, es war eine Frau, die das gefragt hat, noch antworten im Chat oder auf dem bilateralen Weg. So, wir haben jetzt eine kurze Pause. Wir sind ein bisschen unter Druck deshalb, weil der Bundesgesundheitsminister ja gleich kommt und so ein Bundesgesundheitsminister hat nicht so viel Zeit. Der ist sehr eng getaktet, genauso wie Sie natürlich. Und deshalb müssen wir gucken auf die Zeit. Bitte kurze Pause. Zu Hause mal kurz in die Kaffeeküche gehen und kurz nach fünf sind wir wieder da. Danke.
Welcome back. Vielen Dank fürs Zurückkommen. Sind fast alle auch wieder da, hier im Raum, zu Hause hoffentlich auch oder in den Büros. Wir gehen in die zweite Runde und haben uns überlegt, nach der lebhaften Politikerrunde eine ebenso lebhafte Runde dazu zu machen, wo wir eigentlich stehen und wie die Perspektiven für Deutschland sind. Weil bei der Frage, wie soll das künftige deutsche Modell aussehen, was muss man ändern, natürlich die Frage maßgeblich ist, was sind die Grundprobleme, wo geht's hin, wo sehen wir die großen Probleme. Und wir haben eine exzellente Runde zusammenbekommen, die aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln diese Frage angehen wird und die Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten, wo wir mit Deutschland hinsteuern, wenn wir nichts machen, wenn wir vielleicht was machen. Ich darf Marcel Fratscher gleich schon mal aufs Podium rufen, der sich bereit erklärt hat, sozusagen den Chair zu übernehmen, wie das im Englischen heißt, also sozusagen die aktive Moderation zu übernehmen. Wir haben Maya Göpel, die sich eben schon gemeldet hat im Raum, und Holger Schmieding von der Berenberg Bank, Chefökonom. Und wir haben online, sie müsste auch schon da sein, Véronique Riche aus Paris. Bonjour, Véronique. Hallo, bonjour. Bonjour. Je reviens en français tout de suite. Also kurze Einleitung, Véronique wird anfangen und dann werden die anderen Panelisten ihre Statements machen. Jeder in 5 bis 7 Minuten einen kurzen Ausblick darauf, was Deutschland erwartet. Véronique, tu peux commencer. Véronique will speak in English. And if anyone needs German translation, you can use your devices as promised and connect via Zoom. Same for people at home. Véronique, please. Okay. Thank you, Thomas. Good afternoon, everyone. Thank you to give me this opportunity to summarize my views, although very shortly, with less than 8 minutes, if I'm right. I would like to begin with short-term economic perspectives, as they have their importance in the current environment. Germany, as many other countries, is facing an exceptional crisis, and the visibility on what will be the next step is quite weak. However, as far as we look to the German response to the current situation, there are big challenges, but I think that the German government has done pretty well so far and since the beginning of summer to ease the impact of the crisis. From a French perspective, the German government answers to the crisis looks particularly well calibrated, focused on the most pressing issues, such as the demand issues, which for Germany is very important, and in particular in the current environment. The support for businesses, and particularly the small businesses, which are strongly impacted by the crisis, and the expenditure on infrastructure. So looking from France, it's a far more convincing program and action than what has been done on the French side. We have a stimulus package which looks pretty weak in its ability to address the immediate future and the immediate impact of a crisis. The result of these differences between the German and the French policies are already noticeable, as you can see on this chart on page 1, which illustrates the contribution of public expenditure and public investment to the first half GDP growth. As you can see, the red bars showing the German impulse has been positive still, even with the particular conditions that we have over the first half of the year. In France, it's exactly the opposite. The contribution of public expenditure and public investment has been quite negative. Of course, the lockdown is partly responsible for this result, but we have more evidence that the orientation of the French policy has been already less positive for the economic situation in France. Now,
Will it be enough to save German industry and to help to lift the future of the economic situation in Germany? We have many reason to doubt that it will be. Already, if we look at the situation in 2019, last year, we have seen a strong underperformance of German industry and industrial growth in comparison to the French one. This was exceptional, with a gap of, on average, 4.6% over the over last year, the total of last year. Of course, we have some explanation to these gaps, especially the particular impact of the UK economy due to the Brexit, which has been more positive for French industrialists than it has been the case for German ones. However, there are other reasons to think that Germany has begun to suffer from structural changes, from an environment which has been far less positive and far more difficult for the German economy. Many reasons and many changes are impacting the German performance since, I would say, 3-4 years now. Impacting the German export-led model of industrial goods, especially towards emerging countries. What are these factors? First one is that globalization is moving back, and as such, protectionism is growing. This is far more difficult for a country with big exporters of manufacturing product than it is the case for a small industrial countries as the French one. Second impact, which is strongly linked to the previous one, is that the demand for industrial goods is weakening and has weakened in recent years. And this is probably linked to the aging population process, which is already affecting the demand for industrial goods. And this is not something which will change in the near term. It is going to be a main characteristic, I think, of a future global economic pattern. The Chinese economy, explanation, is coming from the Chinese economy, which is clearly no longer providing enough support to the global economic growth. And this is impacting all exporters around the world. And it is also impacting emerging countries, which are having increasing difficulties in catching up. Germany is suffering from this environment of weaker growth. And if we add to these challenges the new climate issues, which particularly weighs on industry and also on global trade, probably in the future, then we understand that almost all the strengths that have supported the German economy and the German successes in recent years or decades are now becoming handicaps. So a few words about what is changing and what is the new pattern of a global economy. As I said, globalization is moving backward. I would rather say globalization is over, especially after the COVID-19 crisis. And probably that the German economy will pay a heavy price to this structural move. Main reason seems to me that the growing population is an old story. We have an explosion in global demographics, which has been very helpful to open the global economy, to multiply the trade between countries. And this period of this booming demographic is clearly behind us. Now the population is aging, which is explaining why the demand for goods is far less dynamic. And slowing population means probably that globalization is going to move back.
What does this mean for an export-led model, export-led economy? I think we have a very interesting illustration on page 3 on the right-hand side, which is showing the global trade intensity as in proportion to the global industrial production. And compared to this, the industry productivity, the German industry productivity. As you can see, these are both indices. The two curves are roughly the same. Germany has strongly benefited from this globalization and this opening of a global economy, and has seen its productivity growing very rapidly until the global financial crisis in 2008. Since then, we observe what I call the deglobalization process, with an immediate impact on the disappearance of the productivity gains for the German industry. So we can see here the direct impact between global trade, globalization, and the result of a German economy, the lack of productivity gains and their impact on economic growth and economic prospects. How to deal with this new world? That's a key question. Many countries had the same pattern than Germany in two decades ago, several years ago. Some of them have done major changes. I have in mind the Korean economy, which had really a similar economic pattern than Germany 20 years ago and has shifted successfully to an intensive technology and intensive industry since then. So this country today is certainly in better position to face the current challenges, although the situation is hard also for a Korean economy, but at least there have been some changes, interesting changes. Germany is clearly lagging this trend. Its production remains heavily focused on heavy product. Worker-intensive, carbon-intensive industry. And we all understand that this particular industry is no longer the one that suits the current limits to growth and the current climate issues. So there is a need to change. The question is how to change, how to do, at what cost, how long does it take? And clearly, the weaker the economic results are, the weaker is the ability to promote fast innovation changes and to improve the investment, which is strongly needed to deal with this new environment. So big efforts ahead now. Is it the case that Germany could alone success in this story? I don't think so. I think the German future is clearly in Europe. And Germany, as the rest of Europe, probably need a deeper European integration. I have been strongly inspired from the speech of Ursula von der Leyen last week, if I remember well, entitled From Fragility Towards Vitality. And I think most of what we need to, or what we would suggest as possible answer to the current challenges of the German economy and the rest of Europe is in this, has been underlined in this speech. The world is becoming more fragmented. There is no doubt about this. Europe must take its destiny in hand. This means no longer counting on global trade to find growth resources, but to build these resources in Europe. So we need to do more to give Europe future a better chance. The European recovery plan is certainly a good start, but I would say a minimum step so far. Europe and European politicians, European economists must
go much further in their ambition to accelerate the economic transformation and promote a new generation of investment. We have money, but money is not enough, and we don't have a lot of money either. We understand that if you give money to governments, it won't help them to build all together what Europe needs for its future. I mean, what will be the future of Europe, of energy in Europe in the next 10 or 20 years? We need to fix that before and to promote common action and common investment. What will be our transport policies, urban policies, construction and building norms, some health, social welfare? I think all these topics are strongly needed to act together in Europe to give both European countries and Germany a better future, and to protect Europe in its future, protecting its resources. This means investing in new resources, in mining, investing in the mining industry also, which will be a key point to provide the industry with a new wave of raw materials that will be required to change our industry and to change our model, and all together to promote research and development. I think here we are in the face of major changes, and the best way to go ahead is going there all together. In France, the French government has come back with the idea of an economic planification, a new planification for several years ahead. Could we think about this concerning Europe? Is it a good idea to help to consolidate our action and to better use the money that government and the central banks are promoting today? I think there is here a big question and an interesting question, possibly answer to our problems. Thank you. Ask Marcel and Holger Schmieding and Maya to come on the podium, and Holger Schmieding to start your presentation so we can save some time. Ja, wunderschön. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, endlich mal wieder zu Ihnen selbst sprechen zu können, statt über Zoom, was mein tägliches Geschäft ist seit mehr als 6 Monaten. Deutschland 2030, Vorbild oder kranker Mann Europas. Mit den langfristigen Trends haben wir uns ja immer schon mal in den letzten Jahrzehnten beschäftigen müssen. Ich habe 1998 mal einen Research-Bericht geschrieben, Germany, the sick man of Europe, und dann gesehen, dass 3 Monate später The Economist, das Magazin, es auf dem Titel hatte. Nach einigem Lob für die Erfolgsagenda 2010, die Summe all der Reformen und Änderungen rund um die Jahre 2003, 2004, habe ich dann 2010 einen Bericht geschrieben, Deutschland, das goldene Jahrzehnt. Dieses Jahrzehnt war meines Erachtens ziemlich golden. Es ist nur vorbei. Was ist der Ausblick? Mein Ausblick ist, um es vorab zusammenzufassen, Deutschland bleibt stark, aber es fällt langsam ins Mittelfeld zurück in Europa, unser Land. Ob ins obere oder ins untere Mittelfeld, wird abhängen von unseren politischen Weichenstellungen. Ich sehe bei uns derzeit keinen ausgeprägten politischen Willen zu all den Reformen und Schritten, die notwendig wären, um Deutschland in der Spitzengruppe in Europa zu halten, also um ein zweites goldenes Jahrzehnt an das vergangene goldene Jahrzehnt anzuhängen. Dies ist für mich die wichtigste Grafik zur deutschen Wirtschaft der letzten 30 Jahre. Was wir hier sehen, ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir sehen den großen Rückgang in den 90er Jahren bis etwa 2005. Und wir sehen die dramatische Trendwende, die kurz nach der Erfolgsagenda 2010 einsetzte, mit einem Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 7,5 Millionen Menschen bis Anfang dieses Jahres.
Das war nicht nur die Agenda 2010 natürlich. Das waren andere Dinge rundum. Bündnisse für Arbeit, Lohnzurückhaltung, viele Faktoren. Aber es war eine wesentliche Wende in diesem Land. Was wir brauchen, damit letztlich auch das neue Jahrzehnt für Deutschland erfolgreich ist, ist vor allen Dingen, wir müssen bewahren, was uns dieses goldene Jahrzehnt beschert hat. Wir können uns viel darum unterhalten, was der Beitrag der einzelnen Elemente war, aber letztlich, dass es Deutschland heute relativ gut geht, dass wir die Reserven haben, um in der Pandemie großzügiger zu sein als andere Länder, dass wir die Kraft haben, in Europa mit dem EU Next Generation letztlich andere Länder zu unterstützen, liegt letztlich daran, dass wir, nachdem wir lange Zeit zum Krankenmann Europas geworden waren, dann um 2004, 2005 die Wende geschafft haben. Eine Wende, die auch bei uns im Stand der Staatsschulden sichtbar wurde. Uns ist es gelungen, nach 2010 den krisenbedingten Anstieg der Staatsschulden wieder zu einem erheblichen Teil zurückzudrängen. Wir haben von 2010 bis 2019 die Schuldenquote von 82,4 auf knapp unter 60% gedrückt. Darum ist mir auch nicht bange vor all den jetzigen Programmen, all den Ausgabenprogrammen, all den notwendigen, sinnvollen Reaktionen auf die Krise. Ob sie jetzt im Einzelnen immer sinnvoll waren, kann man sich lange streiten. Aber dass der Staat hier aus dem Vollen schöpft, ist sinnvoll. Es kann uns gelingen, wenn wir die Wirtschaftspolitik weiterhin vernünftig gestalten, dass wir auch diesen Schuldenanstieg dann wieder gut in den Griff bekommen. Für den Ausblick 2030 sollten wir uns zunächst bewusst machen, dass unser Land einige große Stärken hat. Die erste Stärke ist wahrscheinlich soziale Marktwirtschaft. Auch da kann man sich viel drum unterhalten, was es genau bedeutet. Aber doch, soziale Marktwirtschaft ist ein Erfolgsmodell bei uns. Die nächste große Stärke für mich ist nicht, dass wir so viel Industrie haben, wie oftmals gesagt wird, sondern dass wir den Mittelstand haben. Für mich ist der Mittelstand eine der besten Search Engines, eine der besten Suchmaschinen, die man sich in der Welt der Wirtschaft denken kann. Diese vielen kleinen, mittleren Betriebe, oftmals Eigentümer geführt, die Tag und die halbe Nacht darüber nachdenken, wo ist ihre kleine neue Marktnische? Wo können sie Weltmarktführer werden oder bleiben? Dieser Mittelstand sorgt dafür, dass, wenn es durch Innovation etwas zu gewinnen gibt, das auch umgesetzt wird. Das sind nicht wenige große Firmen, die forschen. Das sind viele, viele kleinteilige Projekte, die in der Summe bei uns zur Beschäftigung, zum Wachstum kräftig beitragen. Zu unseren Stärken gehört natürlich die duale Ausbildung und damit die geringe Jugendarbeitslosigkeit. Und meines Erachtens auch der Föderalismus, der zwar anstrengend ist, aber leidlich funktioniert, zumindest besser als der Zentralismus in Frankreich, in Großbritannien, und besser als die Art von Föderalismus in den USA, die zwar durchaus Ähnlichkeit mit unseren hat, wo sich aber mittlerweile die beiden Häuser des Parlaments eher blockieren, statt im Vermittlungsausschuss zusammenzuarbeiten. Unsere Stärken sind eine gute Basis, auch für das neue Jahrzehnt. Allerdings die eigentliche Frage, schafft der Mittelstand die guten künftigen Arbeitsplätze bei uns oder verlagert er die Arbeitsplätze? Diese Frage hängt natürlich auch, wie in den vergangenen Jahrzehnten, von der Wirtschaftspolitik ab. Die Aufgaben für uns sind meines Erachtens erstens Standort sichern, zweitens fiskalische Spielräume richtig nutzen. In den groben Schlagworten meine ich damit Staatsausgaben zukunftsorientiert und klimagerecht gestalten, sicherlich nicht kürzen, Investitionen in Bildung statt in Rentengeschenke. Der Ansatz der Agenda 2010, fördern und fordern, bleibt richtig. Wir müssen die Anreize richtig setzen. Steuern sollten meines Erachtens auf keinen Fall erhöht werden. Man kann über Steuerreform, gewisse Umschichtungen gerne reden, aber insgesamt nicht die Steuern erhöhen. Durch Wachstum kommen wir ähnlich wie in den vergangenen 10 Jahren von den höheren Schulden wieder runter. Wir brauchen natürlich mehr Digitalverwaltung, straffere Verfahren,
mehr Dinge, die so laufen wie in der neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg, statt die so laufen wie bei dem neuen Flughafen, der nun endlich mal eröffnet werden soll, ebenfalls in Brandenburg, in der Nähe von Tesla. Wir haben die beiden Beispiele hier in Berlin vor der Haustür, wie es laufen und wie es nicht laufen soll. Und vor allen Dingen müssen wir meines Erachtens beachten, dass bei allen Eingriffen, bei allen Regulierungen, bei allen Rahmensetzungen für die Marktwirtschaft wir nicht vergessen, dass es auch Schmerzgrenzen der Belastung gibt. Beispielsweise glaube ich, dass es sinnvoll wäre, das, was kurzfristig festgeschrieben ist, langfristig festzuschreiben. Und das ist eine Obergrenze von 40% für die Sozialversicherungsbeiträge. Etwas, was ich aus dem Mittelstand öfter höre, wäre ein Signal, dass die Bereitschaft bei uns, Arbeitsplätze zu schaffen, auch künftig stärken würde. Also, wenn wir es richtig machen in diesen Politikfeldern, können wir im oberen Mittelfeld bleiben. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich etwas absacken. Und auch wenn ich in einigen Punkten nicht ganz mit der Vorrednerin übereinstimme, in einem Punkt stimme ich, glaube ich, überein. Ich sehe in Frankreich mehr Potenzial zurzeit als in Deutschland. Ich führe das weniger auf industrielle Probleme in Deutschland zurück, die meines Erachtens wir überwinden können, sondern darauf, dass in Frankreich unter Macron doch einiges sich gewandelt, dass in Frankreich beispielsweise mittlerweile es mehr Unternehmensneugründungen gibt als in Deutschland. Da ist, wenn wir jetzt mal von der aktuellen Pandemie absehen, doch eine gewisse Aufbruchstimmung. Ich denke, dass im Jahr 2030 wir wahrscheinlich sagen können, in Deutschland ist es ganz gut gegangen, aber Frankreich hatte ein goldenes Jahrzehnt. Frankreich könnte meines Erachtens in Kürze Deutschland im Trendwachstum überholen, wie das geschichtlich immer schon mal wieder der Fall war, weil sich dort einiges zurzeit in die richtige Richtung bewegt. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich setze jetzt ganz offensiv natürlich den Umwelthut auf, weil ich ja bis vor kurzem noch Generalsekretärin oder diesen Monat noch des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderung gewesen bin und möchte ein paar Beobachtungen anschließen an die beiden VorrednerInnen und vielleicht auch so ein bisschen rückkoppeln, was wir im ersten, in der ersten Diskussion schon antuschiert hatten. Da haben wir ja sehr stark erstens darüber gesprochen, dass die CO2-Frage im Mittelpunkt steht. Und ich möchte durchaus anmerken, dass wir noch ein anderes riesiges Problem haben, was sich im Green Deal der Europäischen Union deutlich stärker findet als in den Diskussionen hier. Und das ist das Artensterben, also im Grunde genommen die Biodiversität, der Biodiversitätsschutz, des Weiteren Wasser- und Landnutzungsfragen. Also WBGU hat jetzt gerade eben auch kurz vor Fertigstellung ein Gutachten, was sehr, sehr deutlich macht, dass wir in der Art, wie wir in die Landflächen eingreifen, sehr schnell möglichst einen Stopp, beispielsweise bei der Entwaldung brauchen und auch eine Regeneration ausreichender Flächen. In diesem Kontext wichtig mir anzufügen ist, dass Deutschland ja nicht nur ein Exportweltmeister ist, sondern eine sehr starke Importnation, wenn wir uns nämlich diese ökologischen Ressourcen anschauen. Also die Bioökonomiestrategie, wenn man da reinguckt in Deutschland, steht ja schon vorne drin, dass wir 2/3 im Grunde genommen der Flächen, die wir für unseren Konsum brauchen, von außen, außerhalb unseres Territoriums gewinnen. Und bei den Rohstoffen sieht es nochmal anders aus. Über 90% liegen eben nicht unter deutschem Boden. Und deshalb mache ich das auch nochmal so stark, uns dessen gewahr zu machen. Ich fand, das kam in dem ersten Beitrag ja schon ein bisschen vor, dass Europa auch ein geopolitisches Interesse daran hat, diese Ressourcenfragen nicht nur als Umweltfragen zu verstehen, sondern tatsächlich als Stabilitätsfragen und als Zukunftsfragen. Und ich glaube, dass das in der Wirtschaft eben auch sehr viel stärker inzwischen schon verstanden ist. Und wir haben das ja tatsächlich auch durch den großen Schwung in der Finanzindustrie Richtung Risikenkalkulation, zumindest beim CO2, schon gesehen. Und es wird sich in anderen Bereichen fortschreiben. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Geht es in Richtung Landgrabbing? Geht es in Richtung Sichern dieser Ressourcen? Oder ist nicht das, und den Punkt möchte ich heute stark machen, eben genau die Einladung zu sagen, wie kommen wir zu dem zweiten Punkt im Green Deal, der Kreislaufwirtschaft, also wirklich einer systematisch gedachten Circular Economy, wo wir in Deutschland noch relativ weit weg sind, davon überhaupt das Konzept so breit zu denken, weil wir das irgendwie nur auf unseren grünen Punkt, gelben Sack reduziert haben. Aber das ist eigentlich nur der Anteil End of Pipe. Was mache ich mit dem Müll, der schon da ist?
Und die Circular Economy geht ja viel weiter. Die fängt einfach an der Art und Weise, wie wir in den Boden eingreifen, an oder in die Ökosysteme an, bis hin zum Materialdesign, bis hin zum Produktdesign, damit es überhaupt im Kreis geführt werden kann und wir die Ressourcen, die dort eingespeist wurden, auch einfach wieder gewinnen können. Das wäre für mich eine der ganz großen Herausforderungen, wenn ich mir überlege, was ist ein zukunftsfähiges Modell auch. Und in dem Kontext, ich muss es einfach mal explizit erwähnen, bekümmert es mich, dass so eine Studie wie von McAfee jetzt dauernd wieder bemüht wird, zu zeigen, ja, wir können doch ganz toll viel Wachstum mit wenig Ressourcenbrauch verbinden. Das heißt, die kapitalistischen Industriegesellschaften, die reichen Gesellschaften sind die, die grüner sind inzwischen als die anderen. Das schafft man nur, wenn man 20 Jahre Debatte über ökologische Fußabdrücke im Sinne von einer Life-Cycle-Assessment-Geschichte, einer globalen Betrachtung, wo nehme ich die Rohstoffe aus dem Boden, die ich dann innerhalb meines Landes verwende, ignoriere. Das heißt, es ist für mich hoch erstaunlich aus der Wissenschaft heraus, warum solche Analysen immer noch als ein Beweis gelten dürfen, wenn sie in der UN, im International Resource Panel, in anderen Kontexten einfach nicht den Indikatoren entsprechen, die dort in dem internationalen State of the Art der Wissenschaft erarbeitet und diskutiert wurden. Ich möchte das einfach einmal voranstellen, weil ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, hier jetzt ernsthaft zu bilanzieren. Und wenn wir dann eben reinschauen und überlegen, was sind dann die Herausforderungen mit der ja möglichst ressourcenarmen Art und Weise dann auch eine Industrienation umzubauen, sind wir natürlich sektoral bei den Bereichen, die schon angesprochen wurden. Also wie können wir überhaupt, wenn wir ein Energiesystem komplett elektrifizieren wollen und dann natürlich auch noch die Autos elektrifizieren wollen, die Digitalisierung elektrifizieren wollen, wie kann man auch da dann frühzeitig möglichst darauf achten, A, wo kommen die begrenzten Ressourcen her, B, wie können wir auch da schauen, dass das Recycling gut funktioniert, aber auch C, wie müssen wir auch auf Energiesuffizienz achten zunehmend, weil A, die Prozesse aus einer fossil betriebenen Energiewirtschaft in eine erneuerbar betriebene Energiewirtschaft tatsächlich natürlich diese Umbauphasen brauchen und wir nicht von heute auf morgen das hochfahren können und B, insgesamt dann eben auch tatsächlich die Frage ist, was ist der maximale Energieverbrauch, von dem wir sagen können, wir schaffen das mit der Dekarbonisierungsstrategie. Also überhaupt anzufangen, sich dem zu nähern, so einer Idee von maximalem Verbrauch ernsthaft zu nähern. Wir nennen das aus der Wissenschaft eben Science-Based Targets. Und wir haben das bei der CO2-Debatte jetzt immerhin ja geschafft, mit dem Budget rechnen, aber wir sehen natürlich, politische Strategien sind nicht im Einklang mit dem, was tatsächlich noch an CO2-Budgets für die einzelnen Länder zur Verfügung stünden. Das heißt, da gibt es einen riesen Nachsteuerbedarf und Gott sei Dank finde ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit inzwischen aus der Wirtschaft zum Teil, als ich das im öffentlichen Diskurs wahrnehme, zumindest einem Teil der Wirtschaft. Und das ist ja auch interessant und wichtig zu überlegen, wem höre ich dazu. Der nächste Punkt, der mir dann sehr aufgefallen ist, wie wenig wir uns eigentlich tatsächlich noch, und das war eine der Sektoren, die aufgelistet waren, dem Bausektor gewidmet haben, weil ich den Eindruck habe, sowohl Stahl als auch Zement, was könnten da für alternative Materialien beispielsweise, da geht es nämlich los, wenn ich die Circular Economy nicht nur am Schluss anschaue, sondern am Anfang. Wir haben jetzt sehr stark Holzbauweise als eine Alternative stark gemacht in den Gutachten. Was braucht es da für Veränderungen an den Standards, an den Regularien, einfach damit Wirtschaft in der Richtung auch umdenken und umbauen im wahrsten Sinne des Wortes kann. Gerade wenn wir jetzt sehen, dass viele der Recovery-Programme in tatsächlich ja auch Infrastruktur fließen sollen. Als nächstes die Digitalisierung. Wir hatten ein großes Gutachten Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich finde es gut, die deutsche Ratspräsidentschaft hat versucht, es stark zu machen und ich glaube, auch da wäre es jetzt wichtig, wenn wir schauen, ich glaube 37% sind es inzwischen, die für Klimamaßnahmen sein sollen vom Recovery Fund und dann nochmal 20 für Digitales. Wie kriegen wir das auch sinnvoll verknüpft? Auch in dem Konjunkturprogramm jetzt, was wir gesehen haben auf der deutschen Ebene, künstliche Intelligenz per se, Quantencomputing per se. Wie kriegen wir das systematisch zusammengedacht, dass wir tatsächlich sagen, der Technologieschub, all die neuen Möglichkeiten hilft uns, diese Sollbruchstellen wirklich systematisch anzugehen und auch zu lösen. Also tatsächlich grüne Digitalisierung als einen Standortvorteil des europäischen Kontinents auch mal zu Ende zu denken. Weil ich glaube, dass das war so ein Punkt, der mir durch den Kopf ging, wenn wir anschauen, die Export Struktur und dann die Informationstechnologie. Mich interessiert sehr, was da drin ist. Also ich glaube, wir brauchen in Zukunft industrielle Produkte. Wir brauchen eine Art, uns fortzubewegen. Wir brauchen Häuser, wir brauchen Maschinen. Wenn man sich anguckt, E-Commerce und Plattform, also Kommunikation, war ja ein großer Zuwachs, der erstmal in der ersten Welle der Digitalisierung auch stattgefunden hat.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob es hilft mit einem reinen ICT-Label. Das hätte mich sehr interessiert, da reinzuschauen, was fällt denn in die Definition, was eben ICT-Exporte sind. Ist es da wirklich so schlimm, dass wir uns in Deutschland vielleicht auf tatsächlich Industrie 4.0 und all dem, was daraus sich entwickeln kann, wenn man systematisch weiterdenkt, auch fokussieren? Das, glaube ich, verdient, da reingeschaut zu werden. Und als Abschluss dann vielleicht, ich glaube, diese Steuerdiskussion finde ich insofern interessant, weil wir natürlich mit so Dingen wie Digitalsteuer, also warum sollten sich die Konzerne, die unsere Infrastruktur, unsere Bildung etc., in die wir steuerfinanziert investiert haben, nutzen, dann eben auch an der Refinanzierung beteiligen. Ist ja eine der Debatten, wie man die großen Konzerne da eventuell beteiligen könnte. Ein anderer Teil, den wir sehr stark diskutieren, der sowohl auf der sozialen als auch der ökologischen Ebene und besonders in der gemeinsamen, wie beispielsweise in der Landwirtschaft wirken könnte, wäre dieses Abschöpfen von Renten auf Ressourcenbesitz. Also sei es Landbesitz, unproduktives Einkommen wird es auch genannt bei den Ökonomen, gibt es eigentlich auch einen breiten Konsens, wäre für mich so das Nächste nach einer CO2-Steuer, das Marktversagen, dort einfach mal zu sagen, unverdiente Einkommen aus reinen Spekulationsgewinnen oder Wertentwicklungsgewinnen heraus könnte man systematisch besteuern, hätte eine andere Einnahmequelle und würde auch den Anreiz eben rausnehmen, sich dadurch das viele günstig verfügbare Geld in ein Mehreinkommen auf privater Ebene durch Mietsteigerung, Pachtsteigerung etc. zurückzuführen. Ich glaube, der Stress im Wohnmarkt innerhalb der Ballungszentren kommt viel durch die Bodenpreise. Ich habe mit den Genossenschaften darüber mal gesprochen und bei den Bauern könnte man da auch nachfragen. Das heißt, was sind nochmal so wirkliche effizienzsteigernde Formen der Besteuerung, wo viele Ökonomen mitgehen würden? Könnten wir die Einkommensseite sicherlich steigern, ohne dass es da einzelne Geschäftsmodelle besonders treffen muss. Dann Right to Repair, Ökodesign-Richtlinie, all solche Geschichten wirklich systematisch zu überlegen, wie können wir das schaffen, dass die Art, wie die Industrie funktioniert, sich auf diese wirkliche Situation einlässt, dass es planetare Grenzen gibt. Weil, also neue Erschließung von Minen, das wird jetzt ja wirklich diskutiert auf dem europäischen Kontinent, das wäre, glaube ich, genau das Moment, wo wir ähnlich wie der Klimawandel, der zu uns kommt, auch merken, wie viel wir eigentlich momentan darauf angewiesen sind, dass die Ressourcen in anderen Ländern mit all den ökologischen und sozialen Verwerfungen, die damit einhergehen, abgebaut werden. Wenn wir jetzt hier wieder im größeren Stil tatsächlich Minen eröffnen würden im europäischen Kontinent, da hätten wir vielleicht auch noch ein anderes Bewusstsein darüber zu diskutieren, was tatsächlich eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft sein sollte, weil das unseren Lebensraum direkt betreffen würde. Und damit lasse ich es erstmal als Ausgang. Ja, ganz herzlichen Dank an das Forum New Economy für die Einladung. Es ist immer sehr schön, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und ich muss gestehen, ich war so ein bisschen deprimiert, jetzt die ersten drei Vorträge zu hören, denn häufig hat man den Eindruck, wir reden in die, ja, vielleicht ein bisschen aneinander vorbei oder umgekehrte Schlussfolgerungen. Einmal höre ich über das goldene Jahrzehnt, wirtschaftlich gesehen, für Frankreich zumindest, für Deutschland vielleicht auch. Und gleichzeitig, wenn man jetzt über Klima, Umwelt, Biodiversität hört, dann hat man das Gefühl, es könnte ja vielleicht sogar ein verlorenes Jahrzehnt sein, weil wir viele der wichtigen Reformen vielleicht noch nicht verstanden haben. Und für mich ist die Frage, wie man diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringt, einmal gesamtwirtschaftlich die Frage, was ist Wohlstand, und gleichzeitig eben nicht nur über die nächsten fünf oder zehn Jahre schaut, sondern darüber hinaus. Und da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um viele Dinge. Und ich will noch einen anderen Aspekt hinzufügen in meinem Beitrag. Das war der Auftrag, der aber hoffentlich auch in diese Diskussion passt, nämlich die soziale Komponente. Dass wir eben nicht nur gesamtwirtschaftlich denken können oder über Umwelt, Klima, sondern auch anschauen müssen, wie unterschiedliche Menschen sich entwickeln, unterschiedliche Chancen haben. Und eine meiner großen Sorgen ist, dass wir durch diese Pandemie eine Zunahme der sozialen Polarisierung haben. Also ja, viele Menschen aus dieser Krise herauskommen, mit Chancen wirtschaftlich sehr hervorragend entwickeln, Chancen wahrnehmen, aber dass viele Menschen eben auch hinten runterfallen. Und eine der großen Herausforderungen, die ich in den letzten Jahren sehe, aber zunehmend auch für die kommenden Jahre, ist die, die ich immer gerne mit drei Ps beschreibe. Populismus, Protektionismus und Paralyse, fehlende Reformwillen. Und klar, ich mit 8 Minuten will ich jetzt die Punkte nur kurz anreißen. Natürlich Populismus, wir sehen es in den USA, wir sehen es in Großbritannien, wir sehen es in vielen Teilen, auch in Deutschland. Wir sehen den Protektionismus, Veronika hat das angesprochen, was den globalen Welthandel betrifft. Und es gibt viele, viele andere Dimensionen, auch national.
und die Paralyse, dass wir eben viele der wichtigen Reformen, gerade das, was Maya eben erzählt hat, über Nachhaltigkeit im Bereich Klima, im Bereich Diversität, zu wenig angehen. Ich möchte, wie gesagt, meine Kommentare auf einen Aspekt fokussieren, der mir große Sorge macht, und das ist die soziale Polarisierung, die für mich eine ganz entscheidende Rolle spielt, als Erklärung für diese drei Ps. Und die Sorge, dass die Corona-Pandemie diese soziale Polarisierung weiter erhöhen könnte. Und das ist alle auch das, was wir jetzt in dieser Pandemie sehen. Die Menschen, die am stärksten betroffen sind, sind Menschen mit geringem Einkommen. Wenn man sich anschaut, wer sind die 7,5 Millionen, die zumindest im Mai in Kurzarbeit waren, Menschen 600.000, 700.000 mehr, die wir Arbeitslose in Deutschland haben, sind häufig Menschen eher mit geringem Einkommen, mit schlechterer Absicherung, mit geringerer Qualifikation, also auch die Sorge, was passiert nach der Krise. Also wir werden wahrscheinlich nicht den Beschäftigungsboom haben, den wir in den 2000er Jahren gesehen haben. Wir sehen es aber auch in vielen anderen Dimensionen. Wir sehen es klar über Industriesektoren hinweg. Ich will mich aber eher auf die Individuen konzentrieren. Wir sehen, dass die regionalen Ungleichheiten in Deutschland in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen haben. Wir weniger Ost-West. Ich glaube, die Wiedervereinigung war wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. 80% durchschnittliches Einkommen im Osten relativ zum Westen. Wenn Sie das mit jedem anderen europäischen Land vergleichen, ist es eigentlich ein sehr starker Aufholprozess. Aber ich mache mir Sorge, dass wir ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle haben in Deutschland. Und das hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet. Wir sehen, dass gerade in dieser Pandemie Familien besonders stark leiden, dass vor allem Frauen darunter leiden. Manche haben gesagt, dass wirft das Thema Gleichstellung um 10 oder 15 Jahre zurück, weil viel dieser zusätzlichen Aufgaben von Kinderbetreuung, von Hausarbeit eben von Müttern gemacht werden, von Frauen gemacht werden. Wir sehen es auch bei der Beschäftigung jetzt in der Pandemie, dass eher Frauen, dass eher Mütter ihre Arbeitszeit zurückschrauben. Wir sehen aber auch, dass beim Thema Chancengleichheit, zum Beispiel im Bereich Bildung, die Schere weiter aufgeht, dass Kinder in einkommensschwächeren, bildungsferneren Familien in dieser Pandemie deutlich schlechtere Chancen hatten, deutlich stärker abgehängt wurden, dass auch da die Schere aufgeht. Und viele sagen, das ist ja nur ein halbes Jahr, bei dem, wo die Kitas und Schulen zu waren, das wird schon nicht so schlimm sein. Aber ein halbes Jahr ist häufig extrem viel, was schwer aufzuholen. Also wir sehen es in vielen, vielen Bereichen, dass die soziale Polarisierung auch innerhalb unserer Gesellschaft zunimmt. Nicht nur innerhalb Europas, auch hier nimmt die Divergenz tendenziell eher zu. Und Veronique hat das, glaube ich, ganz schön beschrieben, als sie die europäische Dimension stark betont hat. Und für mich ist ein wichtiger Punkt, der aus dieser Pandemie rauskommt, dass wir eben nicht nur auf diese kurzfristige Stabilisierung fokussieren dürfen. Wie können wir möglichst viele Arbeitsplätze schützen und Unternehmen vor der Pleite retten? Das ist richtig. Sondern dass wir dabei diesen Strukturwandel, die langfristige Perspektive in Bezug auf Klima, Umwelt, aber auch in Bezug auf Digitalisierung, auf Innovation und Bildung nicht vergessen dürfen. Und in vielerlei Hinsicht ist die Gefahr groß, dass wir alte Strukturen zementieren und damit den Strukturwandel schwerer machen. Ich will enden mit einer optimistischen Note. Und es gibt viele Gründe, pessimistisch zu sein, die soziale Polarisierung auch in Bezug auf Klimaschutz zu sagen, das wird in den nächsten 10 Jahren eher schwieriger. Aber ich glaube, was die Krise doch sehr deutlich zeigt, ist es, dass es auch gute Gründe für Optimismus gibt. Dass die Solidarität in dieser Krise extrem stark war. Schönes Beispiel für mich ist das systemrelevanten Berufe, die in Deutschland im Durchschnitt schlechter bezahlt sind, weniger Anerkennung bekommen und hauptsächlich von Frauen gemacht werden. Und viele jetzt realisiert haben, Lehrerinnen und Lehrer, Kinderbetreuer und Betreuer, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, viele Berufe, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden, jetzt eigentlich endlich mal eine Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdienen, und dass da ein neues Bewusstsein ist und auch ein Weckruf ist, dass wir Dinge anders, eine andere Wertschätzung geben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube auch, dass uns bewusst geworden ist, wie gut, wie wichtig ein starker Staat ist, starke, gute staatliche Institutionen, starker Sozialstaat. Der Grund, weshalb Deutschland besser durch die Krise gekommen ist als viele andere, glaube ich, hängt ganz zentral mit starken, guten staatlichen Institutionen, auch im starken Sozialstaat zusammen. Und der letzte Punkt für Optimismus als Wissenschaftler, muss ich das sagen, bin ich aber auch fest davon überzeugt, dass wir eine sachlichere Debatte führen, dass die Wissenschaft eine stärkere Bedeutung gewonnen hat. Denken Sie an die Virologen, die einfach sehr viel
oder es der Politik sehr viel schwerer gemacht haben, Dinge zu entscheiden, die vielleicht nicht im Interesse der Menschen ist, sondern hier die Politik zu einer stärkeren Rechenschaft ziehen. Also für mich im Kurzen, glaube ich, gibt es auch viele Gründe, optimistisch zu sein, was die kommenden Jahre betrifft. Aber dafür würde ich mir halt dieses neue Bewusstsein wünschen, dass wir diese Krise auch als eine Chance verstehen. Dankeschön. Thomas, jetzt nehme ich an, soll ich moderieren, weiter moderieren? Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also Thomas Fricke sagt mir, wir müssen kurz nach 6 ganz pünktlich fertig sein, weil dann der Minister kommt. Wir haben jetzt 10 vor. Mein Vorschlag wäre es, wenn das in der Runde okay ist, dass wir sofort zu Fragen aus dem Publikum gehen. Auch gerne an Veronique in Englisch. Ich gucke mal in die Runde, wer beginnen möchte. Da streckt sich jemand ganz da hinten, aber das war, glaube ich, keine Frage. Wer möchte beginnen? Vielleicht kann ich mit einer Frage an Sie und euch beiden beginnen, weil es für mich so ein bisschen einmal die goldenen Jahre, das goldene Jahrzehnt, vielleicht an Sie, Herr Schmieding. Sehen Sie damit eine Möglichkeit, diese beiden Perspektiven zu verbinden, zu sagen, Strukturwandel, stärkeres Bewusstsein, stärkere Fokussierung auf Nachhaltigkeit ist durchaus vereinbar mit dem goldenen Jahrzehnt? Ja, danke schön. Zunächst einmal, Deutschlands goldene Jahrzehnt, die letzten 10 Jahre, sind meines Erachtens mit ein Grund dafür, warum bei uns diese Probleme, soziale Polarisierung, Aufstieg des Populismus, zwar leider auch da sind, aber im Durchschnitt eher weniger als in vielen anderen Ländern, wo wir das stärker sehen. Also mit einer Wirtschaft, in der Unternehmen gute Arbeitsplätze schaffen, wie bei uns, haben wir eben die Grundlage, dass wir vieles angehen können. Wir können aktuell Italien helfen. Wir können es besser verkraften, uns nachhaltig aufzustellen. Insofern, das ist meine Grundaussage. Ich bin nicht derjenige, der sagen kann, wie genau wir es jetzt machen sollen, was das bessere Konzept ist als das BIP. Ich kann nur sagen, ich höre, es gibt große Herausforderungen, aber mit einer starken Wirtschaft, deshalb eben Vorsicht bei der Steuerpolitik, Vorsicht bei den Sozialversicherungsbeiträgen, immer daran denken, was bei uns die guten Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen schafft. Auf einer soliden Wirtschaft können wir auf der Basis sehr viel erreichen, das hat Deutschland gezeigt. Und ich sehe mit Freude die Reform in Frankreich, in anderen Teilen Europas und denke deshalb, dass wir eigentlich alles in allem auf einem Wege sind hin zu dem Optimismus, Herr Fratscher, den Sie gerade zum Glück etwas verbreitet haben. Aber in manchen Bereichen haben wir es nicht erreicht. Jetzt, wenn wir mal Klimaschutzziele nehmen, andere auch nachhaltig im breiteren Sinne, Digitalisierung, wo Deutschland weit abgehängt ist, wenn man sich jetzt mal die digitale Infrastruktur anschaut, da würden Sie zustimmen, dass es kein Erfolgsmodell war. Völlig richtig. In Deutschland gibt es viel zu kritisieren, wie überall. Und auch ich hätte mir gewünscht, wenn wir vielleicht im Staatshaushalt ein kleines weniger Schuldenabbau gehabt hätten und etwas mehr digitale Investitionen und in die Bildung, wenn wir statt der Rentengeschenke dort angesetzt hätten. Auch bei uns hätte sich einiges besser machen lassen können. Aber immerhin, wir haben die Basis, das ist das Einzige, wir haben die eigentliche Punkt, wir haben die wirtschaftliche Basis gelegt, um uns einiges leisten zu können in den Richtungen, die wir brauchen. Maja, was ist deine Reaktion? Also Olga Schmieding sagt im Prinzip, wir brauchen diesen Wohlstand oder dieses Wachstum, damit wir uns das dieses Thema, dass wir das leisten können, dass wir halt diese Gelder haben für Nachhaltigkeit, auch für andere europäische Länder. Also wenn ich mir die letzten 10 Jahre anschaue, da war ja was vor 10 Jahren, ne? Das nannte sich Finanzkrise und da haben wir ja schon mal unheimlich viel öffentliches Geld und öffentliche Stabilisierungsmaßnahmen und so weiter in die Hand genommen und wenn ich mir überlege, wo die hingeflossen sind, finde ich nicht, dass wir die besonders schlau eingesetzt haben, sondern die haben ja genau diese Entwicklung von Wertentwicklungen im Bestehenden und im Bestand eigentlich auch sehr stark angeschoben und nicht unbedingt ist alles in der produktiven Verwertung in der Realwirtschaft gelandet, sondern zum Teil eben auch einfach in Vermögensbudgets und das sind ja die neuen Rechnungen, wo man auch versucht hinterherzulaufen. Das heißt, wenn man da schon ein bisschen mutiger gewesen wäre, da haben wir damals ja auch die Vergleiche gemacht, ne? Südkorea mit dem grünsten Recovery Fund und da war Deutschland ziemlich abgeschlagen und vielleicht hätte man da auch vorher eben schon einige dieser Umsteuermöglichkeiten anreizen müssen. Jetzt hängen wir da so ein bisschen hinterher.
hinterher. Und wenn wir uns jetzt das Konjunkturpaket anschauen, ist das für viele, die länger schon an dem Bereich nachhaltige Transformation arbeiten, eigentlich so eine Sollbruchstelle gewesen. Ne? Also Mobilität neu denken, wie können wir die öffentlichen Verkehrsmittel wieder stärken, wie können wir das insgesamt auch in der Kostenstruktur für Menschen günstiger machen, weil wir sehr auf Auto gesetzt haben, inklusive dessen, was ich mir leisten kann, wo ich damit hinkomme. Also da hätte man sicherlich vor 10 Jahren anfangen können mit der Überlegung, was braucht es denn eigentlich langfristig für eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur? Und dann sind Bildung, Mobilität, aber eben natürlich auch Behausung und wie baue ich die Städte, wie baue ich nach? Modulares Bauen für mich sind die spannendsten im Moment, die Architects for Future, die wirklich sagen, wir möchten komplett anders bauen. Wir möchten auch Lebensräume ästhetisch wieder machen. Wir möchten modular, wir möchten im Bestand umbauen, anstatt dass wir alles dicht siedeln, wo wir von den Ökologen und Agrarökonomen hören, sehr gut, weil wenn wir immer noch mehr in diese Filetstücke um die Städte rumgehen, wo eben sehr gute Bodenfruchtbarkeit ist und das alles dicht machen, macht auch nicht viel Sinn. Also ich glaube wirklich, dass wir da systematischer die sozialen, ökologischen Ziele zusammendenken können. Und dann sollten uns die ökonomischen Instrumente helfen, dass das gute Geschäftsmodelle werden. Und Geschäftsmodelle können sich innerhalb eines Unternehmens verändern. Das ist mir auch wichtig. Also es geht ja nicht darum, dass nicht Unternehmen, wenn sie innovativ sind, ihr Geschäftsmodell anpassen können. Und da, glaube ich, sind wir bei einigen großen Sektoren ein bisschen arg zahm gewesen und haben dann auch die Konsequenzen zu spüren bekommen. Na, danke, ganz kurz. Ich will Ihnen sicherlich nicht im Grundsatz widersprechen, nur einen kleinen bisschen Ehrenrettung für diejenigen, die 2008, 2009 die politischen Entscheidungen getroffen haben. Sie haben, wenn man es vergleicht mit der großen Finanzkrise 1929, die wesentlichen Dinge, die damals wirklich wesentlichen Dinge, richtig gemacht. Wir hatten am Ende 2019 überall in der westlichen Welt Rekordbeschäftigung. Wir haben die Massenarbeitslosigkeit damals vermieden. Aber Sie haben recht, es gibt gesellschaftliche Lernprozesse. Und ich finde es heute sehr gut, dass die heutigen Programme, Reaktionen auf die Pandemie, tatsächlich zeigen, man hat auch einiges von dem, was Sie sagen, gelernt. Heute haben wir ja auf EU-Ebene den grünen Fokus. Heute haben wir einen etwas anderen Fokus bei der Reaktion auf die Krise. Insofern als Ehrenrettung, auch Gesellschaften brauchen halt Zeit zu lernen. Und ich bemerke, es gibt immerhin diesen Lernprozess, auch wenn wir uns natürlich immer wünschen würden, er könnte auch schneller sein. Und jetzt muss ich zur Ehrenrettung all derjenigen, die dazu auch damals schon geforscht haben, sagen, es gab auch da die ganz klare Dreiteilung zwischen kurzfristiger Stabilisierung und dann mittelfristig den Instrumenten, die uns längerfristig das mit dem Umbau ermöglichen würden. Also da muss ich auch Ehrenrettung halten und ich finde es super, wenn diese Stimmen heute und Studien mehr gehört werden als damals. Aber es ist nicht so, dass es sie nicht gab. I want to bring in Veronique. Can you hear us? Veronique? Yeah. I have one question for you. And you talked a lot about Europe, and we were just talking about the golden 2000, the decade of the 2010s, and we were discussing how good were they. And you talked about Europe in particular and the need for European integration. One concern about the 2010s in Europe was that we have seen a decade of divergence. So differences across countries have been increasing. And if you think about it from a sustainability point of view, it is a major problem that the rich countries are growing more quickly and poorer countries are falling behind further. So we see Italy, Spain, Greece, some of the other European, Southern European countries falling behind massively. Now, what is your interpretation? Is that a problem for Europe? And if you look now into the future, can Europe successfully deal with that divergence process in order to have this convergence? You talked about the speech by Ursula von der Leyen, who always emphasized it's important that Europe is growing together. And what we've seen over the past 15 years is quite the opposite. Well, actually, I think that the origin of a divergence between European countries are largely coming from the degree of industrial specialization. And to this respect, in a context where global demand was still very strong, certainly Germany has performed much better than other countries. We all know that the Italian industry, for example, has suffered a lot from a lack of competitiveness and has much more been affected by the strong euro, as well as some parts of the French industry. So I really think that most of these divergences
did come from the ability, the different degree of ability of the industrial activity to perform in this global environment. Now the global support is fading away. I think Germany is beginning to realize that the global context is changing, and probably for a long period. And to some extent, as far as I understand the situation, my understanding is that Germany is now beginning to converge to a certain degree, where the other countries to converge towards other countries and begin to have the same kind of difficulties. And to this respect, I underline the lack of productivity growth, which if you don't have productivity growth, you simply don't have more to invest, not enough revenues to share between people, and at the end of the day, it's populism. So, I mean, to me, this global change, this change in the global environment is really telling us that we need to be careful and to reinforce all together our action to build our future growth. So yes, we absolutely need to go ahead all together. That's very important, I think, to help and to support the change in the weaker countries. To promote the future local demand. And because as far as I understand, the global environment will no longer provide our industries and our economy with this necessary increase in demand. So we need to rebuild. And to this respect, the climate issue is welcome because it is forcing us to reinvest to, well, it's a positive destruction. And I really think that investing in the climate issue and environment issue will help to renew and to rebuild productivity growth and new jobs and an over-organization also of European and of Europe and European countries. I hope you're wrong, Veronique, with all due respect on Germany, that it's slowing down and converging. I think to me the big question is countries like Italy, will they be able to catch up? And we have countries like Italy that have been in economic crisis for pretty much 15 years since the global financial crisis, and who have a very high unemployment rate, very high youth unemployment, very low productivity. And the big question is, can they catch up? And what is the help Europe needs to give to them? Is the recovery fund enough for countries like Italy to catch up? Well, I'm more concerned about the Spanish economy because Italy has this chance to be relatively well diversified. However, if we really want to help those countries, and Italy in particular, I would say, money is not enough. We know that the Italian government will have money to invest or to do to support its economy. The question is to do what and to invest where. And I think that Europe and European politicians should really reinforce their views and give more guidance to government and precisely to go in the same direction and in ensure that the common actions will help to reinforce the efforts that the different governments will do to improve their economic situation. So I think we have no solution apart from being more supportive and to help different countries of the region to reinforce their economic situation. I think it is possible still, but probably those countries need more help in terms not of money, not a quantity of money, a quantity of help, but how they manage their transformation in a more climate-friendly direction and to ensure that these efforts that we are doing all together will pay on the long run. Thank you very much, Veronique. Ich schaue noch einmal schnell
in die Runde. Vielleicht für eine ganz kurze Frage haben wir noch eine Zeit. Ganz hinten, bitte. Ich gebe die Frage an euch, Sie beide. Wer möchte beginnen? Ganz einfach in beides. Investition in Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft stark bleibt. Und wenn unsere Wirtschaft stark bleibt, dann ist es umso leichter für uns, den Klimawandel von uns aus zu bekämpfen, weil wir dann die Transformation, weil wir dann mehr Mittel haben für die Transformation. Aber können wir die Schulden dann so schnell abbauen? Durch Wachstum können wir die Schuldenquote wieder runterkriegen, wie in den letzten 10 Jahren. Ja. Und außerdem möchte kein Mensch das US-amerikanische oder chinesische Digitalisierungsmodell geschenkt haben. Gucken Sie sich mal bitte die Gesellschaften an, die da drumherum leben. Also ich glaube wirklich, dass wir in Europa auf einem guten Weg sind, zu überlegen, was ist eigentlich ein Digitalisierungsmodell, was immer noch auch Bürgerrechte schont und schützt, was tatsächlich Nachhaltigkeitszielen dienen kann, was damit die neuen Technologien und neuen Produkte für tatsächliche Bedürfnisbefriedigung der Menschen in den Vordergrund stellt. Ich würde es niemals gegeneinander ausspielen, sondern Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck im idealen Fall, um tatsächlich A, unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und Digitalisierung per se ist niemals ein Zweck in sich selbst. Digitalisierung qua Digitalisierungswillen ist Quatsch. Und wir sollten uns dringend angucken, was die Kollateralschäden sind auf gesellschaftlicher Ebene im Sinne von Privatsphäre, Überwachung, aber tatsächlich eben auch gesellschaftlichen Verwürfnissen vielleicht, die diese Form von Digitalisierungsmodellen in den USA und China ermöglicht haben. Das bringt uns zum Ende des Panels. Ich glaube, es war ein sehr schönes Schlusswort. Würde ich nichts hinzufügen. Es war ein Tour de Force. Ich glaube, wir haben viele Themen abgedeckt. Gesamtwirtschaftlich leben wir in goldenen Jahren oder haben goldene Jahre gehabt. Beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht weniger. Ich glaube, da hat man sehr schön die Widersprüche gesehen. Die europäische Dimension, die Veronique reingebracht hat. Denke ich, ist mal wichtig, dass wir eben nicht nur auf einer Insel der Glückseligen leben oder isoliert leben, sondern in einem internationalen, europäischen Kontext vor allem. Und ich glaube, wir haben ja ganz schön die paar der Widersprüche der Konfliktlinien aufgezeigt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Zumindest sehe ich wache Gesichter, auch wenn nur eine Frage kam, und würde dann das Panel beenden und an Thomas Fricke zurückgeben. Weil in diesem Moment unser nächster Gast reinkommt. Ich bleibe gleich hier, Herr Spahn, wenn ich Sie von hier oben begrüßen darf. Sparen wir uns den Weg. Wir sind sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, dass Sie da sind, trotz der aktuellen Entwicklung, die Zeit finden, sich genommen haben, mit uns ein paar Momente drüber nachzudenken, ein bisschen eine grundlegendere Frage. Wir haben mit unserem Forum letzten Herbst, als wir gestartet sind, einen Plan gemacht, dass wir im Frühjahr einen Workshop machen, How to prepare for the next crisis, wie bereiten wir uns auf die nächste Krise vor, waren mitten in der Planung und haben dann irgendwann im Februar, März gemerkt, wir sind mitten in der Krise und müssen schon sehr schnell reagieren. Und Sie waren in dem Moment der Gesundheitsminister, wo in dem relevanten Bereich die Krise ausgebrochen ist, die natürlich viele Leute irgendwann mal irgendwie vorhergesehen haben, aber niemand in der Form und jetzt und in dieser Zeit. Und Sie haben darauf sehr schnell reagieren müssen. Die Bundesregierung insgesamt hat darauf sehr schnell reagieren müssen. Und wir sind sehr gespannt darauf, Ihre vorläufige Bilanz dieser Zeit auch zu hören, wie Sie darauf reagiert haben, was gut, was nicht gut war, auch in diesem unserem Thema wirtschaftlich und was wir daraus lernen können, was Sie daraus lernen für die Entwicklung für Deutschland, für das Staatsverständnis, was wir haben und für die Frage, ob wir möglicherweise aus dieser Krise auch etwas lernen können für künftiges Staatsverständnis und wie wir da vielleicht Dinge auch neu definieren. Ich darf Sie bitten, die Keynote zu halten und freue mich sehr auf Ihren Input. Ja,
vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist direkt von der Treppe zu Ihnen, aber mit 40 geht das nicht mehr so leicht, aber es geht. Vielen Dank für die Einladung, Gelegenheit zum Austausch und vor allem auch nochmal einen Blick über das aktuelle Geschehen hinaus. Wir sind ja, morgen ist wieder Ministerpräsidentenkonferenz, gerade wieder sehr natürlich in dieser Krise, im Alltag der Krise. Aber ich finde, es lassen sich jetzt schon auch mit den Erfahrungen der letzten Monate und gerade mit Blick auf Staatsverständnis im Übrigen auch schon die ersten Schlüsse ziehen, die ersten Schlussfolgerungen ziehen, weil an vielen Stellen das, was wir erlebt haben, erfahren haben, gesehen haben oder auch was wir jetzt sehen, was sich entwickelt, eigentlich Dinge triggert, die vorher schon da waren. Also viele Themen, die werden jetzt nicht völlig neu sein, die ich anspreche, die waren vorher schon da, die waren uns auch bewusst, aber sind natürlich nochmal ganz anders im Brennglas auch zu erkennen gewesen, deutlich geworden oder auch jetzt noch immer deutlich. Wir sind ja noch mitten in dieser Pandemie, weil Sie übrigens gerade Krise ansprachen. Aus einer Diskussion, die ich heute hatte, eine weitere Krisenlehre ist ja so ein Satz, den man immer sagt, aber er stimmt halt, there's no glory in prevention, weil ich heute schon wieder den schönen Satz hörte, ist ja nichts passiert, eure Maßnahmen waren überflüssig. Dass nichts passiert ist wegen der Maßnahmen und des Umstandes, dass wir im März gemeinsam als Gesellschaft sehr frühzeitig reagiert haben und vor allem mit einer hohen Akzeptanz bis heute ja spannenderweise, da darf man sich ja auch von manchen Bildern, von manchen Demonstrationen nicht irritieren lassen, geht dann auch manchmal unter. Ist noch so eine andere Lehre, auch aus dieser Krise. Was ist immer mit Blick aufs Staatsverständnis, die Rolle des Staates, auch aus Erlebnissen aus den letzten Monaten, mitnehme in diese 20er Jahre hinein und übrigens mit der vollen Überzeugung, dass das auch die 20er Jahre und das Staatsverständnis der 20er Jahre für uns in der Gesellschaft, aber ich das hinzufügen darf, auch für uns in der Union sehr stark mit prägen wird. Sie wissen, dass wir immer vom starken Staat häufig reden als starken Rechtsstaat, Justiz, Polizei, richtig, bleibt auch richtig und wichtig, die Diskussion dort. Dass wir aber eben jetzt auch spüren, und das sind andere Debatten als in den Nullerjahren, übrigens auch andere Debatten als mancher Leipziger Parteitag mit sich gebracht hat, dass aus diesen Erfahrungen der letzten Monate, aber eben auch aus dieser Krise insbesondere hinaus, dass sich manches verschiebt, etwa mit Blick auf den Sozialstaat. Das erlebe ich ja in vielen Veranstaltungen, war auch schon vor Corona zu spüren, aber jetzt eben nochmal viel stärker das Bewusstsein dafür, dass ein starkes Gesundheitswesen, ein starkes Pflegewesen in solch einer Krise Sicherheit gibt. Also ein robuster, ein leistungsfähiger, ein starker Sozialstaat, wo es nicht zuerst um den Streit geht, wer erhöht die Steuern am meisten und verteilt am besten um, sondern ein Sozialstaat, der Infrastruktur gibt, die beschützt, die Sicherheit gibt, die ermöglicht, etwa bei der Bildung, und der sich eben vor allem darüber als Sozialstaat definiert und bei allen Unzulänglichkeiten, die das Gesundheitswesen ohne Zweifel auch im Alltag hat, vor und während der Pandemie, erleben, denke ich, jedenfalls die allermeisten Deutschen gerade in den letzten Monaten nochmal ein ganz besonderes Bewusstsein dafür, wie wohltuend das ist, sich auf dieses Gesundheitswesen verlassen zu können. Übrigens auch wohltuend für die Wirtschaft. Ich hoffe, dass das auch in der Wirtschaft hängen bleibt, das Gesundheitswesen nicht nur Kosten sind bei den Lohnnebenkosten, sondern dass nicht zuletzt ein starkes Gesundheitswesen mitgeholfen hat in dieser Krise, dass wir im Zweifel ungleich schneller haben auch wieder beginnen können, Zug um Zug unter Pandemiebedingungen, aber eben doch beginnen können, bestimmte Bereiche an wirtschaftlicher Aktivität auch wieder zu öffnen oder gar nicht erst zu schließen. Die Kurzarbeit bei VW hat ja nicht die Politik beschlossen, auch wenn das manchmal immer unter Lockdown mitgefasst wird. Die Kurzarbeit in der Industrie ist entschieden worden, weil Absatzmärkte weggebrochen sind und deswegen wir eben die Möglichkeit hatten, von Anfang an wegen eines starken Sozial- und Gesundheitswesens am Ende den Weg zu gehen, wie wir ihn gegangen sind. Wir sehen getriggert ganz anders die soziale Frage, weil Homeoffice klingt nett und bei mir im Ministerium können dann 80-90% Homeoffice machen. Ist alles okay, aber bei Tönnies ist das mit Homeoffice schwer. In der Pflege, für Polizisten, für viele, viele andere. Wir sind im Zweifel hier alle eher in Berufen, wo das möglich ist mit dem Homeoffice. Dass aber 60-70% der Bevölkerung gerade nicht in solchen Berufen ist, darf dabei eben nicht vergessen werden. Und das lässt natürlich die soziale Frage, wer arbeitet wo und unter welchen Bedingungen, die Frage,
von Kinderbetreuung oder nicht möglich gewesener Kinderbetreuung und Erziehung, Bildung über viele Monate nochmal ganz anders erscheinen. Und im Übrigen ergänzte er auch nochmal um die Maßnahmen der EZB und der Zentralbanken in der Krise, wo sich natürlich einmal mehr zeigt, auch in dieser Krise, wenn das Geld billig ist, die Zinsen niedrig, dann am Ende vor allem es für diejenigen Zuwachs bedeutet, die schon viel haben. Am Aktien- wie am Immobilienmarkt, während gleichzeitig in anderen Bereichen, insbesondere da, wo es um Arbeit geht, wir jetzt krisenbedingt eben diese Steigerung nicht sehen. Und die Schere, die wir zu, oder zumindest weiter sich schließend bekommen hatten, in den letzten Jahren, zumindest in manchen Bereichen, insbesondere beim Einkommen, jetzt noch eine sehr spannende Frage sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Jedenfalls bei den Zinseinkünften tut es das nicht. Und deswegen ist eben da auch die Frage, wie wir diese alten Themen, die da sind, wie kann Vermögensbildung, Kapitalbildung eben auch helfen, gerade für kleinere und mittlere Einkommen einen Anteil davon mitzuhaben, übrigens auch für die soziale Sicherung davon mitzuhaben, in den sozialen Sicherungssystemen über kollektive Kapitalbildungsmechanismen zu reden, ist jedenfalls etwas, was ich mir für die Pflegereform, die ich noch vorlegen will, auch in der Diskussion mit vorgenommen habe, weil das aus meiner Sicht eben mit zu dieser sozialen Frage gehört. Also ein sozialer Staat mit einem anderen Staatsverständnis, nicht als Umverteilungsstaat, sondern als Staat, der Sicherheit gibt, der beschützt. Die Frage unserer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von einer Region auf der Welt, die wir sehr schmerzhaft erlebt haben, erfordert aus meiner Sicht ein anderes Staatsverständnis, ein anderes Staatsagieren. Es darf sich nicht in China entscheiden, ob wir ausreichend Schutzmasken für unsere Pflegekräfte in Berlin, Warschau oder Amsterdam haben. Und das ist ja nur Synonym für Themen, die wir auch vorher schon hatten. Wir haben es ja schon vor Corona erlebt, Stichwort Valsartan, wer das erinnert, ein Blutdrucksenker, wo eben wir als Europa, als Welt eigentlich völlig abhängig sind von ein, zwei Wirkstoffproduzenten in China oder Indien. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, wir hier in riesige Versorgungsprobleme kommen. Jetzt muss man das klug definieren. Es geht um ein neues Maß an Globalisierung. Ich bin der festen Überzeugung, es wäre nicht klug, wenn der Exportweltmeister, zumindest der relative Exportweltmeister, jetzt nach dem Motto verfahren würde, alle sollen wieder alles zu Hause herstellen, auch wir wieder. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Aber zu definieren, was sind bestimmte sensible Bereiche, auch und gerade in dem Bereich von Gesundheit, wo wir eben Produktion auch wieder in Europa, in der Europäischen Union haben wollen, das ist aus meiner Sicht schon notwendig. Und deswegen haben wir die Kommission sehr stark vorangetrieben dabei, jetzt auch bald eine Arzneimittelstrategie vorzulegen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Welche Instrumente gehören damit dazu, auch im Vergaberecht, im Bereich von Investitionen und anderes mehr? Und wie schaffen wir es eben, diese Bereiche zu definieren und dann tatsächlich auch in Europa zu halten? Das ist übrigens ein Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland da zu spüren. Die Franzosen sehen diesen ganzen Ansatz eher als Arbeitsplatzgaranten für Frankreich. Und wir sehen es eher als Innovationstreiberansatz, also wollen eher auch gerade in die Bereiche hinein. Da gibt es durchaus schon Dinge, die wir auch auf europäischer Ebene diskutieren müssen. Aber der Ansatz ist jedenfalls gleich. Für mich gehört übrigens ausdrücklich dazu, auch das eine Frage von Staatsverständnis und Staatsermöglichung, in diesem Fall auf europäischer Ebene, das Kartellrecht. Ich finde es bis heute bedauerlich, dass Siemens Alstom nicht haben fusionieren können. Weil es eben nicht reicht, nur einen Binnenblick zu nehmen. Gilt übrigens jetzt auf die Lufthansa. Warum retten wir in dieser Corona-Pandemie die Lufthansa? Ja, auch wegen der Arbeitsplätze. Aber zuallererst doch, weil es für ein Land wie Deutschland als Exportnation, als stärkste Wirtschaftsmacht Europas zum Selbstverständnis gehören muss, dass wir nicht nur noch die Entscheidung haben, ob wir bei United, Air China oder Emirates irgendwie unsere Flüge buchen, sondern dass jedenfalls aus meinem Verständnis, auch aus europäischem Selbstverständnis dazu gehört, dass wir mindestens mal einen großen europäischen Carrier haben. Im Zweifel hätte man die Krise jetzt nutzen sollen, vielleicht sie etwas stärker zusammenzuführen. Aber da sind wir wieder beim Thema Kartellrecht. Wäre das überhaupt gegangen, mit heutigem EU-Kartellrecht einen großen Player in dem Bereich zu schmieden? Telekommunikation, viele andere Bereiche mehr, um die es geht. Bei 5G ist ja die eigentliche Frage nicht, ob wir bei China kaufen oder nicht, sondern warum wir eigentlich sowas gar nicht mehr produzieren und entwickeln in Europa und was dazu eigentlich nötig wäre, eben in der Weltliga wieder spielen zu können. Und ich bin sehr sicher, dieses in der Weltliga spielen wird nur gehen mit einem europäischen Staatsverständnis
das nicht nur auf absoluten Binnenmarkt setzt, nach innen, sondern diesen Anspruch tatsächlich auch formuliert und dann mithilft, auch durch staatliche Maßnahmen, dass es solche europäische Weltligaspieler geben kann. Und dritter und letzter Bereich, mir fehlen noch ein paar mehr ein, aber wir wollen ja diskutieren, den ich dabei gerne ansprechen möchte, ist auch eine Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa, die das in den Blick nimmt, nämlich die Frage, die ja für die 20er Jahre auch übrigens vor Corona schon anders war, aber jetzt getriggert, gerade nach dem Weltwirtschaftseinbruch und den ökonomischen Entwicklungen der letzten Monate, ist noch viel mehr erfordert, dass wir tatsächlich über, ich meine, Innovation ist immer so ein schönes Wort, aber ich mache das immer im Vergleich zum Leipziger Parteitag. Beim Leipziger Parteitag vor knapp 20 Jahren ging es ja für uns darum, in der Debatte, wie wir sie geführt haben, jedenfalls in der Partei, Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen für an sich gute Produkte. Steuern senken, Lohnnebenkosten senken. Das war ja die Debatte. Die Debatte war nicht, wie kommen wir zu mehr Innovation? Die Debatte war, wie machen wir an sich gute Produkte auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger? Das ist aber gar nicht, Steuern senken alleine hilft heute gar nicht. Sondern die Frage ist ja eher, ob unser ganzer Wirtschaftsansatz, die Amerikaner sorgen für unsere Sicherheit und wir machen derweil Business und verkaufen irgendwie unsere Autos in die Welt, ob der überhaupt noch funktioniert in den 20er Jahren. Und Sie merken schon an der Frage, dass meine Antwort ist, tendenziell eher nicht so einfach. Und deswegen geht es eben auch darum, jenseits der Frage, wie wir Weltligaspieler entstehen lassen in Europa, auch darum, bestimmte Wirtschaftsbereiche, nicht einzelne, es geht nicht um Staatsbeteiligung an einzelnen Unternehmen, aber es geht um Staatsunterstützung für bestimmte Branchen. Ob es Biotech ist, wo wir übrigens sehen, dass wir stärker sind, als wir denken, wenn Sie die Impfstoffentwicklung nehmen, wenn es um die Frage Wasserstoff in der aktuellen Diskussion geht, Mobile Health oder Digital Health, wie immer Sie es nennen wollen, wo wir eigentlich ziemlich gut sind, wenn wir denn unsere Unternehmen in dem Bereich gut sein lassen, auch mit dem Angebot europäischer Datenschutzes, wo eben aus meiner Sicht auch wir stärker, als es die Nullerjahre-Debatte jedenfalls hergegeben hat, eben auch staatliche Investitionen in Forschung, in Infrastruktur, in das sozusagen Aufbauen, Entstehen lassen, Clustern von ganzen Wirtschaftszweigen sehen werden und sehen müssen, damit wir überhaupt noch irgendwas haben, was wir dann in die Welt verkaufen können. Die Frage, ob wir die Pflege in dem zweitältesten Land der Welt, das wir sind, in 5 oder 10 Jahren noch bezahlen können, hat was damit zu tun, ob wir noch ein paar Produkte haben, die wir in die Welt verkauft kriegen. Und auch diese Frage ist aus meiner Sicht in dieser Krise eher noch mal stärker wieder getriggert worden und zumindest ja auch schon mal teiladressiert in dem ersten Schritt in dem, was wir auch in dem Konjunkturpaket neben Binnenkonsum stärken. Auch das spielt übrigens eine stärkere Rolle in den Debatten der 20er Jahre, Binnenkonsum stärken, als das in den Debatten Leipziger Parteitag gespielt hat. Neben der Frage, soziale Abfederung zu geben, Kurzarbeit, vor allem eben auch hier als dritte Stand bei einem Konjunkturpaket das Thema, wie machen wir Innovationen möglich entsprechend prägt. Sodass aus meiner Sicht aus dieser Pandemie hinaus in die 20er Jahre in jedem Fall tatsächlich bleibt eine andere Debatte über die Rolle des Staates in verschiedenen Bereichen, ob es im Sozialen ist, ob es im gesellschaftlichen Rechtsfragen ist, aber vor allem auch in der Wirtschaftspolitik und zwar nicht im Sinne von Steuern erhöhen und Bonpflicht und irgendwie alles bürokratisieren und regulieren, sondern im Sinne von, wie schaffen wir dadurch ein Umfeld und ermöglichen tatsächlich für Unternehmen und ihre Beschäftigten und damit am Ende für dieses ganze schöne Land und auch sein Gesundheitswesen. Denn als Gesundheitsminister ist mir sehr bewusst, ein robustes, leistungsfähiges Gesundheitswesen hat man nur, wenn es vorher irgendwo erwirtschaftet wird. In all diesen Fragen wird die Frage, welche Rolle spielt der Staat aus den Erfahrungen dieser Pandemie für die 20er Jahre eine andere Rolle spielen? Welche genau? Darüber wird es sicherlich noch manchen politischen Streit geben. Ich freue mich jetzt auf einen solchen. Besten Dank. Vielen Dank für den Anstoß, für die Keynote und die sehr strukturierte Sicht auf das, was Sie da erlebt haben. Zum Einstieg würde mich interessieren, was ist eigentlich Ihre Interpretation dessen, dass die Regierung nach allen Umfragen, also immer wenn man mit den Protestlern spricht, seien die natürlich alles gefälscht oder so, aber es deutet viel darauf hin, dass die Umfragen alle darauf hindeuten, dass sie in der Regierung mit dem, was sie gemacht haben, gut wegkommen.
und die Beliebtheitswerte, gerade die Union, da sehr stark von profitiert hat, die SPD weniger. Was ist das, was da gewirkt hat? Was könnte das sein? Soll ich nochmal von vorne? Also, zum ersten einmal in einer Krise wie dieser, die übrigens ja sehr existenziell ist, ist ja nochmal was anderes als eine Finanzkrise, wo irgendwie erstmal Milliarden zwar, aber irgendwie ja sehr theoretisch abstrakt im ersten Moment für die meisten verhandelt werden, sondern hier sehr existenziell konkret es um Gesundheit und die Erfahrung drumherum geht, dass es dann eben erstmal Vertrauen gibt in den Staat als letzten Garanten auch für von Sicherheit, von überhaupt dem Vermögen zu handeln. Zweitens eine Herangehensweise, ich meine, Sie müssen ja schon nur in Europa sich umschauen, dann sehen Sie, es gibt unterschiedliche Arten zu regieren und auch in so einer Pandemie zu regieren. Und ich finde jedenfalls den Ansatz, den wir gewählt haben, nicht, am Ende hat nicht ein Virologe entschieden, wie ich verschiedentlich lese, oder irgendein Wissenschaftler entschieden, aber wir haben uns schon natürlich beraten lassen, übrigens auch nicht nur von einem. Über bestimmte Fragen rede ich nicht mit Virologen, sondern mit Hygienikern oder Intensivmedizinern oder Raumlufttechnikern. Aber nichtsdestotrotz eben ein Prozess, der ja auch vergleichsweise transparent war, mich jedenfalls immer sehr bemüht und wie andere auch, immer auch darzustellen, in welcher Lage, in welcher Situation, auf welcher Wissensbasis wir entscheiden. Viele hat diesen Weg mitgehen lassen und wir am Anfang ja auch so ein Wir-Gefühl miteinander gespürt haben, das bis heute ja da ist. Das Spannende ist übrigens, diejenigen, die gegen die Maßnahmen sind, fühlen sich als deutlich mehr, als sie tatsächlich nach allen Umfragen sind. Und die, die mit hoher Zustimmung für die Maßnahmen sind, haben das Gefühl, sie werden deutlich weniger, als sie eigentlich sind nach den Umfragen. Das ist dieses interessante Phänomen, das wir öfter haben, auch nach der Frage, wer ist wie laut. Aber auch da gibt es eine Range. Es gibt die, die absolut und unbedingt die Maßnahmen unterstützen, im Zweifel jede Lockerung eine zu viel finden. Aber ich treffe auch ziemlich viele, die schon sagen, alles in allem ist der Kurs gut. Ich bin auch ganz gut zufrieden und ich bin vor allem froh, in Deutschland zu sein in dieser Zeit. Aber dann kommen schon auch ein paar Abers. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Abers, dass wir deutlich machen, hier geht es nicht um Wahrheit. Hier wird nicht Wahrheit verkündet. Ob Sie eine Maske tragen in der Schule oder hier, wenn Sie durch die Gänge gehen, ist ja keine Wahrheitsfrage. Das ist eine Abwägungsfrage zwischen Infektionsschutz und Alltagstauglichkeit oder Freiheit, wie immer Sie wollen. Und dass wir diesen Prozess auch immer dargestellt haben. Das ist jedenfalls das einzige Rezept, was mir einfällt, warum wir bis hierhin auch im Vergleich zu durchaus anderen Ländern noch eine vergleichsweise hohe Akzeptanz haben. Stichwort Krise, weil man oft liest, ja, bei Krisen ist es immer gut für Regierungen. 2015 war das nicht so offenbar bei der Flüchtlingskrise. Hat das mit der Art und Weise, damit umzugehen, dieses Gefühl, weil es hat ja auch lange Zeit gebraucht, also die Kanzlerin hat ja auch in den Umfragen lange Zeit darunter gelitten. Was ist da der Unterschied? Ich meine, Sie haben da auch reagiert, Sie haben irgendwann das ja auch unter Kontrolle bekommen und trotzdem hat es viel länger gewirkt. Negativ. Ja, erstmal am Anfang gab es ja auch da relativ hohe Zustimmung. Aber da geht es tatsächlich, ich meine, die Debatte habe ich ja nur auch selbst aktiv begleitet, ging es tatsächlich ja auch um die Frage, hat Staat wirklich noch Kontrolle? Das ist ja die Frage, die bis heute die Migrationsdebatte und in Teilen auch die Rechtsdebatte begleitet. Gibt es Straßenzüge, in denen der Staat wirklich noch die Kontrolle hat oder nicht? Und wo es um die Frage geht, behält er da Vertrauen oder nicht? Oder eben die Frage, ich habe heute noch mit dem zuständigen Kommissar gesprochen, Migration, der gerade in der Stadt ist, haben wir als Europäische Union Kontrolle? Entscheiden Schlepper und Schleuser, wer kommt? Oder entscheiden wir als staatlicher Verbund, wer Europäische Union betritt? Und da geht es dann schon nur wieder um die Frage, ist sozusagen Staat handelnder und wird als solcher wahrgenommen, als auch sozusagen mit souverän handelnder oder eher nicht? Und an der Stelle, wo dieses oder eher nicht zumindest in der Wahrnehmung überwog, ist dann auch viel Vertrauen verloren gegangen. Wir haben heute Morgen eine Umfrage hier auch vorgestellt, nach der erstaunlich, wirklich bemerkenswert, viele Menschen im Land sagen, dass sie glauben, dass das Risiko, sozial abzusteigen, in Zukunft zunehmen wird.
Die meisten sagen auch, dass es heute höher ist als in der Vergangenheit, aber wir haben 80% im Schnitt der Menschen, die sagen, das Risiko wird noch höher werden. Ob das nur so ist oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber das ist die Wahrnehmung. Können Sie das nachvollziehen, dass die Leute diese Unsicherheit so spüren? Also wir haben auch Parteifragen, also nach Parteien unterschieden. Auch die Unionswähler sagen, dass zu 77%, da gibt es inzwischen den Parteien nicht so viel Unterschied. Eine Erklärung? Also zuerst einmal ist das ja ein Phänomen, so wie ich das wahrnehme, das wir ja häufiger haben. Dass wenn Sie fragen, wie ist Ihre persönliche wirtschaftliche Situation und Ihr Ausblick der persönliche noch, eine sehr große Mehrheit sagt, eigentlich ganz gut, ganz okay. Ich bin auch eigentlich noch ganz optimistisch für mich. Wenn Sie dann aber fragen, wie ist Ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung, der sozioökonomischen Entwicklung des Landes, dann ist deutlich pessimistischer wird es. Das haben wir in anderen Bereichen auch, das ist ein vergleichbares Phänomen. Aber es drückt natürlich was aus. Ich meine, es spüren ja alle, dass das was macht mit der Wirtschaft, dass wir diesen Einbruch haben. Das ist die mehr, glaube ich sogar im Nachhinein, als in der Finanzkrise. In der Finanzkrise haben wir den ganzen Tag Krisenmodus gehabt. Und wenn ich in der Fußgängerzone daheim im Münsterland saß, hatten Sie nicht unbedingt den Eindruck, dass Krisenmodus ist. Und das ist jetzt ja viel unmittelbarer, im Übrigen auch in der wirtschaftlichen Folge für viele viel unmittelbarer. Und deswegen kann ich das schon gut nachempfinden, einerseits. Andererseits gibt es aber eben noch diese sozusagen Unterscheidung, ne, der persönlichen Lage und der Gesamtlage, die ja erstmal die Chance gibt, weil der Wirtschaft zum großen Teil auch Psychologie mit ist, vielleicht dann doch wieder auch mehr Optimismus und Zuversicht da insgesamt reinzukriegen. Könnte natürlich umgekehrt auch sein, wenn man die großen Themen nimmt, Digitalisierung, wir hatten eben die Diskussion, Maja Güppel hat das angesprochen, immer als etwas sehr Positives irgendwie dargestellt wird, aber vielleicht bei den Menschen gar nicht so wahrgenommen wird, weil einfach sehr viele Ängste damit verbunden sind. Ich finde, allein, wissen Sie, haben wir gestern noch darüber diskutiert, dieser Begriff der künstlichen Intelligenz ist ja erstmal kein Begriff, der per se vertrauenserweckend ist. Also das zu erklären, was das ist, ist schon ganz schwer manchmal. Aber wenn du denkst, künstliche Intelligenz, das wird spooky irgendwie, Science Fiction, das klingt ja nicht verheißungsvoll eigentlich. Und deswegen kann ich das schon gut verstehen. Andersrum, überall da, wo es das Leben im Alltag leichter macht. Ich meine, jeder hat sein Smartphone, jeder nutzt es hoch und runter, Tag und Nacht. Übrigens mit einer riesen Bereitwilligkeit, amerikanischen Großkonzernen alle Daten zu liefern. Und sobald der deutsche Staat für Gesundheit anonymisiert Daten will, um zu forschen, im Sinne der Patienten, ist Skandal. Also jedes Mal, wenn Sie bei WhatsApp schreiben, ich habe Grippe heute, ist diese Gesundheitsinformation bis ans Ende aller Tage auf einem amerikanischen Server. Super, diskutiert kein Mensch. In dem Moment, wo wir eine elektronische Patientenakte zum 1.1. einführen, sind die Diskussionen ganz anders. Jetzt komme ich von Oeskopf-Stöckskin, aber Sie merken, die Debatte beschäftigt mich intensiv. Jedenfalls, da wo es konkret wird, ist Digitalisierung meistens schon auch, vielleicht nicht Verheißung, aber ja doch das Leben leichter machend. Aber wenn es dann eben diese abstrakten Begrifflichkeiten und Debatten sind, wie bei künstlicher Intelligenz, die mag einem im Alltag öfter helfen, als man denkt, aber wenn man den Begriff hört, ist die Assoziationskette im Zweifel keine positive, das verstehe ich schon. Wenn da ein Kern liegt, und es gibt viele Studien, die wir auch mit begleitet haben, die darauf hindeuten, dass auch Populismus sehr stark durch solche sozioökonomischen Brüche geprägt ist. Trump hat sehr stark in den Rust Belt-Regionen gewonnen. In Deutschland gibt es auch neuralgische Gebiete, wo das so eine Korrelation festgestellt worden ist. Dann müsste doch eigentlich das, was Ihr Koalitionspartner, die SPD, seit Jahren vorantreibt in der Großen Koalition, wirken. Also einen Mindestlohn einführen, Grundrente einführen, sehr viele Sozialmaßnahmen einführen, die ja ganz offenbar auch darauf aus sind, den Menschen mehr Sicherheit zu geben. Warum steht die SPD dann immer noch bei 14, 15, 16%? Warum zieht das nicht? Also zuerst einmal ist meine tatsächliche Überzeugung, wie gerade dargestellt, dass diese soziale Frage, aber im Zweifel anders als eben die Frage, jetzt wird eine Rente um einige Euros erhöht oder nicht, dann eher in die Frage, wie fängt die Struktur mich auf, schon eine größere Rolle jetzt spielen wird. Das ist natürlich auch im Zweifel eine Chance für die Kollegen. Aber meine Wahrnehmung, die Debatte hatten wir ja schon häufiger, ist, dass das in vielen Stellen nicht um soziale Fragen geht, sondern um kulturelle Fragen. Also nehmen Sie doch nur die letzten 2 Wochen die Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Die AfD ist nicht stark, zuerst bei mir daheim im katholischen, konservativen, wie man dann so schön gerne immer sagt, Münsterland, sondern insbesondere in den Stadtteilen im Ruhrgebiet, in den Großstädten, verliert die SPD an die AfD. Wir verlieren an die Grünen in Münster.
Und in Essen und in Dortmund verliert die SPD an die AfD. Insbesondere in den Städten, wo es neben der sozialen Frage auch die kulturelle Frage gibt. Und so wie, wissen Sie, ich hatte mal die Theorie, so wie es soziale Uniformität nicht gut ist, also jetzt wirtschaftliche, weil es kein Leistungsanreiz ist, wenn alle am Ende gleich sind, aber zu große Diskrepanz auch nicht gut ist für eine Gesellschaft, sondern es ja darum geht, und das ist ja genau die Sozialstaatsdebatte, die wir führen, was ist der richtige Mix zwischen sozusagen Leistungsanreizen und Unterschieden, die wir auch wollen und zulassen, und dem, was wir dann auch wieder zusammenführen, um die Schere nicht zu weit auseinandergehen zu lassen. Habe ich den Eindruck, brauchen wir eine ähnliche Debatte manchmal auch in kulturellen Fragen. Uniformität ist nicht gut für keine Gesellschaft, auch in kulturellen Fragen nicht. Aber die Frage ist, wie weit hält eine Gesellschaft und der Mensch es aus, ist wie bei der sozialen Frage, wenn es zu weit auseinandergeht und unterschiedliche kulturelle Vorstellungen dann eben tatsächlich sozusagen aufeinander kommen und irgendwie nicht ganz richtig zusammenpassen. Und das ist mindestens so sehr ein Trigger all dieser Phänomene, die wir jedenfalls im Ruhrgebiet sehen, wie nur die soziale Frage. Da können Sie Hartz IV verfünffachen und die Renten verdoppeln. Aber das Thema geht dadurch nicht weg. Was wir so ein bisschen in der Forschung rausbekommen haben oder immer wieder erkennen, ist, und das finde ich eigentlich ganz plausibel, dass natürlich Menschen diese Sicherheit wollen, also eine soziale Sicherung für den Notfall. Dass aber das ja eigentlich nur so der in diesem Sinne auch der Notfall ist. Das, was den Menschen antreibt, ist ja mehr, dass er Perspektive hat, dass es vorangeht. Und vielleicht liegt da auch ein bisschen das, wo wir in der Situation sind, dass das nicht mehr funktioniert, dass für alle dieser Drive da ist, dass alle aufsteigen können, wie das in den 50er, 60er Jahren empirisch war. Ob das jetzt mit dem Nachkriegszeit zu tun hat, ob man das nochmal wieder beleben kann, ist eine andere Frage. Führt aber dann zu dem Ökonomischen. Glauben Sie, dass das möglich ist, dass man so eine Gesellschaft nochmal ganz nach oben zieht, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft und ein Staatsverständnis da ist, das dabei hilft, solch eine Entwicklung auch zu generieren? Grundsätzlich ja, aber wir sind natürlich insgesamt auch auf einem anderen Staatniveau. Das gehört ja jetzt auch zur Wahrheit dazu. Übrigens, so wie wir Bildungsaufstieg definieren, ist es ja auch ein bisschen verrückt. Manchmal ist jetzt nur so ein Aperçu, aber es beschäftigt mich in der Gesundheitsberufen häufig in der Frage, müssen die jetzt alle Bachelor und Master werden? Der Sohn von zwei Professoren oder auch von zwei Lehrern, der Mechatroniker wird, ist in unserer Bildungsstatistik ein Bildungsabstieg. Ist doch völlig gaga, weil da sind zwei Akademiker und er ist keiner. So, deswegen muss man halt immer mal genau schauen, welche Geschichten, ich finde viel wichtiger die Geschichten, und da sind wir übrigens bei den Geschichten, die wir viel zu wenig erzählen, auch bei Menschen mit Migrationshintergrund, die vielen Erfolgsgeschichten, die es ja auch gibt, in die Selbstständigkeit, in beruflichen Erfolg. Wir sind in unserer ganzen Debatte in dem Bereich und an zwei anderen sehr defizitorientiert. Man muss auch über Defizite reden und dann kann man es besser machen. Aber gerade in diesen Bereichen, Milieus, ist ja die Aufstiegsgeschichte wirklich, ich meine, die kennen wir ja auch alle, die Tage noch wieder, der syrische Flüchtling, der jetzt Architektur studiert. So, aber auch diese Aufstiegsgeschichten müssen halt als solche wahrgenommen und erzählt werden. Und unsere Erzählung ist in diesen Fragen sehr häufig sehr defizitorientiert. Aber das ist halt eine andere Ausgangslage sozusagen und das Gesamtniveau der, wenn Sie jetzt die Gesellschaft und den Wohlstand der Gesellschaft nehmen, natürlich als das in den 50er oder 60er oder 70er Jahren der Fall gewesen ist. Am Ende geht es ja darum, dass wir, ich stelle mal die Frage, wenn es um die Frage, wo wollen wir hin, was ist das, was man sich wünscht für die junge Generation? Für die eigenen Kinder, dass die durch ihren Weg gehen können, beruflich gute Zukunft haben, eine gute Ausbildung, ist ja alles so banal wie in den 50er Jahren. Die Wünsche sind eigentlich die gleichen, tippe ich mal. Dach über den Kopf, sicher über die Straße gehen können, ohne dass man Angst haben muss, mobil sein können. Und den Teil kann man natürlich auch für die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts erzählen und definieren. Mit übrigens auch Sozialfragen, die, wissen Sie, vor 20 Jahren hat doch kein Mensch über Wohnungsbaupolitik diskutiert, auch in Berlin nicht, weil es kein Thema war. Und wir sehen eben, dass ein soziales Thema, das mal da war, das dann weg war, jetzt wieder mit voller Wucht da ist, mit allen Problemen, die da dran hängen. Und das kann ja bearbeitet werden und aufgelöst, können wir jetzt lange darüber diskutieren. Aber insofern glaube ich schon, dass man diese Geschichten auch wieder erzählen kann. Sind aber andere Geschichten, weil die Ausgangslage eine andere ist als die berühmten immer aus den 60er, 70er.
ich versuche mal die Brücke zu schlagen von dem Thema darüber, dass vielleicht ein Teil der Sicherheit auch dadurch verloren gegangen ist, dass Globalisierung ein sehr disruptiver Prozess gelegentlich ist. Also die Amerikaner haben da sehr drunter gelitten, dass die Chinesen bei denen viel stärker als bei uns ganze Industrien niedergemacht haben sozusagen und in diesen Regionen, Detroit und so weiter, halt eine ganz gravierende soziale Folgen auch da waren. Sie haben eben als ein Thema ja die Globalisierung und eine Neudefinition der Globalisierung angesprochen und ganz konkret in dem Fall, den Sie ja auch, der Sie jetzt betroffen hat in den letzten oder uns in den letzten Monaten, bestimmte Produkte nicht mehr abhängig davon zu sein, dass irgendwelche Lieferketten da sind. Wie geht man denn daran? Gibt es die Möglichkeit zu definieren, einigermaßen verlässlich vorauszudefinieren, was die sensiblen Produkte sind? Oder wird man am Ende nicht immer sagen, naja gut, an die Krise haben wir jetzt nicht gedacht, jetzt sind wir schon wieder von irgendwas abhängig? Na gut, Krise zeichnet sich ja dadurch aus, dass im Zweifel immer, also es fehlt immer was. Sonst wäre es wahrscheinlich keine Krise. Trotzdem kann man sich besser vorbereiten, als wir vorbereitet waren in der Vorratung bestimmter Dinge. Ist auch ohne Zweifel so. Wir haben übrigens ja auch das Außenwirtschaftsgesetz, heißt es richtig, ne, geändert, dass eben auch zum Beispiel die Veräußerung bestimmt, wir haben in den letzten halben Jahr, 12 Monaten, mehrere Anfragen des BMWIs gehabt, also das Wirtschaftsministerium, ans Gesundheitsministerium, in der Frage, wie schätzt ihr die Veräußerung dieses oder jenes Unternehmens ein? Das hatten wir vorher nie, aber seit der Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes gibt es ja schon ein Instrument zu sagen, dass die Veräußerung bestimmter Unternehmen aus Deutschland, Europa heraus jedenfalls nicht ohne Genehmigung möglich ist. Das ist jetzt nur ein Faktor. Natürlich muss man die dann definieren und da miteinander Kriterien für entwickeln, machen wir aber in anderen Bereichen ja auch wie selbstverständlich. Ich finde übrigens, die Abhängigkeit, habe ich vergessen zu erwähnen, vorhin geht ja in zwei Richtungen. Ich habe es angedeutet. Die Kurzarbeit bei VW ist auch entstanden, weil es keine gute Zeit war, in China Autos zu verkaufen. Und wir sind ja nicht nur zu abhängig von China, insbesondere in der Frage, welche Produkte erreichen uns. Wir sind ja noch viel abhängiger von China in der Frage, wohin verkaufen wir eigentlich unsere Produkte. Und das haben wir auch alles vorher schon gewusst. Aber es ist jetzt halt nochmal richtig stark in wenigen Wochen getriggert gewesen, wie sehr wir abhängig sind von diesem einen großen Land, das ein politisches System hat, von dem wir jedenfalls nicht wirklich überzeugt sind, dass das gut ist für die Menschen. Und dann ist ja schon die Frage, jetzt mal jenseits, wie stellen wir, welche Produktion, welche Schutzmechanismen haben wir? Auch nochmal die Frage, wie diversifizieren wir unsere Handelsbeziehungen? Ich meine, wir schaffen ja schon CETA nicht durch den Bund. Wissen Sie eigentlich, dass CETA bis heute nicht ratifiziert ist? Ich frage mich immer, wenn es mit Kanada nicht geht, mit wem soll es eigentlich sonst noch gehen auf der Welt? Mercosur, Japan, die ganzen Handelsabkommen, wenn wir von China weniger abhängig sein wollen, müssen wir irgendwie uns in andere Bereiche verbreitern. Das ist für mich schon eine zweite Lehre, neben der Frage, ich bin abhängig von den Wirkstoffen aus China, wir sind genauso abhängig davon, dass die unsere Produkte kaufen und das ist auf Dauer auch nicht gut. Gibt es denn nur eine kurze Antwort, also von der Vorstellung, muss man da so rangehen, dass man die Produkte, die man bezieht, sozusagen checkt, welche sind sensibel für die Zukunft. Ich meine, das sind ja nicht nur medizinisch, es könnte ja auch irgendwann mal Nahrungsmittel sein oder was auch immer. Da haben wir sogar eine strategische Bevorratung bis heute bei Nahrungsmitteln, bestimmte Bereiche. Für bestimmte Energiereserven haben wir im Übrigen ja auch noch immer, liegen zum Teil unter Münsterland in tiefen Trichtern, mehr Erdöl als die Münsterländer wissen und Gas bevorratet. Und das gilt dann eben auch in diesen Bereichen. Das muss man definieren. Also Schutzmasken ist jetzt das Sinnbild geworden, aber sind natürlich am Ende sehr einfach herzustellende Produkte. Das ist ja auch die Wahrheit. Sondern die Frage ist ja auch, was ein komplexerer Wir investieren zum Beispiel ja als Bundesregierung in CureVac und andere Impfstoffhersteller nicht nur wegen des aktuellen Covid-19-Impfstoffes, sondern weil da Anlagen und Forschungskapazitäten und Produktionskapazitäten entstehen, die sie auch in Zukunft in Pandemien oder auch Epidemien regional, nehmen Sie Ebola. Eigentlich ist es eine Schande, finde ich, dass Ebola 20 Jahre gebraucht hat, bis ein Impfstoff da war, weil es so weit weg war. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Ebola ist übrigens besiegt seit ein paar Monaten, seit der Impfstoff da ist, kehrt da Ruhe ein. Und wir jetzt, wenn wir alle Kräfte bündeln, inklusive der westlichen Welt, es auf einmal ganz anders geht. Also da auch strategisch jetzt mit diesen Beteiligungen Fähigkeiten in Europa und in Deutschland zu halten und zu haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in dieser Zeit sehr stark gespürt, wie gut es ist, deutsche Industrie zu haben. Dass es Dinge gibt, selbst im transatlantischen Verhältnis, die ich nicht für möglich gehalten hätte,
dass wir die nicht mehr rüberkriegen, eine Zeit lang jedenfalls. Oder dass zumindest damit gedroht wird, dass sie nicht mehr rüberkommen. Ob es Testkapazitäten sind, Remdesivir, das erste zugelassene Arzneimittel und anderes mehr, wo es schon gut tut zu wissen, dass wir hier eine Industriebasis haben, die auch noch selbst viele Dinge herstellen kann und auch bereit ist, in so einer Krise umzustellen, wo ja Produktionskapazitäten wirklich verändert worden sind. Wenn Sie ein Land sind, das nur noch auf Dienstleistungen setzt, haben Sie es auch in so einer Krise deutlich schwerer. Jetzt sagt der Ordoliberale in mir, der ist nicht ganz so ausgeprägt, aber wer soll das entscheiden? In all den Bereichen, also ob es jetzt sensible Produkte sind, ob es die Zukunftsbranchen sind, die Sie eben auch angetickt haben, also wo das Staatsverständnis auch in die Richtung gehen sollte, bestimmte Branchen zu fördern, besonders zu fördern. Wie kann man dieser berechtigten Sorge ja entgegenwirken, dass dann, was weiß ich, irgendwelche Bürokraten, irgendwelche Leute, die davon eigentlich keine Ahnung haben, entscheiden und das in die falsche Richtung geht? Gibt es da eine Vorstellung, haben Sie eine Vorstellung, wie man solche Fehlentscheidungen dann vermeiden kann? Es gibt für mich zwei Bereiche dabei. Das eine, wissen Sie, ich habe heute, wenn ich diesen Mini-Ex, ich komme immer von Ansgar Stöckgen am Montagabend, seien Sie nicht böse, aber ich habe gerade gesehen, von den 50 Milliarden, die dieses Jahr in verschiedenen Fonds ausgelagert hätten, investiert werden können, Energie- und Klimafonds, kommunaler Investitionsfonds, Kita-Ausbaufonds und irgendwie noch zwei, drei andere, sind irgendwie eine einstellige Milliardensumme abgeflossen. Also das eine ist Investitionsförderung, das andere ist nochmal, kriegen wir das alles überhaupt ausgegeben? Haben wir die Strukturen eigentlich dafür? Und wer sind eigentlich die Strukturen, die das entscheiden? Da sind wir nämlich bei einem sehr, sehr spannenden Thema, dass das tatsächlich auch schnell und effizient passiert. Ich glaube schon, dass Sie als Staat, als Gesellschaft für sich für so eine Frage zum einen die strategischen Bereiche definieren müssen und auch schauen müssen, wo Sie Stärken haben, die Sie stärken können. Also wir haben Biotech mehr, als wir wahrnehmen, aber wir stärken es nicht so, wie die Amerikaner ihr Biotech stärken. Und da geht aus meiner Sicht deutlich mehr in der Forschungsförderung, aber auch in den Rahmenbedingungen. Energieversorgung, was, also wenn wir es miteinander überlegen, glaube ich, kann man sich schon auf 3 bis 5, 6, 7 Cluster einigen, wo wir auch schon Stärken haben, die man weiter ausbauen kann, die man verstärken kann, idealerweise im europäischen Verbund. Das wäre natürlich noch besser. Und das andere ist, was ich vorhin meinte, auch mit dem Kapitalanlegen. Der Deutsche an sich ist ja nicht so aktionär, was in den letzten 12 Monaten eigentlich schade ist. Wenn Sie mal schauen, wie sich die Aktien entwickelt haben und wie sich die Zinslage entwickelt hat. Und da ist ja die Frage, ich glaube, ich habe so den Eindruck, diese ganzen, wir fördern jetzt die private Mitarbeiterbeteiligung, Kapitalbildung in der Lebensversicherung, dieser ganze Policy-Ansatz verfängt nicht abschließend. Das ist ja die Frage, ob man als Staat, und das machen die Norweger ja in einem ganz anderen Modell oder Singapur, ja, ob man als Staat eben auch sozusagen für das Wohl aller, und zwar nicht nur im Land, sondern international nach bestimmten Prämissen Wohlstand mehren kann, indem man anlegt. Da kann man jetzt noch einen ganzen Abend drüber diskutieren, das finde ich nämlich ein super spannendes Thema. Und dann sollten es aber nicht, das war ja Ihre Frage, Beamte sein, die darüber entscheiden, bei aller Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die darüber entscheiden, wo wie angelegt wird, sondern dann brauchen Sie natürlich da sozusagen, Sie müssen Rahmen setzen, klaren Vorgaben, aber dann schon auch privatwirtschaftliche Mechanismen gelten lassen. Achsenkultur, das war jetzt der Friedrich Merz in Ihnen. Nee, der hat einen anderen Ansatz. Welchen? Der diesen Privatgewinnansatz. Ich hatte eher den Ansatz als Gesellschaft. Also ich mit Rendite, die man macht, irgendwie soziale Sicherungen zu stabilisieren, das ist ein etwas anderer Ansatz als die eigene persönliche Dritthausfinanzierung zu machen. Okay, dann haben wir das gerade gestellt. Diese Entscheidungen gehen ja, ein Beispiel noch kurz rausgegriffen, wir haben einen Kohleausstieg, es gibt andere Beispiele, wo absehbar bestimmte Regionen betroffen sind. Gibt es da Vorstellungen, die Sie haben, wie man da am besten rangeht? Ich meine, man hat beim Kohleausstieg ja eigentlich jetzt mehr oder weniger eine große Summe festgelegt, aber man muss jetzt erstmal sehen, wie man sie nutzt. Kann man in so einer Region, die strukturell jetzt sehr starken Bruch hat, auch hingehen und sagen, bei denen lohnt sich eine bestimmte Industrie neu anzusiedeln? Cool. Ich komme ja aus einer Region, ich weiß gar nicht, ob Sie die Geschichte des Münsterlandes da ein wenig, einige kennen. Das war ja mal mit das Herz der Textilindustrie in Europa.
mit riesigen Textilfabriken. Die alten Gebäude stehen ja zum Teil immer noch im Münsterland und in der ganzen Region. Und das ist dann so die 70er, 80er Jahre, so rund um mein Geburtsalter, alles in die Knie gegangen, als es eben alles ausgelagert wurde, oder vieles, ein ganz kleiner Teil ist noch da. Und Sie können, und das ist 80 Kilometer weg von Essen, Sie können wirklich zwischen den beiden Regionen eine ganz unterschiedliche Strukturpolitik sehen. Auch aus der Notwendigkeit heraus. Für die Landesregierung war jetzt das Münsterland nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit, ich formuliere es mal so, an der Stelle. Aber Sie können wirklich sehen, wie sozusagen eine Politik, die auf Infrastruktur gesetzt. Wir haben eine neue Autobahn gekriegt. Wir waren vorher, haben Sie bis Essen irgendwie 3 Stunden gebraucht, jetzt kommen Sie in 40 Minuten hin, und das ist wie Infrastruktur. Und dann aber auch ein Setzen eher oder auch machen lassen eher von lokalen, regionalen Verantwortlichen und Dingen, die sich entwickeln, aus der Region heraus zu stärken. Und Sie können in Essen halt oder im Ruhrgebiet insgesamt natürlich einen etwas anderen Strukturwandelansatz sehen. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, sozusagen bezogen auf eine Region, das ist natürlich mit Clusterpolitik meine, ist es natürlich leichter, was zu stärken, was schon da ist. Also wenn Sie Biotech in Deutschland ansehen wollen, würden Sie es ja oder fördern wollen im Großraum München machen oder im Rhein-Main-Gebiet oder in bestimmten Bereichen, aber ja vielleicht nicht zuerst in anderen Regionen. Und deswegen ist es natürlich unendlich viel schwerer in einer Region, wo bestimmte Dinge noch nicht sind, jetzt einfach zu sagen, jetzt machen wir das da aber auf und versuchen das irgendwie herzuleiten. Und es ist schon besser, wenn Sie irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden. Das ist aber unendlich schwer. Ich war im Finanzministerium ja vorher als Haushaltsstaatssekretär unter anderem auch zuständig für Beteiligung und habe da die LMBW, heißt die LMBV, die Lausitzer Mitteldeutsche, das ist die alte Bergbaugesellschaft gewesen, die da den Strukturwandel mit begleitet hat, jetzt vor der Entscheidung. Ich war mehrfach da. Das ist echt schwer in einer Region sozusagen, wo der noch kein Anknüpfungspunkt für was ist, was ganz Neues hinzusetzen ist, was anderes als Stärken stärken. Deswegen bin ich jetzt gerade besser im Beschreiben des Problems als in der Lösung. Was wir jetzt hier machen, ist Verwaltung da rauszubringen. Und das Robert-Koch-Institut ist ja aktuell in aller Munde, hat in Wenningerode und an anderen Stellen, wenn es Außenstellen entstehen für künstliche Intelligenz, in dem Bereich und anderes mehr. Aber ob da wirklich ein Cluster fluppt sozusagen und daraus wird, das lässt sich natürlich sehr, sehr schwer planen. Das ist echt schwer. Wo Sie das ansprechen, wir sehen uns im Selbstverständnis auch so, dass wir mitten in einem Paradigmenwechsel sind und deshalb diese Antworten vielleicht auch einfach noch nicht da sind, weil wir aus einer Zeit kommen, wo sowas eigentlich gar nicht üblich war, über solche Dinge nachzudenken und man erstmal wieder neu dran arbeiten muss, so etwas zu entwickeln. In dem Sinne würde ich Sie gerne auch fragen, haben Sie selber Fragen, was sind die großen Fragen jetzt in der Richtung neues Staatsverständnis, wo ich sagen würde, daher würde ich gerne auch mal ein paar Forscher darauf ansetzen, das besser zu verstehen. Es gibt viele Fragen. Die Frage ist ja erstmal, was mich sehr beschäftigt, auch aus den letzten Wochen wieder heraus, ist, wie wir das Ganze in Europa zusammenhalten. Weil wir haben jetzt unsere Bewegung gemacht sozusagen, Bereitschaft, die mir persönlich nicht leicht fällt, kann ich Ihnen sagen, zur Verschuldung im EU-Haushalt, wo ich aber auch akzeptiere, wissen Sie, ich merke doch in Gesprächen mit den Französischen, mit anderen Kollegen, dieses Narrativ, es ist wie beim Fußball, am Ende gewinnen bei jeder Krise die Deutschen. Da lachen erstmal alle, aber da sitzt natürlich ganz viel drin. Und wir müssen sehr aufpassen als Deutschland in der Mitte und als der wieder wirtschaftlich vergleichsweise stärker bis hierhin jedenfalls da rauskommt, dass nicht, also es funktioniert auf Dauer in Europa nicht, wenn da 1, 2 Lokomotiven sind und die anderen sozusagen den Motor nicht wieder in Gang kriegen und gleichzeitig aber das Gefühl haben, immer die. Und dann nerven die auch noch immer und wissen alles besser und lassen uns nicht mal in unser Gesundheitswesen investieren nach dieser Krise, die wir gerade hatten. Es war ja eine Phase in der Pandemie, da war China bei 60% Zustimmung in Italien und Deutschland bei 60% Ablehnung. Das hat sich wieder geändert, aber das war eine ganze Zeit lang so ein Empfinden. Und die Frage, wie man das, aber sie beschäftigte uns auch schon vor Corona, wie man das auflöst, diese wirtschaftliche, ich meine, das ist die ganze Kernfrage der Eurozone am Ende natürlich, diese ganze wirtschaftliche Breite, wenn es mal positiv formulieren will, die es in der Eurozone gibt,
die es möglich machen soll, dass auch an, also dass es sozusagen eine Form von Kohäsion gibt, von Anpassung gibt, ohne dass dabei aber für alles irgendwie die Anpassung in die Problemzone ist, sondern wir gemeinsam stärker werden. Das ist eine Schlüsselfrage, die kann ich Ihnen nicht auflösen. Ich bin mir nicht sicher, wo wir sind mit der Eurozone in 3, 5 oder 10 Jahren, und zwar in der Akzeptanz, und zwar in der Akzeptanz sowohl in den angeblich starken, reichen Staaten und in der Akzeptanz in den anderen Staaten und auch in der Frage, ob und wie wir eine Politik finden, die das positiv nach vorne auflöst, aber am Ende auch noch eine demokratische Legitimationsakzeptanz hat. Weil wenn ich dann immer höre, Euro-Finanzminister und so weiter, glaubt denn irgendjemand, dass das die Akzeptanz erhöht, wenn ein Euro-Finanzminister in Brüssel über die Haushaltslagen entscheidet? Also wir müssen ja bei allem, was wir tun, irgendwie nur Akzeptanz behalten bei dem, was wir da tun. Also da bin ich, das ist echt ein Thema, aber das beschäftigte uns, glaube ich, auch schon vor Corona intensiv, das echt schwer aufzulösen ist, wie dieses Projekt, das wir da angefangen haben mit dieser Eurozone und diesen Riesenunterschieden innerhalb der Eurozone, ohne dass wir dabei am Ende wie in der besten Familie in viel herzlicher Abneigung verbunden, nur noch schmollend alle in der Ecke sitzen. Das aufzulösen ist nicht einfach. Zum Abschluss würde ich Sie gerne auf eine Sache ansprechen, auf eins stoßen. Wir haben in der Umfrage bei Forsa auch gefragt, inwieweit die Menschen im Land den Bedarf an einer Erneuerung des Wirtschaftssystems sehen. Wir haben jetzt nicht Kapitalismus gefragt, wir haben Wirtschaftssystem gefragt, einfach mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, nicht näher gefragt, was jetzt genau damit gemeint ist. Sehr spannend, 28% sagen, sie finden, es müsste eine grundlegende Erneuerung des Wirtschaftssystems stattfinden, was auch immer sie darunter verstehen, aber einfach mal als Stimmungsbild. Über 60%, das ist die große Mehrheit, sagt, in einigen Bereichen. Also ich glaube, daraus kann man sozusagen Quintessenz ziehen. Man ist jetzt, man will jetzt nicht das komplette System über den Haufen werfen, aber wenn 63% sagen, sie wollen in einigen Bereichen eine Veränderung, dann scheint da ein Problemdruck zu sein, ein Veränderungsdruck zu sein. Nur 5% sagen, sie wollen keine Veränderung. Und wir haben nach Parteien gefragt, die Anhänger der CDU, CSU sagen, auch nur zu 9%, es soll alles so bleiben, wie es ist. Bei einer systemischen Frage, glauben Sie, dass die Union darauf vorbereitet ist, sich damit zu beschäftigen? Ich hoffe, wenn Sie mir gelauscht haben, ist Ihre Antwort ja. Okay, nein. Auch der Rest der CDU? Nein, ja klar. Was übrigens auch ein ganz spannendes Phänomen ist, ist immer die Frage, was verbindet man assoziativ für Wählergruppen mit welcher Partei? Aber gerade bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen konnten Sie jetzt sehen, dass es eher die Arbeiter, wir sind mittlerweile die Arbeiter- und Facharbeiterpartei. Wenn Sie die Frage nehmen, wen wählen die am meisten an vielen Stellen, ist ein ganz interessantes Phänomen. Was mir aber eben auch sagt, da sind wir übrigens auch bei der Frage des Ausgleichs von Ökologie und Ökonomie, ne? Thema Kohle und Arbeitsplätze und andere Themen, die da dran hängen, dass wir da auch einen anderen Auftrag und eine andere Verantwortung haben und im Zweifel auch einen anderen Angang mit den Dingen umzugehen. Ja, klar ist das bewusst. Und deswegen lege ich persönlich großen Wert darauf, dass es nicht reicht, in dieser Wirtschaftskrise, in der wir sind, und in der wirtschaftlichen Lage und auch in der Frage, was für die 20er Jahre notwendig ist, einfach nur sozusagen, das wissen Sie, ist für die Union immer dieses Synonym, diesen Leipziger Parteitag im Fokus zu haben. Das war ein völlig anderes Ausgangsfeld in den Nullerjahren, aus den 90ern kommt, mit 5 Millionen Arbeitslosen, hohen, also die ganze Ausgangslage war eine andere, als sie jetzt in die 20er Jahre hinein ist. Und auch die Problemlage und aus meiner Sicht, wenn die Probleme andere sind, müssen auch die Antworten andere sein. Kann man jetzt nicht einfach mit den Konzepten da arbeiten. Und da sind wir grundsätzlich, soziale Marktwirtschaft, ja, hat eine hohe Akzeptanz, aber es gibt eben Bereiche, und das sind etwa die Fragen, Abhängigkeit zu China übrigens, das beschäftigt sehr viele Leute und zwar in beide Richtungen, die da zu sehen sind. Die Frage, wie wir auch in Europa die Dinge zusammenbringen, die Frage, wie Staat sich einmischt beim Regeln setzen. Ich glaube nicht, dass die alle Staatsbeteiligung wollen. Und ich glaube übrigens auch nicht, selbst im Gesundheitswesen, der Saal klatscht immer, wenn jemand sagt, es müssen alle Krankenhäuser wieder staatlich werden. Ich finde viel wichtiger, dass der Rahmen so stimmt, dass man Marktwirtschaft als Instrument zum effizienten Ressourceneinsatz nutzt und gleichzeitig aber sicherstellt, dass es eben die eigentliche Aufgabe des Gesundheitswesens die Priorität hat und nicht das Geld verdienen. So, dieses Austarieren, da haben wir ein sehr großes Verständnis für als Partei der sozialen Marktwirtschaft. Okay. Ich
habe wahrscheinlich an den CDU-Wirtschaftsrat gedacht, bei dem, wenn man die Stellungnahmen hört, das jetzt doch ein bisschen auseinandergeht zu dem, was Sie sagen. Aber ist vielleicht auch normal in einer großen Partei, dass das nicht immer auf einer Linie ist. Aber wissen Sie, was ich immer sage? Jetzt komme ich, fange ich selber wieder an, aber gerade bei Gesundheit sehen Sie sehr klar, das versuche ich auch da immer wieder zu vermitteln, das ist nicht nur Lohnnebenkosten. Das war schon vor Corona nicht. Da sind 5,5 Millionen Arbeitsplätze, 12% des Bruttoinlandsprodukts. Da wird geforscht, investiert, gearbeitet, Binnenkonsum steigt. Wenn ich jetzt irgendwann noch eine Pflegereform mache, die ein bisschen Geld kostet, die Debatten kann man alle anders führen. Und wir haben vor allem in dieser Krise erlebt, ein starkes Gesundheitssystem braucht eine starke Wirtschaft. Ja, muss auch alles erst erwirtschaftet werden. Aber ein starkes Gesundheitswesen ermöglicht auch eine starke Wirtschaft, weil es eben auch Sicherheit gibt, dafür sich überhaupt wirtschaftlich betätigen zu können, und zwar als Einzelner wie als Wirtschaft insgesamt. Und wenn das vielleicht aus der Pandemie heraus auch besser verinnerlicht ist, dass das gut zusammenpasst, dann passt das auch wieder gut zur sozialen Marktwirtschaft. Ich bedanke mich vielmals für diesen Austausch, für Ihren Input. Ich glaube, das ist auf jeden Fall reichhaltig und lohnt sich, darüber weiter nachzudenken, auch über Parteigrenzen hinweg. Ich glaube, die Frage des Staatsverständnisses ist etwas, was im Laufe der Jahrzehnte sich auch immer gewandelt hat. In der Nachkriegszeit gab es auch ein viel ausgeprägteres, anders als teilweise die Mehr ist, ein sehr ausgeprägtes Staatsverständnis, was in vielen Bereichen, Finanzsektor und so weiter anging. Das haben damals auch alle Parteien zusammengetan. Jakob Kaiser, nachdem das berühmte Haus benannt ist, war eigentlich eher Sozialist, aber... Und Christdemokrat. Hervorragend. Ich glaube, in dem Sinne, wenn wir das so stehen lassen für den Abend, wir werden uns in den nächsten zwei Tagen sehr viel mit Detailfragen, also einzelnen Fragen beschäftigen, wo wir konkrete Antworten erarbeiten wollen, hören wollen von Experten, was sie zu den großen Themen sagen, die uns bewegen, und werden Ihnen dann, beziehungsweise Ihren Mitarbeitern, Rückmeldung geben und freuen uns auf weitere Austausche. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und schönen Abend.